Hallöchen, liebe Freunde, und ein freundliches Terra Novum an euch alle wünsche ich euch hier und heute in unserer Reihe Civilization 5 Tutorials. Ja, wir sind heute wieder da und was wir heute machen ist der Early Game Guide 2.0 Reloaded Extra Edition mit einer Menge Schokolade obendrauf. Denn, ja, der erste Early Game Guide, der ist schon ein bisschen alt, der ist von 2017, ein paar Jährchen ist der schon alt. Der zeigt nicht die optimalen Konditionen und ich denke, ich kann durchaus noch einige Punkte, die in dem Guide dran kamen, ausführen. Und das heißt, dieser Guide soll den ersten praktisch komplett ersetzen. Den ersten kann man sich natürlich immer noch anschauen, den lasse ich auch oben auf YouTube, den lösche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das hier sollte der Go-To-Guide sein, den man sich halt anschauen sollte, wenn man mal sehen will, wie so ein gängiges Early Game läuft, wie die Decisions in einem Early Game so auszusehen haben. Und was wir dafür machen ist, wir setzen jetzt einfach mal ein Spiel auf mit Frankreich. Letztes Mal war mal Babylon, da war vielleicht nicht so ganz optimal. Ich glaube, ich habe auf zufällig geklickt, ich weiß es gar nicht mehr. Wir machen jetzt mal ein Spiel mit Frankreich. Was das für uns bedeutet ist, wir haben eine Zivilisation ausgewählt, die nichts hat, was uns im Early Game irgendwas bringt. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, Frankreich ist eine Civ, die uns allgemein nicht irgendwie was bringt. Haha, Napoleon, das hast du ja ganz toll eingefädelt, ja. Aber tendenziell machen wir das so. Wir machen Standardspiel, ne, Pangea, kleine Karte. Spielen auf 5. 5 ist halt so, dass die KI nicht allzu große Vorteile hat. Denn auf hohen Schwierigkeitsgraden, ich will jetzt noch nicht sagen auf Kaiser unbedingt, aber auf Immortal und Deity, spiegelt das Spiel, was ich euch jetzt zeigen werde, nicht im normalen Early Game wieder. Und das heißt, alles, was ich hier sage, ist dann absolut hinfällig für einen Multiplayer zum Beispiel. Während wenn ich auf Prinz spiele, die KI aussieht wie ein passiver Nacktmull, der sich sonnig auf seiner Terrasse sonnt und sich dann wundert, warum auf einmal Raketen gegen seine Bogenschützen geflogen kommen. Was halt auch nicht so Sinn und Zweck der Sache ist. Ich meine, King ist jetzt nicht der höchste Schwierigkeitsgrad und King ist jetzt auch nicht der schwerste Schwierigkeitsgrad. Aber ich denke, im Early Game ist die KI zumindest noch so halbwegs gleich auf mit der Technologie, dass man da halt durchaus einen Spielfluss erkennen kann und halt auch Entscheidungen in Momenten im Early Game erkennen kann, die halt auch Sinn machen. Deswegen habe ich mich entschieden, Schwierigkeitsgrad 5 zu nehmen für den Guide jetzt hier. Wir fangen einfach mal ein Spiel an, schauen uns an, wie so ein Spiel am Anfang aussieht und lassen es erstmal wieder zulabern. Napoleon the First. Oh, oui, oui, la France. Ja, halt mal. So, das ist ja schon mal schön. So, das ist ja schon mal ein solider Start, würde ich sagen. So einen Start hätte ich gerne mal, wenn ich eine Multiplayer-Runde spiele. Aber logischerweise kriege ich so einen Start nur, wenn ich euch hier sowas zeigen will. Ja. Also, Start hin und her, ne? Den Grundlagenguide setze ich mal voraus für dieses Video. Das heißt, ihr solltet wissen, was Erträge auf einem Geländefeld sind, wie man eine Stadt gründet, wie man Einheiten bewegt, was eine Religion ist, was Kultur ist, was Gold ist und so weiter und so fort. Da werde ich jetzt nicht so sonderlich drauf eingehen. Worum es hier jetzt gehen soll, ist, wie soll man so ein Early Game einfädeln? Das soll für nicht unbedingt fortgeschrittene Leute sein, das ist eher schon noch eher auf Seite der Anfänger hier. Aber zumindest auf Leute, die grundlegenden Spielmechaniken verstanden haben. Bewegen, Einheiten bauen, Städte gründen und so ein Spaß. Ne? Das wird jetzt hier nicht alles großartig erklärt. Ich erkläre euch hier heute eher, warum wir Dinge tun und wann wir die timen und wo wir die timen und wie wir das machen wollen. So. Grundlegend gilt jetzt erstmal, wir müssen unsere Hauptstadt gründen. Und was wir da halt uns anschauen wollen, ist, was für Ressourcen haben wir in der Nähe, was für Möglichkeiten haben wir in der Nähe. Und was wir hier sehen, ist schon mal, wir haben rechts von uns Wüste. Das ermöglicht uns theoretisch, die Petra zu bauen. Das ist erstmal so das Hauptaugenmerk, was ich hier sehe. Petra hier, eines der besten Wunder im Spiel. Da verweise ich auf die 100-Tier-List. Ja, und die Petra ermöglicht uns Einlagerung, Einproduktion auf jedes Wüstengeländefeld, was kein Schwemmland ist. Also das hier ist Schwemmland, die beiden. Oase und Hügel würden beide davon profitieren. Dann wollen wir schauen, dass wir auf einen Hügel kommen, wenn möglich. Weil wenn wir auf einem Hügel siedeln, haben wir Bonusproduktion. Das haben wir im Grundlagenguide besprochen. Dann wollen wir natürlich Felder, die mindestens 3 Ertrag haben, in Reichweite haben. Also generelle Felder, die halt einfach nichts drauf haben und jetzt nicht unbedingt Tundra oder Wüste sind, haben halt 2 Ertrag. Und hier zum Beispiel 2 Nahrung, hier 2 Produktion. Wir wollen 3 Ertragsfelder haben. Gold zähle ich nicht mit, ich zähle da Nahrung und Produktion zusammen. Die Oase ist ein 3 Ertragsfeld, die hat 3 Nahrung. Salz ist ein 3 Ertragsfeld, 2 Nahrung, 1 Produktion. Salz auch die beste Luxusressource im Spiel, deswegen ist dieser Start optimal. Weil wir haben Wüste und wir haben Salz, das sind so 2 der besten Startbedingungen, die man haben kann, weil das ermöglicht uns, das beste Pantheon zu bauen. Zu nehmen. Das hat Folklore, was uns einen Glauben pro Wüstenfeld gibt. Salz ermöglicht uns auch ein gutes Salzpantheon zu nehmen. Salz ist die beste Luxusressource im Spiel, weil sie Nahrung und Produktion drauf hat. Also wir haben da ja 2 Nahrung, 1 Produktion. Wenn wir eine Mine drauf bauen, haben wir 3 Produktionen, nicht 3 Produktionen, 2 Produktionen. Durch das Salz kriegen wir nochmal einen Food extra. Deswegen haben wir hier 2 Nahrung, 1 Produktion. Wir haben Gold da drauf. Und das ganze Ding wird dann halt 2 Nahrung, 3 Produktion später. Und das ist ziemlich gut. Und allgemein können wir es halt auch direkt mit Bergbau verbessern. Das heißt, das Salz wollen wir auf jeden Fall mit unserer Hauptstadt einziehen. Da oben ist Tundra, das heißt, wir wollen nicht zu weit nach oben. Das Interessante ist, wir wollen an diesen Fluss hier auch ran, weil wenn man an einem Fluss ist, können wir eine Wassermühle bauen. Bauernhöfe an Flüssen geht so oder so, da muss man nicht unbedingt neben dem Fluss sein. Aber wir können eine Wassermühle bauen und später auch ein Wasserkraftwerk, um die Felder an dem Fluss noch extrem ertragreich zu machen. Und wenn wir uns hier auf diesen Hügel stellen, haben wir auch einen Hügel. Das heißt, wir haben hier Bonusproduktion.
was uns halt ermöglicht, früher halt Speer und so rauszubauen. Und deswegen ist es an der Stelle auf jeden Fall sinnvoll, sich zu bewegen, weil hier, wo wir stehen, ist es nicht das optimale Feld. Wir haben hier zwar Instant Wachstum mit der Oase, also können direkt mehr als einen Punkt Wachstum mitnehmen. Das heißt, unsere Stadt dauert, braucht jetzt nicht, um auf 2 Einwohner zu kommen, gleich 20 Runden oder so ein Scheiß, sondern wir können hier wirklich was mitnehmen. Das Problem ist, wenn wir jetzt einen nach rechts gehen, gehen wir von dem Salz weg, aber ich denke, das ist generell wert. Was wir jetzt zuerst machen wollen, ist mit dem Krieger ein bisschen mehr Gelände aufdecken hier. Na, hier sehen wir halt, was die Wüste und so weiter hergibt. Da drüben ist ein Berg, an den werden wir definitiv nicht ranmoven, weil ich gehe garantiert nicht vom Salz weg für den Start. Da oben ist eine Ruine, die holen wir uns dann gleich. Und ich denke, am sinnigsten ist es wirklich, sich hier erstmal von dem Salz wegzubewegen, auf diesen Hügel zu gehen, dass wir halt noch an dem Fluss sind. Das Weizen ja auch noch relativ flott mitkriegen, weil das ist ein ziemlich gutes Wachstumsfeld. Und dann dieses Salz, das ist ja immer noch in 3 Reichweite, beide Felder davon, wenn wir uns hier auf den Hügel stellen. Das wird dann früher oder später in die Stadt reinkommen. Das ist jetzt halt early ein bisschen langsamer, aber ich denke, auf Dauer ist es schlauer, sich hier hinzustellen. Auch wenn natürlich Salz early mitzunehmen stark ist, aber wir moven von unserem Süßwasser weg, wenn wir zu dem Salz hingehen würden, auf diesen Hügel hier. Und das ist generell keine so gute Sache. Deswegen stellen wir uns hier hin, vor allem, weil wir hier dann noch theoretisch die Petra bauen können, auch wenn das keine sonderlich gute Petra ist, weil wir haben hier eine Menge Flachwüste. Und Flachwüste ist somit das schlechteste Gelände im Spiel. Blöd. Aber es passt schon. So. Ich will auf jeden Fall auf einem Hügel setteln, wenn es geht. Und das machen wir hier. Und auch an dem Fluss. Also auf den Hügel, an den Fluss. Das ermöglicht uns jetzt nämlich mehr Verteidigung für die Stadt zu haben. Die hat jetzt 15 statt 12. Oder 11? Oder 10 nur? Ich bin mir gar nicht sicher. Also der Palast gibt ja noch ein bisschen Bonus. Ich glaube, 9 sind es, wenn man eine Stadt gründet, die keinen Palast hat. Der Palast gibt, warte, gucken wir mal, 2,5 rundet sich dann auf 12, ja genau, 12. Und wir haben nochmal 3 Verteidigungen durch den Hügel. Und das heißt, wenn wir jetzt belagert werden würden, könnten wir diese Stadt besser verteidigen. An dem Fluss sind wir auch, das heißt, wir müssten über den Fluss rüber angreifen, wenn jetzt jemand von rechts angreift, von links ist natürlich im Wald. Aber so verteidigungsmäßig ist es bei der Stadt hier doch ziemlich Wumme, weil wir unsere anderen Städte eh abhängig von dieser Stadt gründen werden. Also unsere nächsten Städte werden ja um die Hauptstadt drumherum gegründet, um halt Puffer zu bieten, ne? Weil wir die Hauptstadt ja nicht offen an der Front liegen lassen, wenn es geht. Und das wird sich dann sowieso nach und nach ergeben. Wir nehmen uns auf jeden Fall die Ruine mit gleich, ne? Das kann man ja nicht stehen lassen. Bauen erstmal Speer, mindestens einen auf jeden Fall. Danach kann man immer entscheiden, wie man weitermachen möchte. Man muss halt immer entscheiden, Tradition, Unabhängigkeit. Dazu gehe ich ganz genau im Sozialpolitik-Guide ein, aber hier sei dann erstmal so viel gesagt, Tradition ist so ein bisschen der Default. Unabhängigkeit erfordert spezielle Situationen, hauptsächlich eine Situation, wo das Wachstum der Hauptstadt schlecht ist oder wo man sehr, sehr viel Platz hat, um sowas zu machen. Unabhängigkeit ist eine sehr riskante Strategie, die sich manchmal richtig, richtig stark auszahlt und oft nach hinten losgeht. Deswegen sollte man da genau wissen, was man tut. Als erstes erforschen wir natürlich Keramik, weil wir wollen einen Schrein bauen, wir wollen einen Pantheon haben und ja, ohne Schrein kein Pantheon. Definitiv nicht, weil da muss man schon echt Glück mit den religiösen Stadtstaaten haben, damit man da was kriegt, ohne den Schrein early zu bauen. Das heißt, als erstes wollt ihr immer Keramik erforschen eigentlich, weil ihr sonst komplett auf Religion pfeifen könnt. Und Religion ist ziemlich spieltreibend in Civ 5, weil man damit eine Menge Zeug anstellen kann und sehr situationsabhängig auch wirklich sehr, sehr viel noch erreichen kann. Gerade weil Religion zu haben auch meistens bedeutet, dass man noch mehr Glauben generiert und im Endgame will man so viel Glauben wie möglich haben, um seine Wissenschaftler zu kaufen. Weil im Endgame geht es halt praktisch... Also wenn man ganz, ganz am Ende ist, darum, wer baut zuerst das Hubble und wer spammt zuerst die Space Rift Parts oder wer nuke die anderen zuerst. Und wenn man da Tech Leader sein kann, weil man mehr wissenschaftelt als die anderen, ist das, denke ich mal, das Vernünftigste. Und ja, da hilft Religion auch. Religion ist so ein bisschen Late-Game-treibend. Ne? Man nimmt Religion early mit, investiert da early rein, um im Late-Game viel wieder zurückzukriegen. Und halt über ein Spiel verteilt auch. Es kommt immer darauf an, was für eine Religion man hat. Man kann eine Stadtstaatenreligion machen, eine Pagodenreligion und so weiter und so fort. Genaueres dazu im Religionsguide. Ja, ich habe schon ein paar Videos gemacht. Sei mal so viel gesagt, auf jeden Fall sollte man immer ins Auge fassen, eine Religion zu gründen und deswegen halt den Schrein early. Und während wir das machen, können wir halt in Ruhe mal den Scout hier durchbauen, ne? Weil es ist ja immer meistens so, ein Scout dauert 5 Runden, so wenn man halt so eine Standardstadt hat wie wir hier. Wir gehen auch auf Produktionsfokus. Da, wie gesagt, dieser kleine Trick, wenn wir dann einen neuen Bürger generieren, wird auf das Feld mit der meisten Produktion in Reichweite gestellt. Und wir kriegen diese Produktion direkt mit in dem Zug, wo die Stadt wächst, während das für Nahrung nicht funktioniert. Deswegen müssen wir es mit Produktion oder was anderem machen. Aber Produktion ist das Sinnvollste. Das kann uns übers Spiel verteilt einige Züge, sagen wir mal 10, 20 Züge für Sachen, die wir bauen wollen, sparen. Und das ist durchaus vernünftig, dass man das in jeder Stadt mitnimmt. So, ja, das war jetzt unser erster Zug. Wir haben jetzt halt eine Stadt, unser zweiter auch schon, ne? Unsere Stadt jetzt hier gegründet, haben ein bisschen gescoutet, nehmen natürlich gleich die Ruinen mit, ne? Am Anfang, klar, so viel scouten wie geht, so viel Ruinen mitnehmen wie geht. Das ist so ein bisschen Grundlagen vom Spiel. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich gucken, was für Ressourcen haben wir, wie wollen wir die verbessern. Ja, wir haben Salz, das heißt, wir erforschen auf jeden Fall Bergbau irgendwann ziemlich früh. Wir haben Elfenbein, dafür braucht man Fallenstellen. Das kann uns aber erstmal egal sein, solange wir unser Salz zunächst verbessern. Fallenstellen ist eine Technologie, die liegt hier ziemlich ungünstig. Schaut euch das mal an, das ist hier.
Dafür brauchen wir erstmal Tierzucht, was nicht das Problem ist. Tierzucht ist eine ziemlich gute Tag. Aber nach Fallenstellen hängt halt hier nur Reiterei dran und dann halt öffentliche Verwaltung direkt. Das macht man meistens ein bisschen später, weil man am Anfang viele, viele Dinge machen muss. Keramik brauchen wir brauchen auf jeden Fall irgendwann Büchereien, damit wir halt überhaupt unsere Wissenschaft erhöhen können. Wir brauchen auf jeden Fall für uns jetzt erstmal Bergbau, damit wir unser Salz verbessern können. Wir brauchen auf jeden Fall Bogenschützen früher oder später, damit wir unsere Bautrupps verteidigen können und allgemein auch ein bisschen Militär aufstellen können. Wenn wir an Flüssen sind, brauchen wir auch das Rad irgendwie, um Wassermühlen zu bauen und Straßen und durch die Städte zu verbinden. Ne? Manchmal braucht man auch Kalender für die Ressourcen und so weiter und so fort. Und ihr merkt ja schon, man braucht hier eine ganz schöne Menge und Trapping führt halt zu gar nichts von dem, was man braucht. Ist aber eine zweite Tier-Tag, wenn ich so weiß, wenn ich das jetzt die Tiers nenne. Ne? Also praktisch jede Spalte hier ist ein Tier. Und jede Spalte, die man weitergeht, werden die Tags teurer, ja. Und weil es hier in der zweiten Spalte ist, ist es nochmal besonders viel teurer als die ganzen billigen Sachen wie Tierzucht und Keramik und Bogenschießen und Bergbau. Und was wir da rauskriegen, ist halt nur, dass wir diese Camps bauen können und halt den Zirkus. Und das ist halt kein zentrales Gebäude. Den Zirkus baut man erst ein bisschen später, wenn man halt Zufriedenheitsprobleme bekommt, weil man am Anfang ganz viele andere Hauptgebäude erstmal bauen muss. Schreine, Kornspeicher, man braucht Brautrupps, man braucht vielleicht Wassermühlen, man braucht auf jeden Fall Bibliotheken. Das muss alles vor dem Zirkus passieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall hinten dran und diese Camps braucht man halt wirklich early nur, weil die dauern auch ganz schön lange zu bauen, wenn man halt wirklich nur Luxusressourcen hat, die man dadurch verbessern kann. Das ist so das Worst-Case-Szenario an Luxusressourcen, wenn du zwei Trapping-Ressourcen hast. Wir haben hier Gott sei Dank eine gute Bergbauressource, die beste im Spiel und die auch zweimal. Das heißt, wir pfeifen praktisch erstmal aufs Elfenbein, bis wir es halt wirklich brauchen und verbessern erstmal das Salz. Und was wir jetzt machen, ist wirklich sagen, ja, Keramik geil, Keramik bringt es uns auch. Und Elfenbein, ja, das kann erstmal drauf pfeifen. Vor allem, wenn man das Elfenbein verbessert, was wir dadurch das Camp draufkriegen, ist, wenn wir nicht das Pantheon mit +1 Nahrung von Camps haben, Bonus Gold. Das heißt, es ist immer noch 1, 1 und dann Geld. Und das heißt, wir haben kein 3-Ertragsfeld. Und wie gesagt, wir versuchen, Felder mitzunehmen, die mehr als 2 Ertrag haben. Weil das beschleunigt unser Spiel von einem Standardspiel. Ein Standardspiel wäre einfach, also gut, ein Standardspiel kann man nicht sagen, wäre die 2 Erträge, weil jeder hat mehr als 2 Erträgerfeldern. Die Frage ist, wie viele Felder man hat, die besser als 2 sind. Weil 2 ist ein Standardfeld, sozusagen. Und je mehr man davon sich abheben kann, desto besser läuft das Spiel halt, wenn man mehr Erträge hat. Und genau das wollen wir tun und genau das tut Elfenbein nicht, weil Gold zählt nicht. Es ist so ein bisschen so diese Sache, Leute, die immer sagen, ja, ich spiele auf Geld, das ist voll geil. Nee, dann wächst deine Stadt nicht so schnell, dann produzierst du nicht so schnell, ist ja schön, dass du Geld hast, aber du vernachlässigst Wachstum dadurch Wissenschaft, Produktion dadurch Militär, dann hast halt Geld. Ja, und dann sagen mir Leute, kauf dir das Militär doch mit dem Geld, du generierst mit 3 Goldbrunnen nicht so viel Militär, dass dir das irgendwie 2, 3 Produktionen pro Runde weniger rechtfertigt. Weil das läppert sich viel heftiger als es mit dem Geld. Aber gut, das mal so als meine Meinung zu dem Thema. Wir drücken mal den Zug raus, machen dann mal weiter. Genau, wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal die Ruine mit. Was ich jetzt mache ist, weil das ist ja ein Hügel, wir laufen erstmal nach links, dass wir hier noch ein bisschen mehr sehen und dann nehmen wir uns die Ruine mit. Und es war eine Kartenruine. Wie schön, da unten ist noch eine Ruine. Da oben ist. Nee, das sah aus wie ein Stadtstaat, das ist aber nur so ein Schatten hier. Da oben ist Tundra. Tundra kann durchaus Ruinen beherbergen. Das heißt, ich denke, ich werde mit dem Krieger da weiter hochlaufen und unseren Speer dann das da mitnehmen lassen. Das Problem ist, da ist Shaka. Freue mich ja richtig, dass ich so einen Kriegstreiber direkt neben mir habe. Wie schön. Wie lange bräuchtest du, um da runterzulaufen? Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich laufe doch mit ihm runter, bevor Shaka sich das Ding krallt. Ja, in 3 Runden laufe ich mit dem Krieger runter und dann kann ich mit dem Speer nach links. Weil man muss immer bedenken, wenn da ein anderer Spieler so nah an der Ruine dran ist, dann muss man die wirklich ins Auge fassen, sonst verliert man die. Also geht es da gleich so schnell, wie es geht, runter. War jetzt natürlich keine optimale Ruine, aber was soll's. So, unsere Grunderträge sind jetzt erstmal 1 Kultur pro Runde, haben wir vom Palast. Das heißt, wir brauchen 25 Runden, um hier irgendwas aufzumachen. Zu hoffen ist, dass wir eine Kulturruine finden. Man kann natürlich early das Monument bauen. Das kostet aber Geld pro Runde. Und wir kriegen das, wenn wir Tradition aufmachen, gratis, geschenkt mit Legalismus. Das heißt, man wartet eigentlich lieber diese harten 25, wenn man keine Kulturrunde findet, auch wenn das wirklich wehtut, als das Monument zu bauen. Weil man hat am Anfang so viele Dinge, die wichtig sind, auch gerade Scouten. Scouten ist so unterschätzt, also von vielen Leuten nicht, aber es gibt viele Leute, die unterschätzen Scouten wirklich stark. Und wenn man halt wirklich Informationen über die ganze Map erfährt und halt auch Dinge zuerst findet, wie Ruinen, Stadtstaat und so weiter, das gibt einen so viele Boni. Und allgemein auch Scouts unterwegs zu haben, die dann mal sowas machen können wie einen Bautrupp-Snipen oder einen Bautrupp-Klauen von einem Stadtstaat, ist so wertvoll und spart einem Early so viel Zeit, dass es dieses Monument zu bauen echt wehtut, wenn man es tut. Aber wenn man nicht auf Tradition spielt, muss man das tun. Sonst hat man keine Grenzausdehnung. In der Hauptstadt schon einen Punkt vom Palast, aber in allen anderen Städten nicht. Während wir mit Tradition halt in den ersten 4 Städten ein Gratis-Monument kriegen hier mit Legalismus. Und genau das ist halt genau die Standardtaktik, die man fährt, wenn man keine anderen Gründe hat, was anderes zu tun. Und die haben wir hier nicht. Und deswegen, ja, wie gesagt, wir bauen das Monument nicht und wir warten einfach, bis wir Legalismus haben. So, und jetzt aber mal hoffen, dass ich da runterkomme, bevor Shaka sich das Ding holt. Ja, also und die Stadt produziert jetzt einfach fröhlich weiter und wächst auch fröhlich weiter. Das ist, denke ich mal, klar. Und ich hoffe jetzt einfach, Shaka, du Pisser. Ja, da direkt weggenommen.
Das ist natürlich ärgerlich. Was das natürlich auch bedeutet, ist, dass er hier lang gelaufen ist. Das heißt, irgendwo hier ist eine seiner Einheiten und läuft hier rum und nimmt mir fröhlich die Ruinen vor der Nase weg. Das heißt, wenn ich jetzt weiter nach unten laufe, renne ich ihm wahrscheinlich rein. Das Problem ist, ich habe keine andere Wahl, irgendwo anders zu scouten gerade, weil ja, er ist ja direkt hier rechts. Wenn ich in seine Richtung renne, finde ich noch weniger. Also renne ich jetzt trotzdem weiter runter. Ja, da ist er jetzt lang gelaufen. Ja, dir auch einen schönen Hallo, Chucker. Er ist aber nach links durchgelaufen. Das heißt, wenn ich jetzt runterlaufe, dürfte ich tendenziell durchaus noch was finden. Er ist natürlich ein bisschen blöd, eine KI so dicht auf sich drauf zu haben. Aber wenn man eine Map voll macht, also 6 von 6 Spielern hier zum Beispiel, dann ist das generell einfach Dinge, die passieren. Ne? So, wir gehen jetzt hier mit dem Speer mal in die Richtung zu unserem Salz. Gucken, was wir da noch finden. Und mit dem Krieger hier runter. Finden wir durchaus noch gute Ressourcen. Da sind Edelsteine und Steine. Edelsteine und normale Steine. Wie es denn eben so ist. Aber die Steine geben mehr Nahrung. Die schmecken richtig crunchy lecker, wenn du die ins Müsli tust. Aber ist auch egal. Es ist ein ganz gutes Spot hier, wenn hier noch andere Ressourcen sind für noch eine zweite Stadt. Sowas sollte man early auch schon ins Auge fassen. Weil wir wollen halt gute Spots mitnehmen. So, wir sind gewachsen. Haben jetzt ein 1-1er-Feld hier. Ich bin ja auf jeden Fall ein zweiten Scout. Wir wollen erstmal weiter wachsen. Deswegen nehmen wir jetzt nicht eine Nahrung, eine Produktion mit. Weil ob der Scout jetzt 4 oder 5 Runden dauert, ist jetzt nicht so wild. Wir haben jetzt halt 5 Wissenschaft pro Runde. Und dadurch geht Keramik schneller. Also ist 4 Runden vielleicht doch, denke ich, gerade vertretbarer. Dann wachsen wir halt gerade ein klein bisschen langsamer. Wir haben ja 3 Nahrung auf der Oase, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn wir nur 1 Nahrung auf dem Feld haben. Wir könnten halt alternativ insgesamt 5 Nahrung wirken, dann wachsen wir in 8 Runden, aber dann dauert der Speer länger. Optimal wäre natürlich, das Weizen hier zu wirken, ne? Das mit 3 Nahrung, aber das gehört uns noch nicht. Wir haben ja Grenzausdehnung, doch erstmal natürlich das Elfenbein mit, clever. Ja, das ist halt, weil wir vom Salz weggegangen sind, da ist es eben. Aber wenn wir zum Salz hingegangen, hätten wir die ganzen geilen Ebenenfelder, die nicht am Süßwasser sind, hier mitgenommen. Und das wäre halt auch nicht so Gucci. Ja, ja. Ja, passt also. Wir scouten weiter. Hoffen, dass man was Schönes findet. Gehen wir mal nach links. Da ist eine Ruine, wie schön. Ich gehe nochmal ein Feld nach links. Da ist noch mehr Salz. Das ist auf jeden Fall unser erster Expand. Weiter zum Salz. Salz ist eben so gut, dass man das wirklich priorisieren sollte. Hier ist Valletta. Wir haben die als erstes gefunden, es gibt 30 Gold, das sieht man immer, ob man Stadtstadt als erstes findet oder nicht, ob man 30 oder 15 Gold kriegt. 30 ist gut, die sind militaristisch, da kann man dann gucken, was die für eine Einheit haben, den Samurai. Dadurch wissen wir 2 Dinge, erstmal, wenn wir uns mit denen verbünden und die Samurai-Tech haben, was Stahl ist, dann schenken die uns regelmäßig Samurais, ansonsten schenken uns halt irgendwelche Einheiten. Und wir wissen, dass Japan nicht im Spiel ist, weil Japans Unique Unit ist ja halt der Samurai und wenn die im Spiel wären, könnte Japan die bauen und nicht irgendein Stadtstaat. Und weil irgendein Stadtstaat das er machen kann, heißt das, Japan ist nicht im Spiel. Das kann man halt in beide Richtungen so vorgehen. Ich kaufe mir jetzt das Weizen, weil das ein 3-Ertragsfeld ist, im Vergleich zu dem, was wir da vorher gewirkt haben, was ein 2-Ertragsfeld ist. Es dauert halt wieder eine Runde länger für den Scout, aber das bin ich gewillt zu verkraften, wenn ich dafür in 6 Runden schon auf 3 Einwohnern bin. Ne? Also wie gesagt, 3-Ertrag am Anfang wirken, immer besser als 2-Ertrag zu wirken. Egal wie das aussieht, selbst wenn das hier ein 1-2er-Feld wäre, so ein Schafsfeld zum Beispiel. Würde ich machen, auf jeden Fall. Weil early, da ist wirklich jeder Punkt, den man kriegt, wichtig. Und das sind halt 3 Erträge hier, deswegen machen wir das. Und da dann auch mal mit Gold wirklich ein Geländefeld kaufen. Das ist auf Dauer dann wirklich super dankbar. Will ich da jetzt weiter runter mit dem Krieger? Ich glaube eher nicht. Wirklich. Ja, wir gucken mal. Einmal Runde raus. Dann nehmen wir uns mal unsere Ruine hier mit. Da ist mal Bahnlage. Wie schön, das ist noch mehr Salz. Das ist ziemlich geil. Das ist so viel Salz an einem Start zu haben. Das hätte ich gerne mal in einem normalen Spiel. Das ist wirklich super ertragreich. So, und wir haben Upgrade gekriegt. Das ist ziemlich geil, wenn wir das auf einem Scout haben. Und das haben wir. Er hat sich da gerade auch ein Upgrade gegönnt zum Speerkämpfer. Gehe ich halt hier runter, wenn er da links alles wegnimmt. Ist mir egal, Schakka. Klau mir halt alle Ruinen. Ja, das hier bedeutet nämlich, dass wir jetzt einen Archer haben, also einen Bogenschützen, mit Scout-Movement. Das heißt, er kann sich immer noch bewegen wie ein Scout. Hier einfach rüberrennen über die Hügel und so weiter, als wäre das Flachland. Und wir können ihn halt auch immer weiter upgraden, ne? Kompo, Armbrustschütze, Gatling-Kanone, ist gar kein Problem. Und der bewegt sich immer noch so. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Das sind somit die wertvollsten Einheiten im Spiel. Die dürfen wir nicht sterben lassen. Und ist halt einfach super gut, um einfach Dinge zu tun wie Krieg führen, Sachen klauen, wegrennen, reinrennen. Das kann der alles. Ne, das ist so sein Ding. So, nächste Runde haben wir Keramik fertig. Speer, der nächste dauert noch ein bisschen. Ich baue den trotzdem noch fertig. 2 Speer zu haben ist ganz dankbar. Wenn wir den Schrein jetzt ein bisschen später deswegen kriegen, ist es halt so. Das passt aber schon. So, ich geh mal hier hoch, da ist noch mehr Salz. Das ist ja, tolle Map ist es. Wie froh, dass ich hier gespawnt bin, nicht der Schakka. Ich find's hier ganz schön so bei mir zu Hause. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als zweites forschen. Um das Salz zu verbessern, brauchen wir Bergbau, aber es dauert bestimmt noch ein paar Runden, bis wir an Salz rankommen. Also unsere Grenzausdehnung ist erstmal schon auf einem guten Weg hierhin, danach können wir das Salzfeld direkt kaufen. Aber ich denke, wir schaffen es noch, Tierzucht zwischenzuschieben. Generell, wenn das Salz jetzt schon in Reichweite wäre, wäre Bergbau auf jeden Fall keine schlechte Idee. Aber vorher Tierzucht zu nehmen ist durchaus sinnvoll, weil wir dadurch halt Pferde auf der Map sehen, dadurch werden Geländefelder besser. Wenn jetzt zum Beispiel auf dem Ebenenfeld hier Pferde sind, kriegen wir da eine Produktion mit dazu, die wir nicht hätten, wenn wir die Pferde nicht sehen können. Und dafür ist Tierzucht early halt ziemlich gut.
Zeitgleich können wir damit halt auch Weideländer bauen. Falls wir sowas schon da hätten, haben wir nicht, ist nicht so wichtig. Karawanen auch ein bisschen später erst wichtig und Handelsrouten an sich durchzuführen. Also die erste, ja, auch am Anfang noch nicht so ganz wichtig. Das wird ein bisschen später wichtig. Hauptsächlich machst du das, damit du Pferde early sehen kannst und weil das halt hier an zwei anderen Tags dranhängt, dem Rad und Fallenstellen, zwei Sachen, die man auch braucht. Zum Beispiel Fallenstellen, wir brauchen das dringend, leider. Aber ist halt so, macht man halt so. Deswegen ist Tierzucht oft die gute zweite Tag. Also ich denke, so 9 von 10 Spielen sind die ersten beiden Tags, die man eigentlich mitnimmt. Genau das, was wir gerade gemacht haben, ne? Keramik-Tierzucht, dann hast du das. Manchmal andersrum, Attila nimmt es gratis mit. Ne, mal ist halt so. Ja, aber mehr Informationen für die Karte zu kriegen, heißt mehr Informationen über das Gesamtspiel zu kriegen. Und deswegen ist es ziemlich gut, Tierzucht mitzunehmen. Also wir lassen unseren Scouter jetzt nochmal Scout sein, fertig werden. Ja, er will hier auch runter scouten. Das kannst du aber vergessen, Schaka. Ich bin da unten auf jeden Fall schneller da als du. Scouten hier mal nach links. Das ist ein ziemlich schwieriges Gelände. Gut, dass das ein Scout-Bogenschütze ist. Der kommt da durch. Das Barbarenlager hier ignorieren wir erstmal gekonnt. Weil selbst wenn er meine Stadt angeht, ich habe da noch gar nichts, was er kaputt machen kann. Das ist erstmal völlig Wumme. Scouten ist wichtiger, also gehen wir erstmal scouten. Und den Rest schauen wir uns dann später an. So, genau. Und ja, ansonsten haben wir gerade nicht viel zu tun. Drücken die Runden erstmal ein bisschen raus. So, da ist unser nächster Scout. Jetzt auf jeden Fall den Schrein. Das war ja der Plan. 8 Runden. Das wird gleich noch ein bisschen schneller, wenn wir da mal wachsen. So, und dann wollen wir weiter scouten. Der Trick ist es immer über Hügel zu laufen, wenn es geht, wenn man dann doppelte Sichtweite hat. Dann kannst du auch gleich 2 Ruinen in einem Zug finden. Wir nehmen erstmal die untere mit. Den lasse ich da oben mal die Tundra abklappern. Da oben waren auch keine auf jeden Fall. Ich bin jetzt nämlich am Nordzipfel. Und du gehst hier runter. Ach du Scheiße, Lake Victoria. Schade, dass Valletta die einzieht. Lake Victoria ist eines der besten Naturwunder im Spiel. Hat 6 Nahrung drauf, flat und zählt als See. Das heißt, rundherum hat man Süßwasserfelder, wo man Bauernhöfe draufbauen kann, die mit öffentlicher Verwaltung mehr Nahrung haben. Das ist mega gut. Das Problem ist, Valletta wird dieses Feld sehr, sehr schnell einziehen, weil es halt nur 2 Felder von deren Stadt weg ist. Und um da ran zu gründen selber, müssten wir halt irgendwie hier direkt da dran. Das geht aber nicht, weil wir in 3 Reichweite von Valletta sind. Also ist das für uns absolut unzugänglich, das Naturwunder. Außer wir nehmen Valletta ein, aber Valletta ist nicht die begehrenswerteste Stadt, will ich jetzt mal sagen. Das heißt, der Naturwunder ist praktisch aus dem Spiel raus, mehr oder weniger. Außer man will Valletta wirklich haben. Das ist so eine Überlegung. Das könnte man early machen, aber dafür haben wir hier viel zu gutes Gelände, als dass wir uns mit irgendwelchen Stadtstaaten anlegen. Dann lieber anfreunden mit denen, das passt schon. Also es ist nicht so ganz wichtig. Das passiert oft, dass gute Naturwunder in Stadtstaaten spawnen und dann hat man die halt so unzugänglich. Aber die dafür einzunehmen, das macht man nur, wenn das Gelände drumherum auch gut ist. Und das Gelände ist einfach absoluter Kackdschungel. Und deswegen machen wir das auf keinen Fall. Ja, schade, aber das war der Lake Victoria. Den werden wir wohl nicht benutzen. So, denn dann, Runde raus. Und wir gucken mal weiter. Wir versuchen jetzt erstmal unser Pantheon zu kriegen. Ja, natürlich scoutet er da jetzt noch andersrum. Ja, natürlich haben wir hier den... Oh, wei, wir kriegen die Ruine, sehr schön. Genau, dann gehe ich hier oben noch hin. Dann noch eine, sehr schön. Wie gesagt, wenn man in alle möglichen Richtungen gleichzeitig scoutet, ne, so einen nach unten, einen nach oben, einen nach links, da findet man halt viele Ruinen ziemlich early und klappert die auch ziemlich effizient ab. Wir wachsen nächste Runde. Und was das bedeutet, ist, dass ich diese Ruine jetzt nicht mitnehmen werde. Das hat folgenden Hintergrund. Es kann ja sein, dass wir eine Population-Ruine mitnehmen. Also eine Ruine, wo wir einen gratis Burger kriegen. Die willst du eigentlich immer genau dann mitnehmen, wenn du gerade gewachsen bist. Weil wenn wir jetzt auf 3 wachsen, die mitnehmen wir instant 4 Burger. Das ist 1000-mal geiler, als jetzt auf 3 zu wachsen und dann irgendwie mit... Warte, wie viel Nahrung haben wir da gerade? Überschuss... 22, mit 22 Überschuss auf dem 3. Burger zu sitzen, weil dann bist du garantiert nicht so schnell am 4. Burger, als wenn du den jetzt einfach wachsen lässt und dann mit einem Überschuss auf dem 4. Burger sitzt. Das ist halt einfach viel besser. Ne, weil jetzt momentan würde uns das halt, ja, 2 plus 22, also 24 Nahrung, allgemein, ne, das, was der Burger hier kostet. Und es bringt einfach mehr, wenn man den nächsten Burger das machen lässt, ne, weil die werden ja proportional teurer, die Burger. Und dann ist es halt gut, das genau zu machen, wenn man gerade gewachsen ist, wenn man da am meisten rausholt. Und man weiß gar nicht, ob die Ruine das jetzt beherbergt, aber die ist safe. Da ist niemand in Reichweite, der die wegnehmen könnte. Also warten wir jetzt einfach eine Runde und nehmen die nächste Runde mit. Genau das ist jetzt der Plan. Und wir nehmen nächste Runde 2 Ruinen mit, die da unten dann die Runde drauf. Hoppala, jetzt bin ich einmal rausgetappt. Das wollte ich nicht. Passiert. So, genau. Und deswegen schauen wir mal. Drücken die Runde raus und dann gleich auf 3 Einwohnern. Müssen da gleich auch einen Burger zuteilen. Wie lange dauert es, bis unsere Grenzen sich ausdehnen? 4 Runden noch. Ja, am Anfang ist das langsam, wenn man... Tradition dann aufgemacht hat, wird es schneller, wenn man dann 4 Kultur hat. Also das ist 4-mal so schnell wie jetzt. Und dann merkt man den Unterschied schon deutlich. Also wir gucken mal. Einmal wachsen bitte. Da ist Genghis Khan und Shaka. Mensch, Heiligsblechle. Ach, kommt er da von links? Ja, freundlich. Dann nehmen wir ihm auf jeden Fall jetzt gleich erstmal die Ruine weg. Ich gehe jetzt einmal ein. Dann, na komm, wir nehmen erstmal die Ruine. Und es war eine Kulturruine, sehr schön. Können wir Tradition aufmachen. Hier mit dem kleinen Trick. Einmal oben draufklicken, direkt aufmachen. Dann muss man nicht eine Runde warten dafür. Die Ruine schnappe ich mir auch, da kommt er nicht ran vor mir. Nehmen wir die Ruine hier. Gratis Tag, sehr schön.
Schrift nehme ich immer sehr gerne aus Ruinen mit. Das zu forschen ist immer so ein bisschen lästig, weil das immer sich so ein bisschen damit beißt, welche Geländefelder man halt erstmal verbessern muss. Weil wir müssen halt erstmal so Sachen taggen wie hier Bergbau muss man noch taggen, wir müssen irgendwann mal Fallenstellen taggen und Schrift muss man aber auch dringend haben für die Bibliotheken, die halt in der zweiten Stadt nicht unbedingt, aber in der dritten Stadt auf jeden Fall das erste Gebäude sein muss, weil man sonst viel zu spät an die staatliche Hochschule kommt, die man als erstes Hauptziel eigentlich hat im Spiel. Das ist hier bei Philosophie drin, staatliche Hochschule. 50% Wissenschaft und 3 Wissenschaft flat in der Hauptstadt logischerweise, außer deine Hauptstadt hat nur 3 Einwohner und dann in der zweiten Stadt irgendwie 10, dann in der Zweitstadt. Aber ja, das ist so das Hauptgebäude, was wir erstmal ans Ziel fassen sollen. Und das muss so früh wie möglich, denn je früher man das baut, desto mehr hat man davon und desto besser steht man im Early Game da. Und naja, das braucht halt eine Bibliothek in allen deinen Städten, aber gleichzeitig kannst du halt nicht einfach das Ding in der Hauptstadt bauen und dann erst deine Städte gründen, weil das dann viel zu spät ist, halt die anderen Städte zu gründen, dann sind die ganzen guten Spots weg. Das heißt, man muss so ein bisschen den Sweet Spot finden und der Sweet Spot ist meistens 3 Städte haben, dann die Bibs haben, dann das Ding bauen und dann noch 2 Städte gründen. Das ist so ein bisschen so das Optimum, aber das kann natürlich nicht jedes Game so laufen, aber das ist so ein bisschen das, was man so als groben Normrichtwert so vorgeben kann und dann plus minus 1-2 Städte, ja. Am besten nicht minus 2 Städte, dann hat man nämlich doch nur wieder nur eine. Ein bisschen kacke. Ja, aber ihr wisst, was ich sagen will. Also dann eher plus. Dann eher plus als minus. So, genau, unser neuer Einwohner, der sitzt auf 1-1. Das macht den Schrein schneller, oder? Ja. Yep. Dann machen wir das sogar fürs Erste. Weil ich den Schrein so früh wie möglich haben will, damit wir halt auch eine gute Chance auf ein gutes Pantheon haben. Weil Pantheons werden nicht nur schlechter, weil die guten weggenommen werden, sondern auch teurer, wenn wir die halt später haben. Also wenn jetzt jemand ein Pantheon gründet, das erste kostet 10 Glauben. Dann kostet das zweite 15 und danach 20 und so weiter und so fort. Und wir wollen nicht das Pantheon mitnehmen, was 40 kostet. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Ja, ja, ziemlich blöd. Wobei es sind 6 Spieler auf der Map, ne? Dann kostet das teuerste 35. Ja, trotzdem, ich will nicht 35 Glaube in Pantheon stecken. Das ist blöd. Ich will da 10 reinstecken, wenn es geht. Wir gucken mal. So, nächste Runde. Ja, willst du mir die Ruine wegnehmen, ne? Das kannst du vergessen, das ist meine. Ich habe mich um dich rumbewegt. Das sind meine 50 Gold. Leck mich, Schacker. So, hier ist nichts mehr. Reizend. Ach, der Penner nimmt mir die Ruine sogar mit. Ja, die kriege ich jetzt nicht mehr. Gehe ich unten rum, weil die nimmt er auf jeden Fall jetzt zwischen den Runden mit. Die KI weiß auch, wo die Ruinen sind und laufen einfach strategisch drauf zu. Wir können jetzt aber unser Salzfeld kaufen. So können wir das 1-1 mal auf ein 2-1 und ein Goldfeld stellen. So gut ist Salz, ne? Schaut euch das mal an. So gut ist Salz. Nächste Runde mal Tierzucht. Jetzt auf jeden Fall Bergbau dranhängen als nächstes, weil wir müssen unser Salz verbessern. Ich chain das schon mal. Das kannst du machen, wenn du Shift gedrückt hältst und draufklickst. Dann hast du, ich kann es ja auswählen. Dann kann ich sagen, ja, Tierzucht, Mining. Könnte ich sagen, direkt danach Archery. Das kann man einfach so chainen. Da muss man nicht irgendwie jedes Mal eine Tag auswählen, sondern kann einfach schon sagen, was man haben will. Oder man kann halt schon auf eine Tag, die man gar nicht erforschen kann, klicken. Da, Mathematik, dann nimmt er den schnellsten Pfad da rein. Aber jetzt machen wir zum Beispiel Tierzucht, Bogenschießen, das Rad, Mathematik. Es kann ja auch sein, dass man haben will, irgendwie erst Bogenschießen, dann Tierzucht. Dann irgendwie noch das Rad, dann aber nicht Mathematik, sondern dann erst Bergbau und dann Mathematik. Das kann man dann mit den Shift-Klicks genauso machen, wie man es haben will. Und das ist meistens besser. So, machen wir das mal so. Das ist nämlich eigentlich jetzt so der Plan. Guti. Ja, ich glaube, das mit den Ruinen hat sich jetzt so ein bisschen gegessen, weil wir haben die Gegner zu nah auf uns dran sitzen. Aber soll's. Ich werde mit dem Scout da nicht... War ich da runter? Kann sein, dass Shaka da nicht gescoutet hat, wenn er doof ist. Passiert dem Besten. Und hier will ich eigentlich auch noch hoch. Ja... Ist halt die Frage, ob ich denke, dass eher hier oder hier was ist. Und ich denke, wenn hier was ist, ist es wahrscheinlicher, dass es noch da ist, als wenn hier was ist. Deswegen glaube ich, laufe ich erstmal nach links. Das ist der Plan. So, weil er halt kein anderer Spieler ist, während da sitzt Shaka. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt weiter runterlaufen will. Antwort wahrscheinlich eher nicht, weil Shaka da jetzt runterläuft und der kriegt alles vor mir. Genauso wie ich jetzt hier halt zuerst dahin kann. Es ist halt immer die Frage, wo kann man vor den anderen sein? Und die Antwort ist meistens da, wo noch keiner war. Er hat jetzt so ein bisschen so eine ja klar, true Antwort, aber... Das ist so ein bisschen der Tipp, den ich euch geben kann. Geht halt dahin, wo noch keiner war, dann findet ihr auch Zeug. Das ist halt so. Deswegen werde ich jetzt mit dem hier auch hier unten rechts durchlaufen, weil ich denke, hier zwischen uns, da ist, wenn hier kein Spieler ist, auf jeden Fall noch Zeug zu holen. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. So, nächste Runde. Aber momentan haben wir halt noch nicht so viel zu tun. Wir scouten hauptsächlich. Am Anfang ist Scouten das Wichtigste. Das, was man in den Städten macht, ist am Anfang, also Stadtstaat. Antwerpen. Den hat noch keiner gefunden, siehst du? Siehst du? Sag ich, da war noch keiner. Aber ich glaube, mit dir laufe ich eher da hoch. Ich glaube, da runter zu laufen ist jetzt. Ja, ist vielleicht noch ein Stadtstaat unten, ne? Aber. Ist, glaube ich, auch nicht so mein Mittel von. Weil ich mal auf den Hügeln, sehen wir mehr. Da könnte noch eine Ruine sein. Links im Schnee können keine Ruinen spawnen. Das heißt, weiter nördlich brauchen wir nicht gucken. Ansonsten haben wir hier oben alles gesehen. Bei Antwerpen vorbeilaufen, will ich das? Ich glaube, das will ich sogar, weil hier noch keiner dran war. Können hier auf jeden Fall in Reichweite von Antwerpen noch Ruinen sein. Nicht direkt daneben, das kann nicht sein, dass direkt neben einem Stadtstaat eine Ruine spawnt, aber 2 Felder weit weg, das ist möglich. Weil Ruinen sind wie Barbarenlager. Die werden spawnen da, wenn die Map generiert wird, da, wo noch nichts ist.
Genau, und da kann halt nichts spawnen in Reichweite der Stadtstadt, wo das Stadtstadt hingucken kann. Also ein Feld Reichweite um jede Stadt rum ist ja Sicht von dieser Stadt aus. Und das heißt, da können auch dann keine Ruinen spawnen. Also, nächste Runde. So, da ist aber nicht wirklich was, nee. Nee, ich laufe hier trotzdem noch runter. Das ist ein bisschen blöd, dass ich einmal so hin und her gemoved bin. Ich glaube, ich will da runter. Hier ist nichts. Schade. Haben wir halt Pech gehabt. So. Dann nächste Runde. Ist der Schrein fertig? Generieren wir auch mal Glauben. Wie schön. Was ich jetzt machen werde, ist mich hier einmal noch einen bewegen. Und dann knalle ich diesen Barbaren ab. Weil wenn man einen Barbaren im Stadtstaatgebiet oder einen da in Reichweite abknallt, dann kriegt man 12 Einfluss bei dem Stadtstaat. Und wenn man sich bei Stadtstaaten einschleimt, kann man später Sachen generieren. Das ist ein kaufmännischer Stadtstaat. Da kriegen wir Zufriedenheit durch. Und ich wette, das verfällt, bevor sich das überhaupt irgendwie rechnet. Aber man kann es ja mal machen. Wir sind schon fast auf 4 Einwohnern. Das könnte dazu führen, dass wir einen Siedler bauen können, bevor wir einen Bautrupp bauen. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal einen Bautrupp. Bum, 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 bum. Kann ich mir das zweite Salz leisten? Yep, kann ich. Dann gehen wir mal so. Dauert es 4 Runden, müssen wir wachsen, aber dann dauert der Bautrupp nicht ganz so lange. Da müssen wir schauen, dass wir unser Salz auch verbessert kriegen. So, genau. Und du gehst einmal dahin. Dass wir sehen, ob da Seeressourcen sind. Dann läufst du mir hier mal oben rum. Da ist ein Barbarenlager. Ja, das wissen wir ja. Das ist jetzt nicht so ganz interessant. Das werden wir dann gleich einfach abhalten mit unserem einen Bogenschützen. So. Genau, das ist unsere nächste Sozialpolitik. Was man hier gängigerweise macht, wenn man Tradition spielt, ist, man geht auf Oligarchie. Nicht, weil es die allergeilste Sozialpolitik ist, sondern weil man hier runter will. Legalismus für die gratis Monumente ist erstmal sehr, sehr zentral. Und Aristokratie macht man nur, wenn man ganz, ganz early Wunder rushen will, so früh. Und das will man eigentlich nicht. Da ist Schweden. Hi Schweden. Geht's dir gut? Mir auch nicht. Super. Der hat einen Bautrupp und keine Einheiten da. Das ist meistens so ein Zeichen für, nimm dir den Bautrupp, aber der ist ein bisschen arg doll weit weg von uns. Deswegen ist es wahrscheinlich doch kein Zeichen dafür. Ich gucke erstmal, was hier um Antwerpen noch so ist. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Schönes. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich will sehen, was da ist. Damit wir halt ein bisschen mehr Info haben, wo wir was machen können. Genau. Generell ist auf 4 Einwohnern auch so der Sweet Spot, wenn man anfangen kann, Siedler zu spammen, weil man dann halt ungefähr die Produktion hat, dass es halt nicht mehr als 10 Runden dauert, sondern so 10 oder vielleicht sogar weniger. Bei uns wären es wahrscheinlich eher doch 10, vielleicht sogar 11, weil wir halt keine guten Produktionsfelder haben mit mehr als 1 Produktion. Wenn wir das Salz verbessern, wird das schon. Deswegen erstmal ein Bautrupp, weil unser Gelände sehr produktionsarm ist und Bautrupps das wirklich ändern können in der Situation. Das Gute ist, das wird nicht so bleiben, weil wir durchaus viel Ebene haben und Ebene ist dann doch immer so ein bisschen dankbar, weil jedes einzelne Feld dafür noch eine Produktion drauf hat. Grasland ist richtig übel. Grasland führt zwar dazu, dass ihr super schnell wächst, aber Grasland führt auch super gerne dazu, dass ihr einfach keine Produktion habt. Und das haben wir nicht, das Problem, Gott sei Dank. Ebene ist meistens besser als Grasland, vor allem wenn man noch einen Fluss drin hat, weil man dann 3 Nahrung, 1 Produktionsfelder hat mit öffentlicher Verwaltung. Deswegen, da ist Ebene dann doch ein bisschen wünschenswerter als Grasland, aber nicht so unbedingt so viel mehr. Schweden ist aber auch interessant gespawnt hier und auf so einem richtigen Landzipfel. Ich will das mal sehen hier. Hier ist auch direkt Tundra. Ist so absolut seltsam. Ja, mit dir wollte ich ja eigentlich hier links lang. Ich glaube, der Barbar lässt mich da jetzt auch durch, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal. So, hier unten gehe ich noch einmal rum und antworten. Vielleicht haben wir Glück, auf der Landzunge hier ist noch was. Wahrscheinlich auch nicht, aber man kann ja mal gucken. Und danach wird der hier an die Hauptstadt gehen, um da zu verteidigen, weil das Barbarenlage hier früher oder später Stress machen wird. Und mit dem Speer werde ich dann oben rum scouten. Da werde ich dann wahrscheinlich Genghis Khans Hauptstadt finden und dann wird da nichts mehr sein. Wie gesagt, enge Map, wenig zu tun. Aber wir haben zumindest ein paar Ruinen mitgenommen. Hatten eine Kulturruine und einen Tech. Das ist schon durchaus wünschenswert. Ein Einheiten-Upgrade von einem Scout. Also meckern kann ich nicht. War jetzt nicht das besonders beste Ruinen-Game, aber auch nicht das schlechteste. Aber in einem Salzstaat mit so viel Salz, wie wir das hier haben, darfst du nicht meckern. Also passt das schon. Durchaus. So. Drücken wir mal raus. Wir wollen ja erstmal unseren Bautrupp fertig kriegen. Das ist am Anfang immer so ein bisschen zähflüssig, das Spiel. Ich will sagen, das dauert immer so ein Weilchen, bis man da sein Zeug hat. Wir können jetzt auf jeden Fall Salz verbessern, wenn wir wollen. Wir brauchen halt erstmal einen Bautrupp dafür. Hier ist nochmal ein Barbarenlager. Da werden wir wahrscheinlich eine Quest für kriegen. Da unten geht es nämlich doch noch durch. Schaut mal. Und hier unten wird sich wahrscheinlich gerade der Zulu alles schnappen. Das heißt, da werden wir nichts mehr finden. Aber weil auch kein Geländefeld verbessert ist, können wir den einfach hier abknallen. Das interessiert uns einfach überhaupt nicht, wenn da Early-Barbaren unterwegs sind. Jetzt hätte ich gerne Bogenschießen, weil wir brauchen Bogenschützen halt, das ist unser Hauptmilitär, so ganz early. Und außerdem brauchen wir das, um an halt gewisse Kerntexte zu kommen, für Wassermühlen, für Mathematik, um in die Klassik zu kommen. Allgemein ist das hier auf dem Pfad zur öffentlichen Verwaltung, was ja auch erstmal sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen ist Bogenschießen early ziemlich gut. Außerdem ist es billiger als die anderen Tags, ne? Es geht ja auch schneller. Deswegen ist das ganz dankbar. Kann man mal machen. Wir brauchen dann früher oder später noch Trapping. Aber wir müssen erstmal unser Salz verbessern. Und man kann ja schon mal rundherum gucken, wo gründen wir Städte. Wahrscheinlich hier eine, bei dem Edelstein. Das heißt, nochmal eine Bergbauressource. Dafür brauchen wir keine andere Tech. Wahrscheinlich hier oben bei dem ganzen Salz. Na, auch alles Bergbau. Kann man noch verhandeln später. Auch keine weiteren Techs. Die einzige Tech, die wir momentan noch brauchen, um hier irgendwas zu verbessern, ist halt Fallenstellen für das Elfenbein. Und das können wir noch so ein bisschen schieben. Vielleicht für die Steine dann später Steinmetzkunst. Aber das können wir auch schieben. Und gesagt, da sind wir momentan ein bisschen gut aufgestellt. Das ist das erste Pantheon weg. Ein Kultur von Dschungel. Jetzt kostet es 15, ja.
Und wenn wir Pech haben, wird das jetzt immer und immer wieder passieren, müssen wir 35 bezahlen. Aber das ist eben mal so. Und im Singleplayer ist das meistens noch schlimmer, weil die KI ja schummelt und die starten ja mit Keramik, wenn man mindestens auf 5 spielt. Wir spielen ja gerade auf 5. Das heißt, die können vom Zug 1 an den Schreinen bauen und tun das halt auch, ne? Und deswegen ist man meistens immer sehr spät dran mit dem Pantheon im Singleplayer. Im Multiplayer hängt es meistens von seinem Spawn ab, aber hier steckt's nicht drin. Ist halt so. So, 1, 1 und 2 Gold. Wir können natürlich schneller wachsen. 11 Runden bis zum Wachstum ist gar nicht mehr so. Könnten wir auf 5 wachsen, bevor wir Siedler bauen. Das wäre ein bisschen dekadent gerade, ne? Das wäre ein bisschen spät für Siedler, aber würde uns halt helfen. Das würde uns durchaus helfen, allgemein mal ein bisschen Zeug zu generieren. Generell will ich aber direkt nach dem Bautrupps mit den Siedlern anfangen, sonst sind die zu spät. Also nehme ich erstmal das Gold hier mit. Gold schadet ja nicht. Und halt, ja, nicht das 3-Ertragsfeld. Jetzt ist es nämlich wirklich so, ich will den Bautrupp jetzt schnell fertig kriegen, so schnell wie es geht. Ich bin auf 4 Einwohner und dann werden wirklich Siedler gespammt. Das ist so mein Ziel gerade. Was wir auch machen können, ist, Antwerpen ist drauf 3 Einwohner. Die haben zwar kaum Produktion, aber die werden wahrscheinlich früher oder später einen Bautrupp generieren. Den im Bautrupp abzwacken und den benutzen, um unser ganzes Salz und das ganze andere Zeug zu verbessern. Einen Bautrupp pro Spiel kann man von Stadtstaaten klauen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte, außer dass die halt auf minus 60 sind für die Kriegserklärung kurz. Wenn man das mehrfach macht, dann hat man den rastenden Einfluss hier, nicht auf 0, sondern auf minus 20 bei vielen Stadtstaaten, was dazu führt, dass man halt natürlich viel mehr investieren muss, um sich mit Stadtstaaten zu verbünden. Das will man nicht und deswegen macht man das halt exakt einmal, wenn man es macht. Manchmal auch gar nicht. Und Tribut fordern löst das übrigens nicht aus, also man kann so viel Tribut fordern, wie man will. Tribut fordern führt nur dazu, dass andere Spieler eine Quest kriegen, dass man denen Geld schenken soll und dadurch können sie Einfluss gewinnen. Aber wenn ihr Tribut von einem Stadtstaat fordert, dann ist es meistens eh keiner von den Stadtstaaten, von denen ihr halt überhaupt irgendwie Einfluss selber haben wollt. Jetzt komme ich hier nicht durch, ne? Ja, freundlich von dir. Ich laufe doch mal an Schweden vorbei mit meinem Krieger hier oben. Die Ruine ist natürlich weg. Da ist noch Marmor, das ist ziemlich interessant. Marmor ist durchaus eine gute Ressource. Geh einmal hier noch lang. Dann nehmen wir mal ab, der ist tot. Genau, mit dem Bogenschützen werden wir dann gleich unseren Bautrupp so ein bisschen verteidigen. Damit wir halt eben nicht das Problem haben, dass der direkt von Barbaren gestohlen wird oder dass unser Salz hier direkt geplündert wird, nachdem wir es verbessert haben, weil das Lager ist direkt hier neben, deswegen wird er jetzt da mal hochgehen und sich drum kümmern. Weil wenn er sich nicht drum kümmert, guck, der Welek Victoria ist übrigens auch ganz tausend Gedankengänge. Ja, also zuerst hier oben beim Barbarenlager zu Ende argumentiert. Wenn ich mich da nicht drum kümmere, wird mein Bautrupp geklaut, dann wird mein Salz geplündert und dann habe ich gar nichts davon, dass ich das jetzt hier mache, hätte ich direkt einen Siedler bauen können, der dann auch geklaut wird. Deswegen kümmern wir uns da jetzt drum. Gedankengang hier unten, seht ihr, der Lake Victoria ist weg, es wird sich nicht gelohnt, hier hinzusetteln. Wir schaffen das hier überhaupt gar nicht zeitlich und wenn, dann müssten wir Valletta einnehmen, oder? Das ist halt nicht Sinn der Sache. Es wäre gut, wenn man Valletta abreißen könnte und dann einen besseren Spot setteln könnte, wie diesen Hügel hier. Oder irgendwie Coastal sogar, dass man halt auch ein bisschen Küstenstädte hat. Und, oder hier eine Kanalstadt wäre ziemlich geil. Kann man durchfahren und alles Mögliche machen. Kann man auch Schweden angreifen, das wäre ziemlich gut. Aber da man Stadtstaaten, die man einem nicht abreißen kann, ja, können wir das vergessen. Komplett. Ist egal. Ist komplett aus dem Spiel. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, und deswegen kümmern wir uns erstmal darum, unsere Militärtech erstmal mit Archery aufzustellen. Überhaupt erstmal ein bisschen Base-Game fahren zu lassen. Und wir ignorieren, dass das da unten überhaupt passiert ist. Wir könnten ihm jetzt den Bautrupp klauen, wenn wir Bock hätten. Das Problem ist, die Stadt hat 18 Angriffe und wir wissen, dass er hier einen Krieger hat. Das heißt, Hügelstadt macht mehr Schaden, schießt uns ab, der Krieger greift uns an, wenn wir Pech haben, kommen wir da nicht mehr weg. Vor allem kriegen wir das auch nicht geflohen, weil wenn wir jetzt hier auf dem Feld stehen, wo der Bautrupp ist, flankt uns die Stadt und wir könnten maximal bis hier laufen, da kann uns die Stadt immer noch abschießen. Das heißt, wir kriegen den Bautrupp dann niemals raus, also ist das hier in dem Fall keine Option, den Bautrupp zu tun. Das ist ein Stadtstaat, das ist schön. So, wir laufen mal hier nach links, vielleicht ist da noch was da, das ist Genghis Khan, schau doch mal. Ja, jetzt noch das eine Feld hier, das ist nochmal Grasland. Ja, besser man hat es gesehen, vielleicht wäre da ja nochmal eine Luxusressource gewesen oder so, man weiß es ja nicht. Wissen ist besser als nicht wissen, ne? So, und dann freunden wir uns gleich mal mit den Stadtstaaten hier an. Und damit meine ich, wir lernen sie einfach mal kennen. So, vielleicht ein Religiöser, weiße Grenze kann oft Jerusalem sein, ist Bratislava. 15 Gold und ja, Schweden verteidigt die schon. Es ist mir völlig egal, ob du das machst, ich freue mich über die 15 Gold und dann gehe ich hier oben rum. Einfach mal oben um Genghis Khan rumlaufen, der kennt uns ja schon. Vielleicht finde ich da oben noch Ressourcen. So, jetzt können wir uns hier oben langsam mal mit die Barbaren. Jetzt nerven sie langsam. 200 ist unser Bautrupp fertig. Da müssen wir jetzt ran. Genau, und währenddessen scouten wir weiter. Wir bauen unseren Bautrupp fertig und dann werden Siedler gebaut. Weil man muss so früh wie möglich expandieren und das ist jetzt genau der Punkt dann, wenn der Bautrupp fertig ist. Außerdem blockiert er jetzt meinen Salz. Was soll denn das? Hallo, das ist mein Salz und ich will dieses Feld eigentlich gerne benutzen. Jetzt nehme ich alternativ so einen Kack hier mit. Jetzt müssen wir es mal neu verteilen. Das, das, das und Salz. Super, toll. So, dann wachsen wir nicht in 37 Runden, sondern in 13 und haben immer noch die eine Runde bis zum Bautrupp. Perfekt. So, was forschen wir als nächstes? Gute Frage. Wir könnten Bronzeverarbeitung machen. Wenn wir Olivin angreifen würden, ist das ziemlich gut mit den Speerkämpfern. Wäre das nicht Singleplayer auf über 4, wäre der Speerkämpfer auch super gut, um von Stadtstaat Tribut zu fordern, weil da geht es darum, wer am meisten Militär hat. Mini-Militär zählt da am meisten 11 Kampfstärke, verglichen mit 5 von einem Bogenschützen. Also da gezählt halt immer die Nahkampfkampfstärke für sowas.
Wird dann berechnet und dann kann man wirklich sagen, ja, ich habe einen Speerkämpfer, ja, gebt mir alle euer Gold von den Stadtstaaten. Im Multiplayer funktioniert das super gut. Im Singleplayer kannst du das vergessen, wenn du über Prinz spielst. Also ist das für uns keine Option. Worum es mir hier gehen würde, ist, dass wir Eisen auf der Karte sehen. Wenn man Glück hat, ist hier viel Eisen um einen rum und dann werden die Geländefelder viel besser. Das gleiche Argument wie bei den Pferden. Wir haben hier übrigens Pferde. Leider nicht ganz in Reichweite unserer Stadt. Aber wenn wir hier noch eine zweite Stadt gründen an das andere Salz ran, nehmen wir die Pferde noch mit. Also definitiv wünschenswert, das werden wir auch tun. Das ist eine Option. Alternativ das Rad, ne? Chariot Archer sind so die beste Einheit der Antike, kann man schon sagen. Und damit kann man Early jemanden ziemlich heftig wegrushen. Das heißt, die Option überhaupt zu haben, ist sehr, sehr gut. Dafür braucht man halt Pferde, haben wir momentan nicht in Reichweite. Hier sind auch nur zwei Pferde hier. Hier sind nochmal mehr, vier. Wir schaffen irgendwie dazwischen zu setteln, um beides mitzunehmen, wäre das gut. Vielleicht auf den Hügel hier. Kommst du an das Salz an, dann das hier, an das Weizen. Aber nicht mehr in die Pferde hier unten, nee. Ja, das ist, glaube ich, kein guter Spot hier irgendwo dazwischen. Müssen wir uns, glaube ich, entscheiden dann. Ah, sehen wir dann. Ja. Kalender, wenn man Stonehenge bauen will, aber wir kriegen anderweitig eine Religion raus, weil wenn wir Wüstenfolklore als Pantheon mitnehmen, sind wir ausgesorgt, weil wir hier sehr, sehr viel Wüste haben. Hier und hier oben für den Expand auch, also passt es schon. Also wir brauchen Stonehenge nicht für eine Religion. Das ist immer eine Option wert, wenn man sich denkt, ja gut, ich habe jetzt hier ein Pantheon, wir haben zum Beispiel, sagen wir mal, wir hätten jetzt 5 solche Weizenfelder hier, das ist sehr viel Wachstum, und dann gibt es ein Pantheon mit +1 Nahrung von Weizen, Bananen und Zitrus, dann hätten wir noch mehr Wachstum, dann würden wir wie aus dem Boden sprießen, da würde gar keiner mit unserem Wachstum mithalten können, dann nimmst du das Wachstumspantheon und dann baust du Stonehenge, um trotzdem eine Religion zu kriegen, um dein Pantheon zu halten und um eine Religion zu haben. Das ist eine viable Taktik dann, aber das ist bei uns im Spiel momentan absolut kein Thema und deswegen ist Kalender momentan sinnlos, weil wir auch keine Luxusressourcen haben, die sich mit Kalender verbessern lassen. Ich meine, wir haben hier drüben Zucker, ja, da ist aber ein bisschen arg doll auf Chaka drauf, ja. Dann haben wir auf jeden Fall Konflikt mit Chaka. Außerdem wird er das wahrscheinlich wegsetteln, bevor wir überhaupt die Chance dazu kriegen. Deswegen ist das für uns momentan keine Option. Fallenstellen ist eine Option, weil wir halt unser Elfenbein noch früher oder später verbessern würden. Das ziehe ich aber das Rad momentan vor, zumal schon irgendeine KI das Rad erforscht hat. Ihr seht das hier, das Rad hat 7 Züge, Fallenstellen 8. Das heißt, es ist billiger um 5%, dadurch, dass eine KI, die wir kennen, diese Tech schon hat. Denn für jede KI oder jeden Spieler allgemein, den ihr kennt, der so eine Tech schon hat, kostet die 5% weniger Wissenschaft. Und das ist halt beim Rad jetzt hier schon gegeben, bei Kalender auch und bei Fallenstellen und Segeln nicht. Und bei Bronzeverarbeitung und Steinmetzkunst auch nicht. Das heißt, wir können das Rad schneller erforschen. Und während wir das machen, erforscht wahrscheinlich einer von den Fallenstellen. Und dann kriegen wir das auch noch ein bisschen günstiger. Also ist das Rad gerade ziemlich sinnvoll. Und währenddessen scout ich dann hier oben noch ein bisschen. Da oben geht es noch gut weiter, ne? Das ist schon noch ein Stückchen. Hier unten geht es aber auch noch ganz gut. Das ist nochmal ein Barbarenlager. Was wir auch im Auge behalten sollen, wir sind jetzt bei Zug 26, ist, ob wir langsam Quests von den Stadtstaaten kriegen. Noch sind keine da. Aber Early Quests für Stadtstaaten zu erfüllen, ist auch immer so ein Ziel, was man sich ins Auge fassen sollte. Weil wenn man das macht und früh Verbündete davon kriegt, hilft einem das extrem weiter. Wir können Militäreinheiten generieren, mehr Kultur, mehr Wachstum, mehr Zufriedenheit, all die guten Sachen. Mehr Religion auch. Einen Stadtstaat zu haben, der Religion, also Glauben gibt, und dadurch eine Religion zu generieren, ist auch eine viable Taktik, wenn man zum Beispiel so ein Nahrungspantheon hat. Oder halt allgemein am schnellsten eine Religion haben will. Deswegen Early Stadtstaaten-Quests zu machen, die ziemlich einfach sind am Anfang, wie zum Beispiel besorg Pferde, finde die Hauptstadt von dem und dem, mach das Barbarenlager neben uns kaputt. Das ist meistens so ein No-Brainer, was man sowieso so nebenher gemacht hätte. Und man kriegt dafür einfach instant Verbündeten. Deswegen scouten wir am Anfang auch so viel, wie es geht, damit wir halt viele Stadtstaaten kennen, um sowas einfach so praktisch nebenher zu erfüllen und um sowas dann einfach zu haben. Das ist so der Gedanke dahinter. Und deswegen machst du das früh. So, wir bauen jetzt erstmal die Runde raus. Haben wir gleich unseren Bautrupp, unseren ersten. Können wir mal zeigen, wie wir das mit dem Bautrupp machen. Genau, was wir da jetzt erstmal machen, ist, wir wollen erstmal unser Salz verbessern. Wir kommen aber an unser Salz noch gar nicht ran, weil, ja, es ist ein Bau, da steht ein Barbar drauf. Ja, blöd jetzt. Genau, den knallen wir jetzt erstmal ab. Und was wir jetzt machen, ist, wir stellen uns hier hin. Da ist er sicher von dem Barbar, weil der Barbar könnte da theoretisch hin, aber er müsste über den Hügel und an den Bogenschützen vorbei. Also kann er sich nicht hierhin bewegen. Und weil wir unseren Bautrupp jetzt ein Feld bewegt haben, hat er noch Movement und wir können hier eine Farm anfangen. Und ich habe dieses automatische Unit Cycling an, warum auch immer. Und könnte dann einfach sagen, nee, machst du nicht. Und ja, dann fragt er mich nächste Runde wieder nach einem Befehl, aber wir haben hier schon einen Zug in eine Farm gesteckt, die am Süßwasser liegt. Oase zählt als Süßwasser. Und das heißt, wir haben hier für öffentliche Verwaltung schon mal eine angefangene Farm. Und das hat uns jetzt praktisch gar nichts gekostet, außer halt ein Movement auf dem Bautrupp. Wir hätten ihn auf den Bogenschützen schieben können. Die Sache dahinter ist, das will ich nicht machen, weil ich den mit dem Bogenschützen mitbewegen möchte. Weil die Sache ist, hier ist ein Barbarenlager, ja? Wir sehen das. Wir wissen alle, dass es da ist. Da kann jederzeit noch ein Barbar spawnen auf dem Pferdefeld, weil da steht ein Barbar im Barbarenlager drin, da steht immer ein Barbar drin eigentlich. Und direkt daneben kann einer spawnen, zum Beispiel auf diesem Pferdefeld. Das kann jederzeit passieren und der hat dann auch zwei Movement, wie jeder Einheit, und darf sich in dem Zug auch bewegen, wo er spawnt. Wenn ich meinen Bautrupp jetzt da auf das Salzfeld stellen würde, den Zug, also wir nehmen mal an, der Bautrupp stünde jetzt auf dem Bogenschützen, ja? Und der Barbar steht, wo er steht und greift den Bogenschützen nochmal an oder verschanzt sich oder was auch immer. Und wir schießen diesen Barbar ab, ja? Dann ist der tot und der Bogenschütze steht immer noch, wo er steht.
Und der Bautrupp steht auf dem Bogenschützen und darf sich bewegen. Dann könnte ich hier hochgehen, das Salz anfangen zu verbessern. Er steht frei, hier spawnt ein Barbar, bumm, ist mein Bautrupp weg. Und genau deswegen mache ich das so, wie ich das jetzt gemacht habe. Damit der Bautrupp halt sicher ist. So, jetzt bauen wir Siedler. Ihr wisst das aus dem Grundlagenguide. Während man Siedler baut, wird Nahrung absolut nicht berechnet. Das heißt, wir können jetzt erstmal gucken, wo haben wir am meisten Produktion. Natürlich auf dem Salzfeld, das ist nur eine Produktion, das ist nicht viel, aber was soll's. Ich kaufe jetzt erstmal, nee, kaufe ich nicht, ist zu teuer. Aber ich würde, wenn ich Geld hätte, diesen Hügel kaufen, weil das sind zwei Produktionen. Wir haben kein einziges Feld mit zwei Produktionen. Also ein bisschen blöd, aber ist halt so. Und was wir jetzt machen könnten, ist zum Beispiel hier noch Nahrung mitnehmen. Dadurch wird es halt ein bisschen teurer. Aber wir können es halt, wenn wir diese beiden Nahrungsfelder mitnehmen, wieder so billig machen, als hätten wir die Produktion. Weil Nahrung wird in einer ganz komischen Rate in Produktion umgewandelt, aber wenn man solche drei Nahrungsfelder hat, lohnt sich das schon. So sind es 12. Wir können alternativ halt auch diese 1-1er-Felder mitnehmen und darauf hoffen, dass das genug Nahrung für eine Produktion ist. Ist es aber nicht. Was wir halt da machen können, ist, wir können das Elfenbein mitnehmen. Weil wenn wir keine Felder bewirtschaften würden, wäre das so, als wenn wir eine Produktion haben auf jedem einzelnen. Das heißt, auf jeden Fall Felder mitnehmen, wo auch Nahrung mit drauf ist. Dann hat man nämlich manchmal noch so einen Umbruch. Schauen wir mal, ob wir hier einen Umbruch haben. Nee. Beide mitnehme. Ist genauso schnell, als wenn ich gar nichts mitnehme. Aber wir haben noch Gold dabei. Das ist immer noch besser, als die 1-1er-Felder zu bewirtschaften. Also machen wir es so, wie wir es jetzt haben. Natürlich wollen wir das Salz hier ab nächste Runde bewirtschaften, aber da steht ja noch ein Barbar drauf, also geht's nicht. Schade. So, hier ist eine Ruine. Geil, 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 geil. Nehme ich jederzeit. So, und hier geht's noch durch. Ich hoffe, dass mir die keiner wegschnappt. Ich hole mir die gleich. Ist schön, so spät noch Ruinen zu finden. Das macht Spaß. So, und deswegen willst du halt viel scouten, weil sowas noch passieren kann. Ja, genau. 12 Runden für den Siedler ist natürlich sehr, sehr langsam. Aber sei es drum, ne? Das passiert jetzt einfach. So, den kann ich jetzt theoretisch mit der Stadt abknallen. Macht jetzt aber nicht so großartig Sinn, ne? Aber wobei doch, doch macht es. Da kann ich den Bogenschützen hierhin bewegen, kann der Bautrupp dahin, der kann zwar diese Runde nichts mehr machen, aber dann steht er schon mal da, wo er hin soll. Und der Bogenschütze kriegt eine Flachland-Promotion, weil das Barbarenlager auf dem Flachland ist. Und darf dann ab nächste Runde mal auf das Barbarenlager drauf feuern. So, erstmal Stadtstadt kennenlernen, hallo Ormus, 30 Gold, Dankeschön. Und dann die Ruine. 20 Glauben, sehr schön, haben wir nächste Runde auf jeden Fall ein Pantheon. Egal, wer jetzt noch eins gründet. Und wir scouten hier mal ein bisschen weiter. So. Wir haben jetzt genug Geld, um diesen Hügel zu kaufen. Das mache ich auch, weil zwei Produktionen auf einem Feld ist sehr, sehr dankbar. Wir schauen jetzt nochmal. Wir nehmen auf jeden Fall die zwei Produktionen mit. Dann sind wir von 9 auf 10 hoch. Da hat es noch 10 Runden. Nehmen die beiden Salzfelder mit, weil die haben auch ordentlich Nahrung drauf. Haben leider nicht genug Überschlag, damit sich das jetzt hier lohnt, um nochmal eine Produktion zu gewährleisten. Wenn ich jetzt das Elfenbein mitnehme, kein Überschlag. Kein Überschlag. Kein Überschlag. Ja, dann nehmen wir das Elfenbein, weil da noch Gold drauf ist. Das passt schon. Mal 4 Gold die Runde und brauchen 10 Runden für den Siedler. Ist immerhin so ein bisschen schneller. Eine Runde schneller ist es geworden. Das ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit, ne? Ihr wisst, wie es ist. So, wenn hier noch keiner war, kann es gut sein, dass über Ormus noch Tundra ist. Aber hier sieht es aus, als wenn die Küste direkt lang geht und die sind auch Coastal. Nee, da ist es zu Ende. Dann scouten wir nach Süden weiter. Da kann nichts mehr sein. Das kann man immer so ein bisschen am Nebel des Krieges sehen. Ihr seht hier am Rand, hier oben geht Küste rum. Das heißt, hier drüber ist kein Feld mehr. Man sieht, hier um Ormus rum ist Küste, das heißt, hier ist kein Feld mehr. Und es ist absolut unwahrscheinlich, dass hier noch eine Landzunge hochgeht, weil es eine Pangea-Map ist und keine Fraktal-Map. Es kann sein, aber es ist so unwahrscheinlich, dass es sich eher lohnt, nach unten zu scouten jetzt. Das ist mein Argument hier, warum ich das so mache, wie ich es mache. So, wir drücken die Runde raus, warten jetzt ewig lange auf unseren Siedler und verbessern unser Salz. So, wir haben jetzt unser Pantheon. Wir nehmen da auf jeden Fall Wüstenfolklore. Wie gesagt, bestes Pantheon, wenn man es sich erlauben kann. Und schaut mal, wie viele Glaubensfelder wir jetzt hier haben. Jetzt müssen wir gleich natürlich die Geländefelder nochmal neu einteilen, weil wir es natürlich abhängig machen wollen. Oh, das ist Kongo. Hallo Kongo, danke für die 15 Gold. Was für eine Unique Unit habt ihr denn? Ihr habt die Mandekalo-Kavallerie. Nicht so interessant, aber was soll's. Ist der Samurai ja jetzt letztendlich auch nicht. Ich denke, das Salz hier zuerst zu verbessern macht Sinn, weil von da kann ich mit dem Bogenschützen noch auf das Lager schießen und ich habe Cover auf dem Bautrupp. So, ja, du hast Bock auf meinen Scout. Ich sehe, ja, ich habe aber keinen Bock auf dich. Ich drehe da mal ganz kurz ab, weil wenn ich da durchlaufe, ich weiß nicht, ob ich da ein Lager reinnehme. Wenn hier ein Lager wäre und hier noch ein Faustkeil drin steht, ist der tot. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Deswegen drehe ich da einmal ab und gehe das safe an. Warte, bis der da rauskommt. Dann verbessern jetzt unser Salz. Dauert 6 Runden, also dauert es 5 Runden. Weil es kennt aus dem Grundlagen, dass wir es ein bisschen früher rausdrücken können. So, jetzt ist halt die Frage, wir haben noch einen Glauben auf den ganzen Wüstenfeldern hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Elfenbein rausnehme, 9 Züge und hier das hier mitnehme, dort auch 9 Züge, hat zwar ein Gold weniger, aber einen Glauben mehr. Das heißt, wir machen jetzt schon 3 Glauben die Runde. Und mit 3 Glauben die Runde haben wir einen Punkt erreicht, wo wir dann wirklich langsam auf eine Religion hinarbeiten können. Und das ist ja auch der Plan, weil wir so schnell wie möglich eine Religion haben, deswegen machen wir das jetzt so. Nächste Runde. Weil Religion ins Auge zu fassen, ist immer early ein sehr wichtiges Ziel. Das habe ich ja schon erzählt. Dazu mehr im Religionsguide, aber generell einfach haben wollen. Ich will Religion. Gib. So mein Argument da. So, ich gehe mal hier hin.
Ja, jetzt wird er nämlich auf Ormus reinlaufen, dann kann Ormus den mal abballern und dann kann ich da helfen, den zu töten und Ormus freut sich. So, hier ist auch ein bisschen blöd. Habe ich langsam mal Quests von euch? Ein Banzer Kongo will, dass ich Barbaren töte, die in ihr Gebiet eindringen. Das ist diese Quest, die kriegt man, wenn da Barbaren in deren Gebiet drinstehen. Ja, das, es gibt nicht mehr als normalerweise. Also es ist einfach nur so ein Indikator von wegen, hey, wir werden gerade angegriffen, hilfst du uns? Und du sagst einfach, weißt du was, ein Banzer Kongo, gib mir eine Lagerquest, nerv nicht. Ja, genau das ist, was man dazu antwortet. Und deswegen machen wir das nicht, ne? So, unsere Frage ist jetzt natürlich, wo expandieren wir hin? Und weil Salz so eine gute Luxusressource ist, ist natürlich klar, dass unsere zweite Stadt irgendwo hier hinkommt, ne? Das genaue Feld der Erkundschaften wir dann, wenn der Siedler da ist. Da kommt man ja super durch. Danke, liebe Barbaren. Und deswegen läuft man normalerweise nur ein Feld. Aber weil hier Hügel ist, bin ich zwei gelaufen, weil wir hätten das so oder so nicht sehen können, was da ist. Passt also schon. Na, wo ist der Barbarenbogenschwert? Der haut jetzt ab und jetzt können wir unten rum. Das war genau mein Plan. Den irgendwo hinrennen lassen und dann außen rum gehen. Das ist so der Plan gewesen. So, ja, wir schießen hier weiter drauf, warten auf unseren Siedler. Das heißt, viel Interessantes passiert in der Stadt gerade gar nicht. Das heißt, die Runden können wir so ein bisschen skippen gerade. Pantheon gegründet. Das dumme Pantheon mit der Combat Strength. Das ist ein bisschen ekelig, wenn man den Spieler, der das hat, angreift. Aber prinzipiell ist es halt nicht wirklich wichtig. Das ist ziemlich nah an mir dran. Und ich bin mit Ormus, habe ich keine diplomatischen Beziehungen. Dann mache ich jetzt hier genau das, was ich euch eben erzählt habe. Den einen Bautrupp klauen, den man im Spiel klauen darf. Tut mir leid, Ormus. Du hattest keine Quest für mich. Also... nerv nicht. So, ja, da oben komme ich nicht rum, also gehen wir wieder zurück. Genau, und jetzt muss ich den Bautrupp mit dem Scout hier nur rüber eskortieren. Und wenn unsere zweite Stadt eh hier irgendwo hinkommt, kann der gleich da hingehen und da gleich die Geländefelder verbessern. Haben wir ein gratis Bautrupp? Super. Hat ja auch jetzt keine Konsequenzen für uns, außer dass die jetzt minus 60 Einfluss haben. Aber das erholt sich ja jetzt auch wieder jede Runde. Und was haben die für eine Stimmung? Die sind sogar freundlich. Also erholt sich das sogar schneller als normalerweise. Super. Die sind nicht mal nachtragend. Botschaft? Du bist ziemlich weit weg, mache ich. Dann fragst du mich nicht alle drei Runden. Ich meine, wir sehen seine Hauptstadt längst schon. Also ist es nicht so sonderlich wichtig, aber hey, warum nicht? Das mache ich nicht mit kriegerischen Sifs und mit Sifs, die nah an mir dran sind, aber allgemein mit dem Schweden kannst du das schon mal machen. So, ja, das ist ein bisschen blöd. Schieß mal ins Lager rein, dann stellt sich der andere da gleich rein. So, nächste Runde können wir den kleinen Trick anwenden. Ihr kennt den schon, aber ich zeige euch den gerne nochmal. Weil, egal wie oft ich diesen Trick anwende, ich werde niemals müde, ihn zu benutzen. Ich liebe ihn. So, wir haben jetzt das Rad. Ja, jetzt ist, glaube ich, so der Punkt gekommen, wo ich Fallenstellen tacken will. Weil nach den beiden Salzfeldern werde ich direkt das Elfenbein dann verbessern. Und das ist ungefähr zeitlich. Ne? Nächste Runde ist das Salz hier fertig. In 6 Runden ist dann dieses Salz hier fertig. Und in 8 Runden ist Trapping fertig. Dann kann ich dann halt hier auch da direkt das Elfenbein dann angehen. Das ist perfekt. So. Ja, wir wollen halt unsere Zufriedenheit so schnell wie möglich erhöhen, dass wir halt auch direkt zwei Städte gründen können, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das ist die Idee dahinter. So. Und dafür brauchen wir unsere Luxusressourcen und die geben ja viel Zufriedenheit, ne? Man kennt das. Ich würde es am liebsten jetzt noch nicht machen. Jetzt soll ich die große Bib bauen. Ich baue nicht die große Bib. Da habe ich gar keine Zeit für, Early. Wer Early Zeit hat, die große Bib zu bauen, spielt sein Early Game praktisch falsch. Oder hat einen fetten Salzstall. Ich habe einen fetten Salzstall, also warum beschwere ich mich eigentlich? True, warum beschwerst du dich eigentlich die ganze Zeit? Das ist eine gute Frage, lieber Zuschauer. Weil ich's kann. So, ich geh mal hier hin. So, knallen wir jetzt den anderen Typen auch noch ab. Das ist gute EP auf unserem Scout-Archer. So, und jetzt baue jetzt noch eine Runde, bis unsere Mine hier fertig ist. Oder ich mach's einfach jetzt fertig. 3 Nahrung, 2 Produktionen. Lecker, lecker. Und später dann 3 Nahrung, 3 Produktionen. Dieses eine Bonus, wenn verbessert, ist halt auch einfach nur so heftig auf Salz. Ich glaube, Salz wäre nicht so OP, wenn sie diesen einen Nahrung jetzt nicht noch geben würden, wenn ich die Mine baue. Das ist halt einfach so lächerlich. Und jetzt habe ich ein 3 Nahrungs-, 2 Produktion, 1 Goldfeld hier. Und da kommt mit Chemie sogar nochmal mehr Produktion drauf später. Lecker ist das. Mit Ordnung dann auch nochmal theoretisch. Aber Ordnung muss man nicht unbedingt mitnehmen. Und das wäre ja auch ein Endgame-Guide und kein Early-Game-Guide. Also das sollte man vielleicht Early nicht so ins Auge fassen, welche Ideologie man nimmt. Weil sich das dann doch sehr, sehr stark von seinem Midgame abhängig macht. Und über das Midgame reden wir heute ja gar nicht. So. Ja. Und... das hat jetzt dazu geführt, dass wir so 12 Produktionen haben und da nochmal Nahrungsüberschlag haben. Wenn ich den rausnehme, 11, 12, 11, 11, 11, 11. Oh, der Überschlag hilft dir sogar. Perfekt. Dann haben wir sogar mehr Produktion, wenn wir das Nahrungsfeld mitnehmen, als wenn wir ein 1-1er-Feld mitnehmen. Ist lustig, wie das funktioniert manchmal, ne? Ja, die Rechnung dazu, da gibt es eine ganz komische Formel. Das müsst ihr mal gucken, das steht auf dem deutschen SIF-Wiki. Auf dem englischen lustigerweise nicht. Das deutsche SIF-Wiki ist besser als das englische. Da hast du sowas genau. Und wir haben da sogar noch Glauben drauf. Also passt es schon, ne? 3 Glauben die Runde. Für die Produktion haben wir jetzt gerade 12. Dadurch geht der zweite Siedler, den wir jetzt gleich bauen, definitiv schneller als 10 Runden. Valletta möchte, dass wir ein Camp wegmachen. Das da. Das ist sogar ein Ziel, was wir ins Auge fassen können. Ich muss ja bloß mal mit meinem Krieger so halbwegs nach Hause tendieren. Ja, lauf da mal durch. So viel Schaden machen die schon nicht. So, baut er dahin. Scout läuft da mal mit. Scout laufe ich schon mal so ein bisschen vor. Der steht ja da safe. Wir sehen ja, was da drumherum passiert. So, ja, dann wollen wir mal das zweite Salz verbessern.
Du stellst dich mal hier hin, dann sehen wir nach links ein bisschen mehr und knallen den ab. Weil nach rechts sehen wir durch unsere Stadt ja alles. Aber nach links ein bisschen was zu sehen, während der Bautrupp da freisteht, ist gut. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt mit dem Bogenschützen mit runterlaufen, weil wir wollen ja das Barbarenlager hier kaputt machen, sonst plündern die uns das Salz hier wieder weg. Das wäre ein bisschen doof. Also einfach weiter draufschießen. Außerdem, über Level 2 freut sich der Scout Archer definitiv gleich. Und das passt auch ganz gut, dass der Scout jetzt nach Hause kommt, weil der kann dann gleich helfen, diesem Siedler da irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen da drüben. Ne? Das ist alles so ein bisschen Timing-Sache. Aber ich denke, das läuft in der Runde hier ganz gut. Bratislava hat auch gerne die große Bibliothek. Ja, das ist immer ein bisschen nervig, wenn so viele Stadtstaaten das early wollen. Im Multiplayer ist das mega geil, wenn du die dann auch noch bauen kannst. Aber im Singleplayer wird es meistens dazu führen, dass Schweden... Nee, Schweden nicht gerade. Oh, können wir mal. Bayette. Ja, mit dem will ich auch nicht so unbedingt eine Botschaft haben, wenn du so nah auf mir drauf hockst. Mit dir eigentlich auch nicht. Und die haben auch beide Schriften nicht getaggt, also will ich es auch nicht austauschen. Sonst muss ich denen ja Geld dafür geben. Igitigit. Nee, also tendenziell will ich mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben. Mit beiden nicht. So, du kannst dich einmal eine Runde heilen. So, und du gehst mal nach Hause. So, nächstes ist unser Siedler fertig. Das wird auch gleich in den zweiten überschwappen. Ne? Wir haben jetzt diesen Siedler fertig, der bewegt sich dahin, wo er hin soll, und bauen gleich nochmal ein. Antwerpen wird angegriffen. Das tut mir echt leid für dich, Antwerpen. Ne? Das ist. Weißt du, passiert im besten so 9 Runden. Das ist durchaus vertretbar. So, wir können natürlich auch hier oben hin, damit wir erstmal Zucker haben und Chaka noch einen Spot denyen. So oben ist auch kein schlechter Spot. Wir könnten hier direkt an den Berg gehen, dann können wir ein Observatorium bauen. Können natürlich auch auf das Zuckerfeld. Dann haben wir direkt Gold und das Zucker ist direkt verbessert, wenn wir Kalender haben. Dann sind wir aber nicht auf einem Hügel. Aber super verteidigbar. Hier. Ah, wir ziehen auf beiden Feldern das Marmor hier noch mit ein. Wir hätten hier 2 Luxusressourcen. Und das oben ist wirklich ein ziemlich guter Spot. Ich glaube nicht, dass Chaka da so schnell settelt. Der settelt wahrscheinlich erstmal hier und nach unten noch. Und ich möchte eigentlich nicht das Salz hier oben an Mongolen verlieren. Ich glaube, ich setze erstmal nach links und der nächste geht dann nach rechts. Das passt schon. So, du mal einen hier hoch. Dann töten wir den da mal. Genau, du mal hier lang. Ja, du heilst dich noch einen Zug mehr. Der Bautrupp kommt halt viel langsamer durch als der Speer. Deswegen kann der Speer da so nebenher so ein bisschen heilen. Genau, und du gehst jetzt einfach mal nach Hause. Hier ist gerade hier unten die Tundra noch ein bisschen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Und dann gehen wir mit dir nach Hause hier in das Lager, wo Valletta das haben möchte. Das können wir in Angriff nehmen, wenn wir unsere Siedler raus und dann können wir ein paar Bogenschützen bauen, dann können wir mal gucken. So. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, auf welches Feld wir genau wollen. Ich möchte so viel wie von dem Salz einziehen, wie geht. Und am besten auch die Pferde. Ich denke, der Spot hier ist gar nicht schlecht. Das hier. Da haben wir das Salz als Instant-Wachstum. Kommt man das Weizen ran. Das ist Wüstenweizen hier, aber das ist sogar noch in Reichweite. Dann wir kommen dann die Pferde ran, an das Salz hier oben ran. Wir kommen hier oben an... das Wild dran und an das Salz hier oben und an die Schafe. Da ziehen wir praktisch alle Ressourcen hier ein. Das heißt, das ist praktisch der Spot to be. Wir haben kein Süßwasser hier, außer hier unten so ein bisschen. Aber ich denke, die ganzen Ressourcen machen das definitiv wieder wett. Vor allem, weil es Salz ist. Ne? Salz ersetzt Süßwasser schon ziemlich. So, Barbarenlager ist clear. Und dann kannst du den Siedler eskortieren. Dankeschön. So, und weil wir da hinzetteln, laufen wir natürlich mit dem Bautrupp auch direkt dahin, dass wir das Salz direkt verbessern können. So, und du einmal nach hier unten abstechern. Ne? Vielleicht ist ja da noch was. Wenn da nichts mehr ist, dann gehen wir nach oben. So, und dann warten wir jetzt auf unseren nächsten Siedler. Also 2 Siedler direkt nacheinander bauen ist meistens das Mittel von Wahl, weil dann kann man danach in Ruhe seine Sachen bauen in den Städten, während man in der Hauptstadt sich auf wesentliche Dinge konzentriert. Und das ist dann auch so der früheste Punkt, wo man theoretisch Wunder bauen könnte. So, oh, da war nichts, ne? Aber ich wollte mal gucken. So, mal dahin. Und mit dir scout ich dann nach unten links ab. Hier ist jetzt safe, jetzt sehen wir mit unseren anderen Einheiten, was hier Phase ist. So, du stellst dich mal dahin, wo wir hinwollen. Nächste Runde können wir die Stadt gründen. Minus auch nächste Runde fertig. Super, läuft doch gut. Genau, der Siedler ist unterwegs in der Hauptstadt. Und genau, die nächste Entscheidung für Kultur, die wir haben müssen, ist, ob wir Großgrundbesitzer haben wollen oder Monarchie. Das ist meistens davon abhängig, wie gut die Early-Game-Luxusressourcen sind, ob man Luxusressourcen in seinen weiteren Städten hat und wie die Zufriedenheit gerade steht. Wir haben gerade 7, wenn wir gründen, nur noch 3. Verbessern aber gleich unser Elfenbein, dann haben wir wieder 7. Wenn wir dann gründen, wieder nur noch 3, aber das passt schon. Das heißt, wir können zuerst Großgrundbesitzer mitnehmen, damit unsere Hauptstadt schneller wächst. Das ist meistens auch wünschenswerter, aber Monarchie ist immer dann ganz gut, wenn man Geld- oder Zufriedenheitsprobleme hat. Aber wir haben Salz. Das sind beide Sachen. Da begeben wir uns doch nicht mit diesem schnöden Pöbel. Geldprobleme, Zufriedenheitsprobleme. Wo kommen wir denn da hin? Nee, nee. Wir nehmen auf jeden Fall in diesem Fall Großgrundbesitzer. Aber hätten wir zum Beispiel 2 Fallenstellenressourcen und würden Fallenstellen jetzt nicht so früh erforschen, weil alles ganz gut läuft, dann ist Monarchie früher immer die Option. Wirklich die Option. Und auch oft, wenn man, wenn man Coastal ist, genau, das wollte ich sagen. Weil man halt für Coastal-Ressourcen Segeln mitnehmen muss. Und das macht man nicht gerne früh, aber manchmal muss man es halt. Und dann ist es auch oft ganz dankbar, wenn man da halt erst Monarchie hat. Wobei Seeressourcen sehr viel Gold bringen, wenn sie dann mal verbessert sind.
Antwerpen hätte gern Pferde. Jetzt, genau das ist, was ich vorhin meinte. Das ist jetzt eine von diesen passiert sowieso so nebenher Quests. Weil wir haben hier Pferde in Reichweite. Wir gründen jetzt hier erstmal unsere Stadt. So, nicht vergessen, Produktionsfokus einzustellen, das Salz zu locken. So ist gut. Instant Growth, Instant Produktion. Als erstes bauen wir hier eine Bibliothek. Das sollte in allen euren Städten, wenn es geht, als erstes passieren. Damit die staatliche Hochschule so früh wie möglich rauskommt. Das Salz hier ist verbessert. Das heißt, wir haben Salz jetzt doppelt. Das heißt, wir können es einmal verkaufen. Und ja, so eine Hauptstadt sieht ja ganz nett aus. Er hat Ehre aufgemacht, sonst hätte er keinen General so früh. Genau. Und wir haben einen Salz doppelt. Da können wir mal gucken, ob irgendwer Geld hat von euch. So früh absolut unwahrscheinlich. Und die brauchen eine Freundschaftserklärung mit uns, um uns halt ihr Flatgold zu geben. Aber das wird die nicht davon abhalten, uns gleich anzupimmeln. Kann ich mit Chaka eine Freundschaftserklärung machen? Schade nicht. Wäre schön gewesen, der hat nämlich ordentlich Geld auf Kante geraten und das würde ich mir sehr gerne traden. Doppelte Luxusressourcen immer verhandeln, wenn es geht im Singleplayer. Multiplayer halt immer gegen eine andere Luxusressource tauschen, weil ihr wollt eurem Gegner keine Zufriedenheit geben, ohne was selber zurückzukriegen. Außer ihr wollt ihm direkt danach den Krieg erklären und dann denkt er, ach, jetzt bin ich zufrieden, bam, Krieg. Das ist der Moment, wo du das einfach machen willst gegen nicht eine Zufriedenheit. Aber ansonsten will man vom Gegner eigentlich immer Zufriedenheit haben für sowas. Ja, das passt schon. So, und nächste Runde haben wir Fallen stellen. Dadurch, dass Solins gegründet wurde, haben wir mehr Wissenschaft. Dadurch passt das jetzt perfekt vom Zug. Erforscht und wird natürlich direkt verbessert. Ja, wir sind halt so gut. So, wir könnten jetzt hier natürlich den Trick machen, wo wir ein Feld laufen und hier einen Bauernhof anfangen. Aber das ist ein Wüstenfeld und das ist mir so wumme, dass ich das gar nicht mache. Ganz ehrlich, Wüstenfelder geht weg. Also Flachwüstenfelder geht einfach weg. Keiner liebt euch, nicht mal eure Mutter. Die Mutter der Wüste. So, jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, was forschen wir als nächstes. Das ist immer die große Frage in Civ. Bronzeverarbeitung, um Eisen zu sehen, würde ich gerade sehr dankbar finden. Weil irgendwo hier auf der großen Fläche, die wir hier als Einzugsbereich haben, wird wahrscheinlich Eisen sein. Und das zu sehen ist gar nicht mal verkehrt. Ansonsten können wir damit Dschungel abholzen. Absolut irrelevant für uns in diesem Spiel. Ja, wir könnten die Baracke bauen. Die wäre wichtig, wenn wir wirklich sehr, sehr early Krieg führen würden. Sperrkämpfer auch, wenn wir sehr, sehr early Krieg führen würden. Das ist in diesem Spiel noch nicht gegeben. Wir haben niemanden, der uns early auf die Pelle rückt. Und da ist auch mein Tipp im Early Game. Vermeidet Krieg einfach. Wirklich, vermeidet es komplett. Außer ihr habt einen Nachbarn, der die große Bibliothek viel zu früh baut und denkt, eine Stadt mit Wundern reicht. Dann baut ganz, ganz viele Kombos oder ganz, ganz viele Streitwagen und holt euch diese Wunder. Weil gratis Wunder sind geil. Ja, also es ist immer so ganz, es ist immer ganz lustig, weil im Early Game gibt es immer so die Situation, entweder man vermeidet Krieg wie auf die Pest, wenn man einen guten Traditionsstaat hat, so wie wir hier, oder man führt einfach so viel Krieg, wie man kann, wenn man Unabhängigkeit nimmt. Das ist immer so der Knack des Faktes, wenn ihr jemanden seht neben euch, der Unabhängigkeit hat, bereitet euch auf Krieg vor. Aber gleichzeitig auch, wenn man einen nicht so ganz geilen Staat hat oder einen produktionsharten Staat und der Gegner baut Wunder, dann baut man ihm dann nicht das Wunder weg, um es dann zu verlieren eine Runde nach ihm. Sondern man lässt ihn das fertig bauen und baut währenddessen Bogenschützen. Ja, das ist, wie man das macht. Ja, das ist der Trick. Genauso macht ihr das. Aber das ist hier in dem Spiel beides nicht gegeben. Also spielen wir einfach SimCity, bauen uns erstmal auf und kümmern uns erstmal nicht so hart ums Militär. Wir bauen vielleicht gleich ein paar Militäreinheiten, weil man sollte immer ein paar haben, auch zur Verteidigung. Vor allem, wenn man so einen Schakka nebenan hat. Ne? Schakka ist immer so ein Midgame-Bully. Ne? Wenn der öffentliche Verwaltung hat, kommt er mit seinen Impis. Ja, auch nicht der größte Freund der Menschen. Aber er ist sehr treu. Also wenn man eine Freundschaftserklärung mit Chaka hat, dann ist es meistens cool. Also dann greift er dich nicht an. Aber haben wir nicht. Ne? Wir sind ein bisschen risky gerade. Ne? So, ne? Alternativ, wir haben halt zwei Sachen, die wichtig sind und eine Sache, die interessant ist. Die zwei Sachen, die wichtig sind, sind Philosophie für die staatliche Hochschule. Und da wir jetzt hier schon mit unserer BIP angefangen haben, 24 Runden, das wird definitiv schneller als 24 Runden sein. Wenn wir wachsen, wird es schneller. Und dann in der nächsten Stadt hier auch nochmal dann eine BIP bauen und in der Hauptstadt eine, dann wollen wir direkt danach die staatliche Hochschule. Das heißt, für uns ist es interessant, Kalender, wenn wir halt auch zur Philosophie kommen, überhaupt irgendwie. Und dann ist öffentliche Verwaltung natürlich interessant. Wir haben Süßwasser in der Hauptstadt und dann halt auch viele Süßwasserbauernhöfe, wenn wir die erstmal stehen haben. Öffentliche Verwaltung ist sehr, sehr geil, wenn man das erstmal offen hat. Das ist unser anderes Hauptziel. Und Eisen ist das, was interessant wäre, einfach nur. Ja, man will es halt wissen und es ist halt interessant. Und es ist auch gerade billiger, weil es schon wer getaggt hat. Ich denke aber, mein Mittel von Wahl wird erstmal Kalender sein. Auch wenn wir es halt gar nicht brauchen. Wir brauchen Stonehenge nicht, vor allem wenn wir es nicht competen, weil Stonehenge ist sehr beliebt bei der KI. Aber Steinwerke können wir gar nicht bauen. Wir haben ja keinen Stein oder Marmor. Haben wir hier dann, wenn wir hier so weit ranzetteln würden oder hier dann oben später. Also ist momentan noch nicht relevant, aber vielleicht in 10, 15 Zügen. Aber, das große Aber ist halt, wir wollen so Philosophie und dafür brauchst du Kalender. Und wenn wir das jetzt halt nicht taggen, dann wird Philosophie halt sehr, sehr spät. Na, ob wir Philosophie direkt nach Kalender taggen, schauen wir dann gleich. Aber wir müssen es auf jeden Fall erstmal haben und deswegen mache ich es jetzt, um später nicht zu sagen, oh scheiße, ich muss ja Kalender noch taggen. Mist, blöd. Und dann kommt die staatliche Hochschule halt irgendwie 8 Runden später oder was weiß ich dann 6 oder so. Einfach nur, weil ich halt viel zu spät Kalender getaggt habe. Das wollen wir nicht. Botschaft mit Chaka, ja komm, mach halt. Dann sehe ich, ob du Wunder baust. Wahrscheinlich nicht, du baust wahrscheinlich Militär.
Und Valetta wird angegriffen. Valetta, sag mir, welches Lager... Du hast mir schon gesagt, welches Lager, ne? Das da. Ja, wir gucken da gleich mal. So, das ist mein Scout-Bogenschütze. Ja, der ist... Aber ist der informiert? Ne, der ist nicht informiert. Der ist meine einzige Militäreinheit in meinen Städten gerade. Den ziehe ich hier jetzt gerade nicht ab, weil ich meine Bautrupps dann doch nicht ungeschützt stehen lassen will. Und mein Scout ist schon... Kilimandscharo! Gehört natürlich auch wieder einem Stadtstaat, ne? Na, noch nicht ganz, aber gleich. Es ist auch immer so dieser Fall, und der Stadtstaat will mir scheinbar gerade einen Arbeiter schenken. Es ist halt bitter, dass ich schon einen geklaut habe, weil der steht direkt vor meiner Grenze. Und zwei will man eigentlich nicht klauen, aber das ist schon ein bisschen verlockend hier. Aber ihr wollt immer mindestens eine Militäreinheit in euren Städten stehen haben. Eigentlich eine pro Stadt, wenn es geht. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nach dem Siedler vielleicht erstmal den Kornspeicher. Ne, ich glaube, ich erstmal einen Bogenschützen und dann den Kornspeicher, damit ich einfach hier noch eine Einheit mehr habe. Weil wir haben hier gerade zu wenig Einheiten in unserem Gebiet. Und ich verschanze jetzt mal in der Stadt, weil wir haben Oligarchie, das heißt, die kosten uns keinen Unterhalt in den Städten. Ja, der ist jetzt einfach nur auf Abruf, falls da Barbaren kommen. Oder falls uns wer angreift, aber wenn es wer angreift, reicht ein Bogenschütze definitiv nicht. Aber falls da Barbaren kommen, momentan hauptsächlich. Und falls uns wer angreift, werden wir mal gucken. So, dich ziehe ich erstmal zum Kilimandscharo runter, dass du das Movement-Upgrade von dem Ding kriegst. Dann kann er sich nämlich über Hügel so bewegen, als wären die flach. Das kann er als Speer eh, aber dann kann er das zweimal. Das heißt, Hügel verbrauchen nur ein Viertel Movement bei ihm jetzt. Ein Viertel, sag ich, also ein halbes. Aber er hat ja zwei Movement, also ein Viertel von seinem Movement. So, das wollte ich sagen. Es ist gut, dass ihr immer versteht, was ich sagen will. Manchmal überschlagen sich meine Gedankengänge und dann... Ja, guck mal, hier ist nämlich schon direkt der Papa. Deswegen ist der Speerbogenschütze auch direkt informiert. Naja, wir haben alle Böder Bock auf mich. Kann der nicht mal einfach den Bautrupp, der hier gerade irgendwie so durch die Gegend gehuschelt ist, einfach einnehmen? Und ich hole mir den dann? Der wäre doch super nice jetzt. Ich glaube, das versuchen wir. Sowas kann man auch immer im Auge behalten. Solche Sachen passieren öfter, als man denkt. Kommt doch gerade ein ungeschützter Siedler raus. Das ist auch immer öfter, als man denkt. Valetta hätte gerne Gold. Valetta, wo soll ich denn jetzt Gold hernehmen? Ist hier auch irgendwas Interessantes? Na, nicht wirklich. Seht ihr das? Ich kann den jetzt viermal bewegen, solange ich auf Hügeln bleibe. Und das ist halt einfach lächerlich viel. So, dann gehen wir mal runter. Ich will jetzt mal sehen, was da unten gerade passiert ist. Wir brauchen dringend noch einen Bogenschützen mehr. Das ist gerade wirklich essentiell. Aber ich will auch scouten. Und der Krieger ist ja schon wieder auf dem Heimweg. Der hat jetzt bloß nicht den angenehmsten Weg. Hier, vor allem, wenn es hier im Barbarenlager direkt in der Mitte gespawnt ist. Vielleicht hilft Valetta da selber mit. Ja, wer es glaubt, bezählig, ne? So, gehen wir mal dahin. Da, links scouten ist definitiv... Da ist ein Krieger drin. Na, ich glaube, du kommst weg von den Barbaren, ne? Gut, dann, ja, lassen wir das mal so sein. Dann eskortierst du mir mal den Siedler, der da gleich fertig ist. Weil, wenn ich den jetzt hier hochziehe und hier ist ein Barbarenlager, dann haben wir einen Siedler weniger. Wäre nicht so geil. Deswegen kriegt der lieber mal eine Eskorte. So, nächste Runde, nächste Stunde. So, ich denke, bevor ich mich da näher ran bewege, heile ich meinen Krieger erstmal. Weil der ist jetzt nicht mehr in der besten Verfassung seines Lebens. Aber hey, es geht ja schon irgendwie. So, du mal dahin. Du mal... Ich denke, wir wollen auf diesen Hügel. Ne? Das hatten wir, glaube ich, geklärt. Haben wir daran. Observatorium, Hügel, Fluss. Ja, das klingt sehr gut. Ist ein bisschen nah an der Hauptstadt, aber das ist nicht so das größte Problem. Die Hauptstadt hat so viele gute Salzfelder und so viele andere Felder, dass das erstmal Wumme ist. Drei Runden für den Bogenschützen, das nehmen wir doch mit. So, das Camp ist auch fertig, sind wir auf 8 Zufriedenheit. Das ist kein Feld, was wir bewirtschaften wollen. Drei Runden für den Bogenschützen, aber 12 Runden zum Wachsen. Wir können natürlich auch in 6 Runden wachsen, aber ich glaube, drei Runden für den Bogenschützen, das machen wir erstmal ganz schnell. Und danach wachsen wir halt wieder schneller. Weil diesen Bogenschützen brauchen wir dringend und schnell. Ja, und drei Runden finde ich durchaus schnell. Ich glaube, dann können wir sogar zwei Bogenschützen in drei Runden bauen, wenn es reicht. Dann haben wir nämlich das Militär, was uns gerade fehlt. Und dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Ich meine, wir wollen auch einen Kornspeicher haben zum Wachsen, wir wollen eine Bibliothek haben und. Wir wollen so einiges haben. Aber wir haben gerade so wenig Militär, dass wir das wirklich ins Auge fassen müssen, zu verbessern. Ich mache hier die Farm fertig, weil es ist eine Süßwasserfarm. Also, du gehst mal dahin. Das war übrigens risky, weil der Bogenschütze nicht hätte nachlaufen können, falls er mal wahr gewesen wäre. Ah, das ist mir egal. Na, hallo, Süleyman, ne? Du darfst ja auch nicht fehlen, ne? So, stelle ich dich hier in die Stadt, sparen wir Geld. Nächste Runde setteln wir in die nächste Stadt. Stadt. Ich sag ganz oft Stadt und dann kriege ich Geld. In meiner Stadt. So. Und das Salz ist verbessert. Ne, wie gesagt, immer diesen Trick benutzen. Das läppert sich. So. Und denn dann kaufe ich mir das andere Salzfeld. Weil das führt jetzt einfach dazu, dass wir wachsen da nächste Runde. Und dann nimmt er das Salzfeld mit, weil wir haben überall nur eine Produktion auf den ganzen anderen Feldern. Aber das Salzfeld hat die meisten anderen Erträge. Das heißt, er wirkt das instant und wir kriegen die anderen Erträge auch mit. Also nicht wirklich. Wir kriegen die Nahrung nicht. Aber wir kriegen das Gold mit. Das eine Gold. Das habe ich jetzt für ein Gold pro Runde gemacht. Ja, außerdem nimmt er das Weizen jetzt automatisch und dann haben wir beide Felder. Ja, ganz nett. Wo will dieser Bautrupp hin? Das ist einfach so unglaublich dämlich, diesen Bautrupp zuzusehen. Wir können das Weizen hier verbessern, aber das Salz ist so viel besser als Weizen, dass wir das Salz trotzdem zuerst mitnehmen. Und wir locken es auch.
Wie schön. Ach, ein Salzstadt ist schon herrlich. So, gründ mich meine dritte Stadt. Aha, da ist das besagte Barbarenlager. Ich wusste, dass hier irgendwo eins ist. Ich wusste bloß nicht, wo. Man hat das einfach in der Pisse, wenn man ein paar Rundziff gespielt hat, wo die spawnen. Und das war halt schon wieder genau so ein Spot. So, in Lyon das gleiche wie in der anderen Stadt. Zuerst die Bücherei. Drei Nahrung, sehr schön. Dann wächst ihr in 5 Runden auf 2. Und jetzt können wir tacken. So, 20 Runden für Philo. Viel zu lange für Bibliotheken. Ich denke, jetzt können wir Bronzeworking kurz zwischenschieben, um unser Eisen zu sehen. Das wäre sehr gut, wenn in Lyon welches wäre, damit ihr schneller produziert. Und ja, danach. Aber wir haben nächste Runde unseren Bogenschützen hier. Das heißt, du kannst schon mal runtergehen. Kannst dann hier beim Lager helfen. Dann sind wir mit Valletta befreundet. Das Lager soll ja weg. Außerdem glaube ich nicht, dass unser Krieger da gut durchkommt, wenn wir da keine Hilfe haben. Und das ist unser Scout-Bogenschütze. Der ist relativ schnell dann da. Das ist der Plan. Orleans ist jetzt auch ganz gut aufgestellt mit 2 Salzfeldern. Lyon bringt uns dann gleich 2 Luxusressourcen. Zucker und, Marmor. Zucker können wir schon verbessern. Das machen wir dann auch demnächst. Das macht er hier, wenn er mit seinen Farmen fertig ist. Geht da hoch und macht uns den Zucker. Weil da Gott sei Dank kein Sumpf drüber ist. Über Zucker ist oft Sumpf, aber hier jetzt Gott sei Dank nicht. Also brauchen wir Steinmetzkunst dafür noch nicht. Steinmetzkunst brauchen wir dann für das Marmor. Aber das packen wir dann nach Philosophie. Also ich denke, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen Philone, wir brauchen eine staatliche Hochschule. Also wir machen jetzt Bronzeverarbeitung, Philosophie, Steinmetzkunst und dann gehen wir zur öffentlichen Verwaltung. Das ist natürlich sehr, sehr langsam, hier alles andere noch zu tacken. Aber für unseren momentanen Start ist es sehr sinnig, weil wir viel haben, was davon profitiert. Und dann so ein bisschen später bei öffentlicher Verwaltung zu sein, ist durchaus denkbar, wenn wir dafür andere Dinge wirklich früh mitnehmen können, wie zum Beispiel die staatliche Hochschule, vielleicht noch Eisen, wenn wir Glück haben, und vor allem halt unsere Luxusressourcen hier noch, ne, unser Marmor. Das ist der Plan. Also was soll denn, Mann? Das ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit. Außerdem habe ich 2 Salz noch übrig, ne? Ja. Gib her. Sehe ich ein, Süleyman. Außerdem kann ich jetzt sehen, welche Wunder du baust. Gar keine. Jetzt machen wir 8 Gold die Runde. Danke, Süley. Ormus hat gerne einen großen Prophet. Du, Ormus. Ich auch. Antwerpen will, dass ich was wegmache. Den da. Oh, jetzt wird unser Salz angegangen. Wo kommst du denn jetzt her? Und unsere Legende ist hier so doof aufgestellt. Hier dann, ja? Oh mein Gott. Das müssen wir gleich reparieren. Kann ich überhaupt, wenn das Lager jetzt da ist und mich hierhin bewege, habe ich ein Problem. Ist es nicht, okay. Okay, passt. Ach du Scheiße, was macht ihr denn hier? Was ist denn eure Mission? Will ich das wissen? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. So, der Bogenschütze ist fertig und ihr seht das schon, ich brauche mehr Militär. Ich habe es gesagt und das wird jetzt gebaut. Du runter. Du um das hier oben kümmern, der nächste kümmert sich dann um das hier. Und dann haben wir hier Ruhe. Und ein paar Freunde sogar. Ja, und deswegen brauchen wir gerade Bogenschützen. Du machst das mal. Wir müssen da gleich unser Salz reparieren. Ehrlich ist es. Wenn ich Pech habe, plündert er das andere auch noch. Da sollte ich mich draufstellen gleich, wenn es geht. Na, ist wie es ist, ne? So, einmal hier hin. Guckt man einmal nicht in den Nebel des Krieges, kommen die Barbaren, haben Bock. Komm, geh zu meinem Bautrupp hier hoch, anstatt zu plündern. Hast Bock, oder? Ne, hast Bock auf Plündern. Haben die immer. Ich sag euch, das haben die immer. So, ich bleib hier stehen, wo ich stehe. Dann kann nämlich Schweden das Barbarenlager nicht angehen. So, und dich stelle ich hier hin. Ich weiß, dass ich dich dafür diese Runde noch nicht anschießen kann, aber dann kann ich meinen Bautrupp da draufstellen, dann ist der safe. Und du kannst das andere Salzfeld nicht plündern, ja, ich weiß. Das war wieder ein 4000 IQ-Move. Dann verliere ich nämlich keine Zufriedenheit, weil ich habe jetzt nur noch 2 Salz. Eins davon habe ich gerade Süleyman gegeben, das heißt, ich habe nur noch 1 Salz doppelt sozusagen. Und wenn ich jetzt geplündert kriege, das zweite Feld, habe ich das Problem, dass es dazu führt, dass ich unzufrieden bin. Das möchte ich nicht. Also habe ich das so gemacht, wie ich das gemacht habe. Ich habe nächste Runde Monarchie, aber muss er nicht drauf anlegen. Nee, nerv nicht. Jetzt wird er mich immer nerven, weil ich schon eine Botschaft bei ihm habe. Und er will mir Geld dafür geben, dass er eine bei mir kriegt. Süleyman, weißt du was? Nee. Kannst du noch so ein Ehrensüli sein? Das machen wir nicht. So, hier einmal drauf. Ah, ich habe Großgrundbesitzer noch gar nicht. Großgrundbesitzer, nicht Monarchie. So, jetzt. Jetzt wächst meine Hauptstadt auch schneller, sehr schön. So, das Barbarenlager gehen wir einfach an. So, und ja, das schaffst du alleine. Wir sind ja nur auf König, ne? So, und den Bautrupp hier. Und wenn er mich jetzt noch einmal angreift und ich ihn dann noch einmal angreife, kann der Bautrupp da hoch. Das passt schon. So, hier unten geht's noch rum. Gucken wir mal. Ja, Kilimandscharo-Scouts, ne? Man kennt sie. So, einmal runter. Ja, du musst jetzt leider mal kurz Pause machen. Das ist sicher, als irgendwas anderes zu tun. Wir produzieren ja gerade Bogenschützen, das wird alles schon. Also es ist halt gerade nur ein bisschen lästig, wie es ist. Na, wir müssen jetzt erstmal die Barbaren um uns rum clearen, weil sonst nerven die halt auf Dauer. Ja, genauso wie ich es mir gedacht habe. Da ist das Upgrade, da ist er tot. Da ist kein Lager, dann können wir reparieren. Hopp, der hat wohl eine lange Reise von Schneeland hinter sich. Ja, ich hoffe,
die bleiben dann auch mal da. Das bleiben sie nicht, aber es wäre schön. Aber es ist hier links denn schon wieder verkehrt. Darf ich mal vorbei? Es ist mir völlig egal, was ihr da treibt. Ich will einfach nur vorbei. Leon wächst, nächste Runde. Wir machen plus 10. Perfekt. Das ist Bronze Working, die nächste Runde fertig, nicht in zweien. Ah, diese Überträge. Ich liebe diese Überträge. Ich kann das Lager da clearen. Für 170 Gold. Nee, lass mal. So. Genghis Khan hat die Klassiker erreicht. Manzer Kongo braucht meine Hilfe nicht mehr. Die sind eben ein bisschen weiter weg von uns. So, Eisen. Und schaut mal an hier. Bam. 1-2er Feld. Kann ich direkt so machen. Haben wir das hier verbessert? So. 4 Runden wachsen wir. 3 Runden wachsen wir. Jetzt brauchen wir einen Kornspeicher. 3 Runden. 3-6. 2 Runden wachsen. Klingt gut. Wir wachsen in 2 Runden. Das ist mehr Wissenschaft. Deswegen machen wir das so. So, das ist die nächste Runde fertig. Und du kümmerst dich dann mal hier unten um das Lager. Dann haben wir von allen Seiten Ruhe. Ja. Ich bin doch ganz dankbar, dass wir das getaggt haben. Ich hätte das Eisen zwar lieber in der Stadt hier gehabt, aber was soll's. Wachstum verzichten, um in 16 Runden staatliche Hochschule bauen zu können. Ja. In der Tat. Das machen wir. Ich will doch hier nur durch. Lasst mich in Ruhe. So. Da unten ist nichts mehr. So. Und jetzt wird dieses Lager hier zerstört. So. Du bist jetzt Level 2, dann liegt die EP lieber auf dem Krieger. Zack. Ist der nämlich auch Level 1. Haben wir das. Genau, und mein Plan ist jetzt hier, die staatliche Hochschule so zu timen, dass es ungefähr gleichzeitig mit meinem Bips hier fertig ist. Alternativ kann ich halt jetzt diese 2 Nahrung, 2 Gold mitnehmen. Dann wächst man 8. Es ist eigentlich sinnvoller, weil mehr Wissenschaft und mehr Gold jetzt. Ja, komm, machen wir es so. Dann dauert das jetzt noch 32 Runden, aber der dritte Einwohner kommt dann auf die 2 Produktion und dann geht's schneller. Dann wird es jetzt aber ein bisschen später fertig sein, als Philosophie getaggt ist, aber ich glaube, auf Dauer ist es so sinnvoller, weil wir dann schneller andere Sachen taggen können danach und mehr Gold machen in der Zeit. Und halt in Lyon und Einwohner mehr haben für spätere Dinge. Aber ich denke, das ist so schon ganz vernünftig. So, ich denke, das passt so, wie wir das jetzt machen. So. Solche Min-Maxing-Sachen muss man sich immer hinterfragen. Das ist nicht nur im Early-Game wichtig, das ist auch allgemein wichtig. Solche Kleinigkeiten entscheiden das ganze Spiel eigentlich fast schon. So. Ja, dann, du hast dein Zweier-Upgrade. Der überlebt das natürlich. Du kriegst dein Drill 1. Mach das Lager hier weg. Zack, Valetta fand das super. Sind wir mit dem befreundet. Genau, und du gehst jetzt mal. Wie kommen wir denn jetzt am blödesten darunter? Ne? Ich glaube, da gibt es so keinen guten Weg ohne Antwerpen, um uns Müsli zu kacken. Ne? Wenn ich jetzt hier reingehe, dann finde ich das gar nicht gut. Müssen wir so runterlaufen, das passt schon. Ja, 1, 2, 3 und wieder umdrehen. Da ist noch ein Stadtstaat, den würde ich gerne kennenlernen. So, und dann kannst du mir mal meine Pferde hier verbessern. Sehr schön. Das Salz ist fertig. Du heilst dich nochmal 2, 3 Runden und dann gehst du mal das Lager da oben an. Das wird hier ja irgendwo sein. Nicht, dass die uns noch weiter nerven. Dann haben wir alle Lager mal im Blick und du gehst jetzt einfach nach Hause und der Krieger heilt sich hier noch 2, 3 Runden, bevor der in den Barbar reinläuft und geht dann nach Hause. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Und das ist der Plan, den wir jetzt fahren. Langsam gehen wir auf die Religion zu. Wir machen jetzt 4 Glauben die Runde. Wir bauen deswegen auch keine Schreine, weil das Wüstenpantheon das eigentlich praktisch von selber macht. So. Ja, du heilst dich, außerdem blocken wir Schweden, dass er da nicht durchgehen kann. Und das finde ich lustig. Deswegen bleiben wir genau da stehen. So, da ist noch ein Barbar gespawnt. Die knallen wir einfach weiter ab. So, da. Hallo, lieber Stadtstaat. Kathmandu. 4 Glauben. Dich hätte ich gern früher gefunden. Ne? So ein Pantheon gründen. Ich meine, es sind immer noch 4 Glauben. Ne? 4 Glauben sind 4 Glauben. Aber 4 Glauben jetzt sind halt nicht mehr das, was sie mal waren. 4 Glauben sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Wir nehmen hier die 2 Nahrung, damit wir mal schneller wachsen dann. Also wenn ihr 3 Erträge auf beiden habt, ist meistens 2-1 besser als 1-2, ne? Aber wenn die Pferde gleich verbessert haben, nehme ich die Pferde erstmal mit, wenn die 4 Ertrag haben und danach das Weizen wieder. Aber so wächst Orleans halt schneller und das finde ich gut. So, Paris ist jetzt auf 8. 3 Ertrag auf dem. Das finde ich sehr gut. Ja, ist der Kornspeicher auch schneller fertig. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt wachsen wir schnell, jetzt produzieren wir schnell. Das waren halt diese Early-Game-Entscheidungen, die wir getroffen haben, um unsere Städte erstmal aus dem Knick zu kriegen. Und ihr seht das schon, die Städte, die funktionieren jetzt einwandfrei. Und wir sind Frankreich. Wir haben keinen Bonus auf irgendwas. Und trotzdem sieht unser Grundgerüst an Städten jetzt durchaus vernünftig aus. Und das ist genau die Idee, die ihr aus diesem Early-Game mitnehmen solltet. Dass ihr euer Grundgerüst von den Städten erstmal braucht, bevor ihr überhaupt an Wunder oder an Krieg denken könnt. Außer natürlich, ihr habt so einen Scheißstadt, dass ihr nur eine Stadt habt, die was bringt und alle Expans ziemlich schlimm sind. Und wir nehmen jetzt mal an, Antwerpen wäre die Hauptstadt von wem anders, Valletta wäre die Hauptstadt von wem anders, Ulundi wäre hier auch und hier wäre noch eine. Ja, dann hättet ihr keine Chance zu expandieren, wie ich das hier getan habe. Dann müsst ihr Militär gehen und einen von denen weghauen und am besten den hier oben, dann hat nämlich nach oben Ruhe. Auch wenn es Tundra ist. Na, wahrscheinlich dann nicht den hier oben, dann wahrscheinlich ihn hier. Ja, der ist ein bisschen verschanzt. Dann wahrscheinlich Antwerpen, ja. Wenn Antwerpen Spieler wäre. Ich meine, Lake Victoria eigentlich, ne, aber der ist auch schlecht angreifbar. Antwerpen ist leichter angreifbar.
Aber tendenziell, wenn ihr eng auf eng sitzt, dann wollt ihr Early Krieg führen. Oder wenn jemand neben euch Wunder spammt und der kein Militär hat, dann wollt ihr Early Krieg führen. Und ansonsten wollt ihr euch so ein Grundgerüst aufbauen, wie ich das hier gemacht habe. Das ist jetzt so das gängige Spiel, wenn Early nichts Außergewöhnliches passiert, will ich sagen. So wie das jetzt hier aussieht, so ist normal. Ah, Eistee. So. Na, habe ich auch nicht aufs Kaubrett kassiert. Ich nehme mal. Guck mal, da ist das Lager. Ja, der Stadtstaat ist dran, bevor der Barbar dran ist. Ich kann mich hier in Ruhe verschanzen, da passiert nichts. Du, gehst mal hier. Ich mache jetzt nämlich wirklich die Situation, wo es Sinn macht, die einmal kurz zu canceln und dann aufs Weizen zu rennen. So, genau da zum Lager. Du gehst Richtung Hauptstadt. Ja, die schießen wir einfach weiter tot. Du bist genug geheilt. Wo ist das Lager hier oben? Das finde ich jetzt raus. Pferde. So, nächste Runde haben wir unsere andere Bibliothek hier in Orleans. Da ist nochmal ein bisschen Wissenschaft mehr, dann gehen wir schneller zur Philosophie und zu anderen Dingen. Ne? Früh mehr Wissenschaft ist wichtig, deswegen halt einfach früh Bibliotheken oder vor allem die staatliche Hochschule danach. Das ist jetzt nur ein Wissenschaft gewesen, aber wenn die wachsen, ist es nochmal mehr. So, Leon kann da weiter drauf schießen. Das wird auch so bleiben, das Weizen verbessern ist gerade das Sinnvollste. Dich stellen wir in die Hauptstadt, einfach um Geld zu sparen. Bibliothek ist fertig, so was wollen wir als nächstes haben. Schrein brauchen wir nicht, wir haben ja 4 Glauben die Runde, das wird auch auf Dauer mehr mit den ganzen Wüstenfeldern. Ich denke, als Sinnigstes hier ist erstmal ein Kornspeicher, damit die schneller wachsen. Wir haben auch Weizen, was davon profitiert. Und wir können dann Karawanen machen, die in die Hauptstadt Nahrung bringen. Das ist sehr, sehr gut. So, stell dich mal dahin. Ist wahrscheinlich hier im Schnee, ne? Ich schätze mal. Das Barbarenlager. Wir verfolgen das jetzt einfach mal ein bisschen so. Du hast genug geheilt. Komm mal nach oben. Wir brauchen dich wahrscheinlich eher bei uns zentriert. Das wäre ja auch... Wir stellen mal nach Lyon rein, ne? Da haben wir da auch ein bisschen Gold gespart. So, und so langsam können wir mal gucken, ob noch mal irgendein anderer... noch ein anderer Spieler genug Geld hat, um uns nochmal ein Salz abzukaufen. Wir haben jetzt noch mal eins. Wir haben jetzt noch 2 Salz übrig, mehr oder weniger. Da kann man ja mal fragen. Hier kommt noch mal ein Barbar. Dann fangen wir uns den jetzt gleich mal ab. So, hier unten ist das andere Lager. Und du kommst mit hoch. Da schließe ich rein. So, ich gucke mal. Das ist, glaube ich, am besten, wenn wir hier reingucken. Da siehst du es am besten. Suleiman hat schon Salz von uns. Gustav Adolf hat eine Menge Flatgold, aber nicht viel pro Runde. Auch keine Luxusressource doppelt. Luxusressourcen haben die alle nicht doppelt. Shaka und Gustav machen Sinn. Aber die können nur mit uns Geld handeln. Wenn sie mit uns eine Freundschaftserklärung unterzeichnen. Und da haben sie beide keinen Bock zu. Also ist das komplett außer Frage leider gerade, dass wir noch mehr Geld kriegen durch unser Salz. Und das ist auch das Problem, was ihr Multiplayer haben werdet. Dass ihr dann halt diese Luxusressourcen doppelt habt, aber keiner will sie haben. Beziehungsweise keiner will euch was dafür geben, was ihr haben wollt. Und dann sitzt ihr da, habt die und es bringt euch nichts. Deswegen, wenn es jetzt nicht Salz ist, was so gute Erträge hat, sondern hier so Elfenbein, dann verbessert ihr meistens nur so viele, wie ihr braucht und lasst die anderen Felder einfach liegen. Weil es einfach eine Zeitverschwendung ist, die sonst zu verbessern. Im Singleplayer ist das immer gut, ne? Geld, Geld, Geld. Regiert die Singleplayer-Welt. Aber Multiplayer lasst die dann einfach stehen und scheiß drauf. Ja, das ist genauso dieser Unterschied für Luxusressourcen, dann wenn ihr schlechte Sachen habt. Und schlechte Sachen sind Kalenderressourcen, Trapping-Ressourcen. Küstenressourcen nicht. Küstenressourcen nicht unbedingt, weil Küstenressourcen mit dem geilen Bautrupp! Nehme ich. Entweder gebe ich den Anwerben wieder oder ich habe ein gratis Bautrupp. Das dauert auf jeden Fall noch länger als 14 Runden. Hier, oh ja, das Lager selber weggemacht, oh, das ist okay. Es dauert noch länger als 14 Runden bis zur staatlichen Hochschule, das heißt, ich kann vorher noch die Wassermittel zwischenquetschen. Das ist noch mehr Nahrung und Produktion in der Hauptstadt. Alternativ ist das ein Punkt, wo ich mir überlegen könnte, ein Wunder zwischen zu quetschen, weil die Zeit es wirklich ergeben würde. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo alle Spieler sind. Ich kenne 5 Spieler, also einen kenne ich noch nicht. Ja, mal gucken, baust du die Bippen? Nein. Baust du die Bippen? Nein. Nein. Du baust das Terrakotta-Armee. Erstes Wunder Terrakotta, clever. Der letzte Spieler könnte vielleicht die Bipp gerade bauen. Aber es wäre sogar so ein Moment, wo man sagen könnte, jetzt könnte man die große Bipp angehen. Da hat man die Bibliothek dann sogar auch gratis hinterher. Ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Wie lange würde die denn dauern? Vor allem mit einem Salzstadt geht, ja, 17 Runden, das ist gar nicht mal so viel. Das ist wahrscheinlich noch weniger. Können auch den Wald hier am Eisen abholzen, um es noch schneller zu machen. Also sagen wir mal, es sind effektiv wahrscheinlich so 13, 14 Runden statt 17. Und haben dann auch eine gratis Bip drin. Aber ich habe ja im anderen Early Game Guide schon eine große Bip gebaut. Und das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für normales Early Game, deswegen baue ich jetzt hier keine. Aber tendenziell ist das jetzt hier ein Moment, wo man überlegen könnte, ob man jetzt zum Beispiel die Bip, Stonehenge oder den Artemis Tempel baut. Stonehenge auf keinen Fall, weil wir das gute Pantheon haben in der Wüste. Wir kriegen genug Glauben, auf jeden Fall, durch unser ganzes Gelände. Wir brauchen Stonehenge nicht und das ist einfach eine Zeitverschwendung gerade. Artemis Tempel wäre sehr, sehr nice, weil der uns halt im Endgame sehr viel rausreißt. Der ist halt immer das Spiel besser, der gibt uns 10% Wachstum. Aber diese 10% Wachstum hier sind nach der Berechnung, vor der Berechnung von den Bürgern. Es funktioniert halt folgenderweise, wir machen hier in der Stadt 20 Nahrung. Aber 10 werden von Bürgern gegessen. Das heißt, wir haben nur noch 11 übrig. Keine Ahnung, wie die das jetzt berechnet haben, aber es ist so.
Ah, nee, wir haben 10% Modifier auf das Capital. Ja, ja, allgemein sind das hier 10% mehr. Das sind die 10%, die da noch drauf kommen. Und dann werden 10,1 auf 11 aufgerundet hier. Aber wir werden nochmal 10% draufkriegen auf die 20 am Anfang. Das heißt, es werden am Anfang 22 statt 20 für die Verrechnung. Und das macht halt schon viel aus. Es ist am Anfang nicht so viel, aber am Endgame, wenn diese Anfang nicht 20 sind, sondern sagen wir es mal 80, dann haben wir 8 Nahrung mehr in der Hauptstadt. Und das haben wir in jeder Stadt dann durch den Atem des Tempels. Deswegen ist der Atem des Tempels so gut. Und er ermöglicht uns schneller Fernkampfeinheiten zu bauen. Was auch bis ins Late Game ziemlich nice ist, dann nicht mehr wirklich. Aber bis ins Late Game ist es ziemlich gut. Der ist halt eines der besten Wunder wirklich. Und das wäre jetzt auch so eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, ich will euch hier ein generelles Early Game zeigen. Deswegen baue ich jetzt einfach gar keine Wunder, sondern die Wassermühle. Alternativ ist gerade Überlegung wert die Karawane oder die Bibliothek. Bei der Bibliothek habe ich gerade den Gedankengang, klar, tacken wir dann ein bisschen schneller, aber ich will schneller wachsen und schneller produzieren, gerade, was halt auch wichtig ist. Also mit schneller wachsen, auch schneller tacken. Und diese Bib hier, die hier dauert 26 Runden, die wird natürlich noch schneller, wenn wir gleich nochmal wachsen, aber die dauert auf jeden Fall mindestens noch 14 Runden. Das heißt, ich kann eine Wassermühle machen und danach dann noch eine Bibliothek und danach die staatliche Hochschule. Dann, das ist so der Plan gerade. Und danach dann die Karawanen. Das ist ziemlich gut. Außerdem können wir die Karawane auch in Orleans bauen, wenn da der Kornspeicher fertig ist. Und wir können gerade nur eine bauen, weil wenn wir Segeln haben, können wir erst die zweite bauen. Also hat das noch ein bisschen Zeit. Auch wenn es jetzt langsam mal in Fokus rücken sollte, dass es halt eine Idee ist, was man machen könnte. So, Schaka, du klaust mir jetzt aber nicht das Lager hier, ne? Hoffe ich doch. Der Trick ist, Schaka, einfach kein Arschloch zu sein. Ne? Versuch das mal. Ja, das ist ziemlich, ziemlich profitabel. So, stell ich mal rein. Ja, du darfst dann gern mal sterben. Du bist mir zu nah an Lyon dran. Pferde sind verbessert. Das heißt, wir haben jetzt eine Stadt-Stadt-Quest erfüllt, lustigerweise. Ja, wer wollte das? Antwerpen. Was seid doch ihr hier? Perfekt, wenn ich das Lager für euch mache, bin ich euch verbündet und kann den Bautrupp behalten. Easy. Außerdem ist hier unten ein guter Stadtsport, lustigerweise sogar. Ja, hier unten wäre vielleicht die vierte dann eher. Gut, gut. Ich soll auch Glauben generieren. Da führe ich auf jeden Fall. Na klar, ich habe das Wüstenpantheon. Das heißt, das erfülle ich automatisch. Das ist das, was ich sage. Wenn ihr viele Stadtstaaten kennt, erfüllt ihr so einen Scheiß einfach automatisch die ganze Zeit. Gold werde ich nicht ranschaffen. Ich weiß nicht, wo Gold ist auf der Map. Keine Ahnung. Warte mal. Ich sehe kein einziges Gold auf der Map. Ne, keine Ahnung, haben wir noch nicht gefunden. Genau, der will, dass ich einen Propheten generiere. Das ist ganz gut, dass er das will, weil das dauert noch ein Weilchen und in der Zeit kann er sich hier ein bisschen erholen von dem Bautrupp, den wir ihm geklaut haben. Dann freuen wir uns mit ihm sogar halbwegs. Das ist alles durchaus vernünftig. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir, das fühlt sich gut an. So, ja, er zieht da ab, das ist gut, das heißt, das Lager da gehört uns. Antwerpen will, dass ich eine Straße baue. Pferde haben wir jetzt, ne? Da haben wir Zufriedenheit von denen. Das ist auch ganz gut. Na, zwei Zufriedenheit. Weil wir sind auch wieder gewachsen gerade, ne? Das tut dann langsam weh. Mit der Zufriedenheit. So, und du mal nach Lyon rein. Ein bisschen Geld sparen, einmal kurz heilen. Wo will ich eigentlich mit dir hin? Kathmandu hat inzwischen Kompos. Das heißt, einige der anderen Zips haben schon Kompos. Das ist erstmal ein bisschen besorgniserregend, weil wir halt keine haben, aber weil es kein Multiplayer ist, eben nicht. Im Multiplayer ist das meistens so das Zeichen für, oh, jetzt führt irgendwer gleich Krieg. Im Singleplayer ist das meistens so das Zeichen für, ja, es ist halt die KI, die hat halt mehr Text als man selber, ist halt so. So, ich würde sagen, wir verbessern, okay, wir haben nochmal Eisen, ne? Das ist geil, doppelt Eisen in der Hauptstadt. Ja, ich denke, wir verbessern mal das Eisen. Ja, wobei, nee, ich glaube, den ziehe ich jetzt erstmal hier hoch und verbessere erstmal den Zucker, weil wir haben Zufriedenheitsprobleme langsam. Ich meine, die nächste Sozialpolitik in 10 Runden wird Monarchie sein, das hilft nochmal ein bisschen. Aber so langsam sackt's ab, das heißt, ich sollte so langsam den Zucker mal verbessern, also gehst du da jetzt gleich mal hoch. Noch einen Bautrupp zu bauen wäre auch nicht verkehrt, das sind alles so Sachen, das wird jetzt so nach und nach in Angriff genommen. Jetzt muss man sich mal fragen, was brauche ich so am dringendsten? Gerade brauche ich am dringendsten Zufriedenheit, wenn wir nur noch einen Punkt haben. Nächste Runde wächst Paris, dann haben wir gar keinen mehr. Warte, ich mache einfach mal. Ich sage euch das nicht nur, ich mache es einfach mal, dann seht ihr es. Zack, null Zufriedenheit. Wir brauchen auf jeden Fall den Zucker verbessert da oben. Das ist halt, wenn man am Anfang schnell wächst, passiert das. Das ist ganz normal. So, sich mit Antwerpen gleich verbünden, wird aber auch helfen, das ein bisschen zu mitigaten. Weil Antwerpen sind ja ein kaufmännischer Stadtstaat. Das heißt, die geben uns nicht nur ihre Edelsteine, die sie haben, sondern auch nochmal so ein extra Ding, die Juwelen. Das sind einfach nochmal 8 Zufriedenheit, die wir hier rauskriegen. Wenn wir es gleich mit denen verbinden, wenn das Lager hier kaputt ist. Und das rettet uns jetzt gerade ziemlich den Tag. Das kann man schon so sagen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Das machen wir allgemein, einfach mit Stadtstaat verbündet sein ist allgemein gut, egal was das für welche sind. Aber das ist gerade ziemlich ideal von der Situation. Aber manchmal ist es halt einfach so. Manchmal fügt sich bei Civ einfach 1 und 1 zusammen. Vor allem, wenn man halt sein Spiel einfach ideal rausspielt, was wir hier ziemlich getan haben. Dann fügt sich 1 und 1 sehr oft zusammen und dann kommt Marcel Davis und richtet euch euren DSL-Router ein oder so ähnlich. Das ist doch 1 und 1, oder? Das habe ich doch richtig verstanden. So, ja, warten wir mal kurz. Wir machen hier gleich einen fliegenden Wechsel. Ich spare das Geld und wenn der Krieger da ist, dann darf er hier mal... Das ist ja mein Scout-Bogenschütze, der darf dann mal oben das Lager im Schnee wegmachen, weil der kommt da besser durch als der andere. So, nächste Runde.
So, lieber Krieger, einmal hier hin. So, du musst dringend zum Zucker hoch. Nächste Runde bist du da. Perfekt. Das ist auch bald weg. So, und wir verzwiebeln uns hier einfach mal wieder, bevor Istanbul hier die Grenzen dicht macht. Haben wir jetzt alle Felder hier bei Orleans? Orleans hat einen vierten Einwohner. Der sitzt auf den ja, perfekt. Da soll er auch hin. Wir sind ja nicht in Reichweite der Hauptstadt. Genau, jetzt haben sie ein bisschen Wachstumsprobleme, weil wir unzufrieden sind. Das wird sich dann aber demnächst wieder haben. So, können wir eigentlich mit der Straße schon mal anfangen. Wir brauchen Straßen zwischen den Städten, um unser Gold ein bisschen zu erhöhen. Ich kann auch gleich nochmal gucken, ob jetzt inzwischen mal einer der KIs was zum Tauschen hat. Ein Gold die Runde, der hat schon minus 8. Die wollen alle keine Freundschaftserklärung, das heißt, wir können auch kein Geld von denen verlangen. Ne. Ja, das ist so die gängige Situation. Wir haben Zeug zum Vertauschen, aber niemand hat irgendwas, um uns was dafür zu geben. Schade. Und wir haben ein Kriegergeschenk gekriegt von Valletta. Wie schön. Ich meine, tendenziell ist nicht blöd. Hier können wir Orleans reinstellen, dann spart er uns Geld und haben wir einfach schon mal einen. Wir haben ja genug Eisen, um die später zu verbessern. Du kommst ja gleich mal nach Paris rein. Und du gehst hier mal durch. Genau, den Zucker wollen wir auf jeden Fall verbessert haben. Und du gehst jetzt schon mal hoch. Ich will da oben schon mal das Lager angehen gleich. Damit wir da unsere Ruhe haben. So, Straße, da machen wir das Gängige, was wir machen. Wir haben nämlich ein durchgängiges Flachland, was wir hier nutzen können für die Straßen. Das heißt, wenn die Straßen so sind, wie sie jetzt gleich sind, nächsten Zug, dann können wir das hier abbrechen. Und bauen diese Straße nicht zu Ende. Sondern was wir machen, ist, wir fangen jetzt praktisch an, die Straße auf jedem Feld zu bauen und machen die dann immer in einem Zug fertig. Weil Straßen kosten ein Gold die Runde. Und es kostet uns halt erst ein Gold die Runde, wenn sie fertig sind, nicht wenn wir sie angefangen haben. Und so haben wir dann halt diesen Straßentrick, wo wir die Straße zu Ende bauen, direkt nachdem sie überall pre-buildet ist. Und es kostet uns keine Züge, weil wir können ja immer einmal bewegen. Das zeige ich jetzt einfach, wartet. Was wir machen können, ist praktisch das hier. Ein Feld rüber, Straße. Ja, perfekt. So, ist nichts respawn, sehr schön. Dann holen wir uns unsere Zufriedenheit mal wieder. Zack! Und wir behalten den Bautrupp, dann müssen wir keinen mehr bauen. Ne? Das war jetzt auch wieder die Sache. Ich habe ja gesagt, wir brauchen noch einen Bautrupp. Aber wir haben uns den gerade aus dem Lager geholt. Das heißt, wir brauchen ihn uns nicht bauen. Weil ein pro Stadt ist so ungefähr im Mittel das, was ihr am Bautrupp haben wollt. Und das haben wir jetzt. Drei Bautrupps und drei Städte. So. Wir können diese Wunder so gut spammen, gerade theoretisch. Aber ich will nicht. Also, wie gesagt, wenn das jetzt hier ein normales Spiel, dann macht ihr jetzt sowas hier, ne? Ja, ist klar. 14 Runden, es wird sogar noch schneller. Wir wachsen in 4 wieder. Wir können das Eisen verbessern, wir können das Eisen abholzen und. Das ist, also, den Wald um das Eisen abholzen. Oder sowas hier. Das ist jetzt eigentlich, was wir jetzt hier machen sollten, ne? Was ich jetzt hier machen werde, ist das, was man macht, wenn man jetzt hier gleich seine staatliche Hochschule bauen will. Ich baue jetzt einfach in 6 Runden kurz die BIP, weil die hier ist in 8 fertig. Und dann haben wir in 8 Runden, können wir mit der staatlichen Hochschule anfangen. Und währenddessen baue ich hier mal kurz nebenher die Karawane, dass wir auch schon mal eine haben. Weil ihr habt jetzt einen Kornspeicher hier. Das heißt, die kann Nahrung von dieser Stadt in die Hauptstadt liefern. Das heißt, die Hauptstadt wächst noch schneller. Das ist der Plan. So, ja, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Ich kann dich noch upgraden, ne? So, du bleibst in der Stadt. Du bleibst in der Stadt. Du gehst in die Stadt. Perfekto. Und wir haben 200 Gold, das heißt, wir könnten uns noch eine Einheit kaufen, aber ich denke, wir haben 2 Krieger, wir haben 3 Bogenschützen, das sind 5 Einheiten. Ich denke, das ist für antike Klassik, also jetzt kurz, wir haben jetzt gleich Klassik erreicht, für antike Klassik ist das okay, während wir keinen Krieg führen wollen. Das ist einfach eine gute Baseline, um zu sagen, ich habe jetzt schon was und wenn mich wer angreift, brauche ich noch ein bisschen was, dann habe ich 7, 8 Einheiten, das reicht hin. Das ist jetzt so ungefähr, ne, RSGE, der hier geht an dich. Das ist so ungefähr so eine solide Line von wie viel braucht man am Anfang. Das ist so gut jetzt gerade. Das wird am Ende noch mehr, das wird auch da definitiv noch mehr, wenn wir uns Valletta wieder anfreunden, weil wir uns durchgehend eh was schenken, wenn wir irgendwie Gold ran schaffen können. Das wird nichts sehr. Ich sehe kein Gold. Niemand hat Gold. Wo soll ich das denn hernehmen? Ich kann das nicht mal traden. Es ist kein Gold auf dieser Map bisher. Irgendwo wird es sein, ne, klar. Aber wo? Nirgendwo, wo ich weiß. Wahrscheinlich geht es hier hinter Shaka noch weiter. Hier ist dann wahrscheinlich der letzte Spieler. Deswegen haben wir von Shaka auch noch keine. Nee. Der hat nur seine Hauptstadt. Der hat wahrscheinlich seine Siedler verloren. Es tut mir echt leid. Eine F mal in Chat für Shaka. F. So. Ja, aber generell ist das, was wir machen wollen. Ich denke, ich spiele noch, bis wir die staatliche Hochschule anfangen können. Dann haben wir das Early Game mal ungefähr gesehen. Weil das Early Game geht, glaube ich, auch bis zur staatlichen Hochschule. Alles danach ist Mid Game, würde ich behaupten wollen. So. Jetzt schieben wir uns den Bartrupp hier zurück. Dann haben wir 3. Das dauert natürlich ein Weilchen, aber passt schon. Ich will noch mehr Informationen über das Gelände von Genghis Khan. Also laufe ich da einmal ran. Nicht so sonderlich interessant, aber was soll's. So, dann gehen wir hier einfach mal durch. Hier wird wahrscheinlich gleich das Lager irgendwo sein. Du gehst in diese Stadt rein, sparen mal Gold. Du baust, das hier ein Fluss dazwischen, ist nur meine Grenze, die so blau ist, ne? Du machst das so, dann brichst du das ab. Dann können wir hier einfach weiterbauen mit der Straße. Dann seht ihr auch, wie das mit der Straße ausgesehen hat, einmal komplett. Du machst den Zucker fertig. Aber wir haben auch nur 3 Zufriedenheit gerade, weil ihr eure Edelsteine nicht verbessert habt. Ich sehe das, Antwerpen, ich sehe das.
So sieht's aus. So, da ist Philosophie. Klassik. Und drei Runden für Steinmetzkunst, weil wir jetzt schon 18 Wissenschaft pro Runde machen. Kann man das echt so fix mal nebenher machen. So, jetzt gehst du wieder mal nach links. Das Kilimandscharo-Scout-Move ist so lächerlich, ne? Wo ist das Barbarenlager? Wir gehen aber ein bisschen vorsichtiger, nicht, dass ich einfach reinlaufe, ohne was zu machen. Da, Straße. Und ihr seht ja schon, wir zahlen gar kein Gold für diese angefangenen Straßen. Hier, man sieht sie ja auch nicht, wenn man drauf guckt. Aber dann, wenn wir gleich zurückgehen, können wir einfach fertig, 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 fertig in 5 Zügen, dann haben wir die Straße. Genau, das ist der Plan. Seht ihr gleich. Und dann kriegen wir auch Gold durch die Straßenverbindung. Und das ist schön. Können wir jetzt noch einen Bogenschützen kaufen, aber da ich gerade niemanden angreifen will, spare ich mir das Geld lieber für einen Kornspeicher oder so in einer anderen Stadt auf. Man will sein Geld auch nutzen, um halt wirklich irgendwas zu beschleunigen, aber momentan kann ich damit nur Militär kaufen mit 200. Also lohnt sich das nicht, das Idyll, ne? Suleiman, schicke Stadt. Schicke Stadt, Suleiman. So, wo ist das Lager? Wo ist der hergekommen? Hier ist kein Lager. Was zum Teufel, wo kam der Barbar vorhin? Ist der hier so oben rumgelaufen? Ich bin jetzt verwirrt. Ich dachte, da hätte definitiv was sein müssen, aber da ist nichts. Ist irgendwer anders weggemacht da oben? Ist Shaka da kurz hochgerannt? Das kann sein. Ja, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall wichtig, mal hochzugehen. Wenn nämlich ein Lager gewesen wäre, hätten wir uns das ganze Spiel mit rumärgern müssen. Jetzt ist da nichts mehr. Es war halt auch scheinbar nichts da. Ich bin nur paranoid, Leute. Ja, mach mal. Jetzt war direkt neben mir. Der baut jetzt auch die große Bib. Aber momentan ist der nicht so gefährlich. So, jetzt mache ich was. Normalerweise würde man jetzt Monarchie mitnehmen. Aber weil wir jetzt gerade schon bei der staatlichen Hochschule sind, nehme ich Aristokratie mit, weil das nämlich nicht nur normale Wunder beschleunigt, sondern auch nationale Wunder. Und jetzt wäre wieder mal so ein Punkt gewesen, wir hätten jetzt die große Bibliothek fertig. Ich kann jetzt in 11 Runden Wunder bauen, aber ich will nicht. Ich sollte wirklich. Aber das hier ist ein Early-Game-Guide und ich zeige euch nicht, wie ihr Wunder spammt. Darum geht's hier nicht. In dieser Situation sollte ich das, aber generell wollt ihr im Early-Game erstmal das machen, was ich jetzt gerade tue. Ne? Staatliche Hochschule angehen, Infrastruktur. Genau, Zufriedenheit halten, ne, haben wir jetzt hier wieder gemacht, haben wir jetzt hier verbessert. Steinmetzkunst ist jetzt da, wir können jetzt langsam hier das Marmor angehen. Müssen wir uns auch einfach mal kaufen können, weil Zufriedenheit ist super wichtig und das nimmt er automatisch nicht mit, weil es Tundra ist. Tundra ist ganz, ganz hinten auf der Liste von Feldern, die der Stadthalter automatisch mitnimmt. Deswegen gehen wir da jetzt gleich mal hoch, dafür war das Gold gerade sehr sinnig. Und ja, da gehen wir da jetzt gleich hoch und verbessern das. Steinmetzkunst nächste Runde schon. Genau, und du kommst mal wieder Walk of Shame nach Hause, bitte. Hast jetzt nicht so viel geleistet, aber passt schon. Also jetzt haben wir 7 Einwohner in Paris, können den 7. gleich nochmal richtig zuteilen. Ich denke, der sitzt schon ganz gut, der sitzt wahrscheinlich auf dem anderen Eisenfeld, genau da will ich ihn nämlich auch gerade haben. Nämlich 3 Ertrag. Ah ne, wir haben schon beide Eisenfelder gelockt, jetzt hat er 2 Produktionen mitgenommen. Dann nehmen wir lieber 2 Nahrung und ein Glauben. Bin jetzt auch schon kurz vor einer Religion. Es läuft durchaus alles ganz schön gut gerade. So, du mal hier hoch. So ist gut. Und so, ja Paris, 12 Runden jetzt verwundert. Ja, aber... nee. So, jetzt können wir natürlich mal gucken. 3 Runden dauert es, bis wir die staatliche Hochschule anfangen können. Haben wir irgendwas, was wir in 3 Runden bauen können, was wir auch haben wollen? Ein Archer. Ich brauche nicht noch einen gerade. Ich werde nicht angegriffen. Wenn wir den Militärscore angucken, das sollte man auch ab und zu im Auge behalten. Chaka hat das größte Militär. Ich bin Chakas nächster Nachbar. Vielleicht will er mich. Er steht ja auch schon mit einem Krieger. Ne? Wir können ja mal einmal so einen kleinen Hallo. Ist das dein scheiß Ernst, Chaka? Mit Kriegern? Ich baue noch einen Bogenschützen. Das passt sich zeitlich gerade sehr gut. Wenn ich jetzt echt mit Kriegern angreifen will, lache ich ihn aus. Mit Kriegern nimmt man keine Städte. Überhaupt nicht. Vor allem nicht nur mit Kriegern. Vor allem nicht über den Fluss rüber. Wenn er es jetzt versuchen will, dann gucken wir mal, aber... also wäre schon ziemlich dämlich. So, was wir jetzt machen können, ist segeln in 2 Runden kurz, mit dem, dass wir noch eine zweite Handelsroute losschicken können. Wenn wir dann in Lyon mit der Bibliothek fertig sind, bauen wir da auch einen Kornspeicher. Das heißt, da könnte man dann auch noch eine losschicken. Alternativ ist unser Ziel natürlich, öffentliche Verwaltung zu erreichen. Ich denke, wir nehmen erstmal Mathematik. Hängende Gärten sind ja auch immer eine Option. Zur Petra wollen wir vielleicht auch. Wir haben ja kein gutes Petra-Gelände, deswegen habe ich die Petra komplett vernachlässigt. Wir haben nämlich nur 2 Felder, die darauf ansprechen. Und das eine, da haben wir drauf gesettelt, das haben wir nur diese Oase, die darauf anspricht. Und das heißt, wir hätten nur eine gratis Karawane davon und dafür lohnt sich die Petra wirklich nicht. So, machen wir gleich mal das Marmor noch besser. Genau, du hörst da gleich mal auf. Na, Shaka, erklärst mir den Krieg oder wie sieht's aus? Nee, macht er nicht. Was ich jetzt aber machen werde, ist folgendes. Ich werde diesen Krieger so ein bisschen in Chakas Richtung schieben, dass ich sehen kann, falls er mir den Krieg erklären will. Sowas ist nämlich gefährlich, wenn man es nicht im Auge behält. So, und du, mein Freund? Du kannst eigentlich hier oben stehen bleiben, dass hier oben nichts spawnen kann. Das ist gar nicht so blöd. Und du, zum Scouten will ich, wenn dann rechts von Chaka, ne? Dann kannst du immer nach Hause kommen. So, und dann hier noch eine Straße. Und was machen wir mit dem Bautrupp hier? Ich denke, was wir machen wollen, ist langsam mal die Bauernhöfe hier an den Fluss, vor allem auf das Weizen da.
Das Eisen verbessern wir dann auch gleich noch. Mehr Produktion, aber ich glaube, mehr Nahrung ist gerade erstmal sinnig, damit wir noch schneller wachsen. Wachstum ist nämlich auch Wissenschaft, darf man nicht vergessen. Also machen wir das so. Und jetzt ist es auf 5 Einwohnern. Also langsam solltet ihr mal die Wüstenhügel mitnehmen, ne? Das ist eine gute Petra-Stadt Orleans, ne? Die haben ja echt viele Wüstenhügel. Das Problem ist halt einfach, dass sie die Wüstenhügel nicht mitnehmen automatisch, weil der Governor immer denkt, dass Wüstenhügel ganz ziemlich schlechte Felder sind. Aber Wüstenhügel sind praktisch nur normale Hügel, deswegen ist das ziemlich dämlich, die nicht mitzunehmen. Und wir können ja sogar ein Wunder bauen. Wir könnten ein Wunder outsourcen. Ich kann den Tempel von Artemis in Orleans bauen, wenn den ja auch keiner baut. Du baust den nicht. Du hast immer noch die Karakotta-Armee, seit 1000 Jahren schon, warum auch immer. Du hast immer noch die große Bib, die bauen wir auf jeden Fall nicht mehr, die baut er jetzt schon zu lange. Ich baue den Tempel von Artemis jetzt echt in der Zweitstadt, weil es in 15 Runden geht. Das ist ziemlich flott sogar. Was wir da sogar machen können, ist diesen Bautrupp hier hochschicken und diesen Hügel vom Wald befreien und dann nochmal ein bisschen beschleunigen. Ich mache das jetzt einfach, ne? Das ist mir jetzt gerade völlig Wumme, das geht gerade. Und deswegen machen wir das. Wir müssen in der Zweitstadt noch so machen. In der Hauptstadt wäre sogar noch sinniger gerade, weil die Hauptstadt das echt einfach rauskacken könnte gerade. Aber das da ist so lächerlich, ich mache das einfach. 15 Runden auf Normal Speed in einer Nicht-Hauptstadt ist extrem schnell. Aristokratie ist halt super. So. Kann natürlich sein, dass der Spieler, den wir nicht kennen, das schon macht, aber hey. Das Risiko ist es mir wert. So, Nahrung in die Hauptstadt, nach Paris. Dann wächst Paris in 3 Runden. Obwohl wir Produktion worken ziemlich viel. Easy, würde ich sagen. Nächste Runde. Terrakotta-Armee. Ja, Gustav, da hast du dir aber gegönnt. Bestes Wunder. So, da ist noch der Bogenschütze fertig. Jetzt haben wir noch mehr Einheiten. Nicht mehr mit Bratislava befreundet. Schade, schade. Das war viel Kultur. Also, du kannst hier mal verteidigen. So, Schaka, jetzt kannst du gern kommen. Ich glaube, jetzt habe ich so viel Militär, jetzt kann keiner mehr kommen. So, Genghis Khan hat auch Bock. Ich glaube, der hat Bock auf Antwerpen. Kann das sein? Er hat auf jeden Fall Bock auf irgendwen. Aber mit Katapulten und Bogenschützen wird er, glaube ich, nicht so viel reißen. Dahin? Hier ist, glaube ich, am besten. Da sehen wir viel. So, die Hauptstadt kann Wunder bauen, aber wir bauen jetzt aber die staatliche Hochschule, weil die ist jetzt wichtig. Wenn die Straße jetzt durchziehen. Und hier haben wir Kornspeicher, weil ihr wächst so überhaupt nicht mehr. Was ich jetzt natürlich machen will, ist von dem 2-Produktionsfeld weg. Ich hätte schon längst das Schafsfeld kaufen können, aber es ist halt teuer. Ich kann jetzt auch ein 2-Nahrungsfeld mitnehmen. Dann wachsen sie wenigstens wieder und danach wieder Produktion. Außerdem ist das hier nochmal ein Glauben, wenn ich das Wüstenfeld hier gerade mal worke. Also machen wir das mal so rum. Jetzt machen wir 6 Glauben die Runde. Ich glaube, ich spiele noch bis zur staatlichen Hochschule und bis zur Religion. Das sind noch so 2 Dinge, die im Early Game auf jeden Fall relevant sind und deswegen zeige ich euch die noch. Wir arbeiten gerade gut auf eine Religion hin. Wir sind schon fast bei 200. Genghis Khan hat Antwerpen den Krieg erklärt. Ehrlich? Dein Ernst? Du willst durch diesen kleinen Schniddel da durch? Be my guest, Genghis Khan. Das guck ich mir an. Das will ich sehen jetzt. So, du kannst da stehen bleiben. Sonst brauchen wir da keine Barbaren. Du bleibst hier stehen. Da ist Schakka im Auge. Und jetzt haben wir halt Backfill für die Straßen. Seht ihr das? Fertig, fertig. Und jetzt machen wir es einfach fertig. Das ganze Ding. So. Haben wir viele Weideländer? Nö, wir haben 1. Und hier oben dann vielleicht potenziell nochmal 2. Also ist Reiterei gerade nicht so sonderlich wichtig. Kultur ist jetzt gerade auch nicht so mein Ziel. Wobei ein Schriftstellergilde in der Hauptstadt schon ziemlich lässig wäre gerade. Ja, aber ich denke generell sind Märkte immer ziemlich gut, weil man ein bisschen Geld rausholt. Und vor allem, wenn die Straßen schon fertig sind, dann nochmal ordentlich Geldbonus durch die Straßen. So, also ist Currency gerade mein Ding. Also generell, wenn wir mal die Sachen forschen, die zur öffentlichen Verwaltung führen, machen wir gerade. Wir könnten Segeln so ein bisschen zwischenschieben, aber dieser Kornspeicher hier braucht noch ziemlich lange, also können wir später machen. Und die Osmanen haben gerade eine Religion gegründet, vor uns sogar, leider. Was haben sie denn genommen? Klöster und heiliger Pfad und Interfaith Dialog. Ja, absoluter Bullshit. Ist völlig egal, dass diese Religion existiert. Oh, so, Antwerpen? Ich weiß nicht. Ich kann da auch helfen, falls da was passiert. Ist mir eigentlich egal. Ich gucke da einfach nur zu. Ich will mal sehen, ob er es schafft. Ich will gerade nur sehen, ob er es schafft. Antwerpen ist jetzt auch nicht so ein wichtiger Verbündeter für uns. Ich meine, es ist schon ordentlich Zufriedenheit, ne? Generell will ich die jetzt nicht verlieren. Aber das ist echt eine magere Armee hier. Also gucken wir da einfach mal zu. Vor allem sein Katapult kommt nicht mal ran. Und sein einer Krieger ist schon tot. Das ist einfach erbärmlich, was du da machst, Genghis Khan. Und du nennst dich Kriegsführer, ey. Das ist erbärmlich. Wir haben 8 Einwohner in Paris jetzt. Sehr schön. Paris wächst halt extrem schnell mit der Handelsroute, die wir jetzt rein haben. Und das Schöne daran ist halt, dass wir jetzt wirklich Produktion worken können. Und weil wir Produktion worken, ist die staatliche Hochschule ziemlich schnell fertig. Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch ein Wunder in 11 Runden bauen, hängende Gärten in 14. Es ist einfach so schnell, wir können Wunder spammen gerade.
und weil die anderen Leute sich nicht gut aufgebaut haben, das hast du im Multiplayer auch oft, wenn du ein besseres Early Game hast als andere, kannst du halt an diesem Punkt wirklich anfangen, Wunder zu spammen. Und du kriegst die trotzdem durch. Und jetzt sind wir ziemlich safe mit allem, was wir tun. Weil nachdem die staatliche Hochschule steht, können wir machen, was wir wollen. Da können wir mehr Städte gründen, können wir mehr Wunder spammen, da können wir alles machen. Generell ist hier auch ein guter Punkt, wenn ich jetzt hier nicht gerade einen Artemis-Tempel parallel bauen würde, hier noch einen Siedler zu bauen. Weil dann kann ich den Siedler direkt hinstellen und eine Stadt gründen, wenn die staatliche Hochschule fertig ist. Und dann haben wir direkt eine vierte Stadt, wenn die staatliche Hochschule durch ist. Das wäre gerade hier ein ganz guter Spot, hier unten. Hier hat jetzt Valletta sich zu viele Felder gekrallt. Aber hier vor Shaka direkt wäre auch immer noch gut. Jetzt ungefähr, wo mein Krieger steht, ist ein ziemlich guter Spot. Das hat aber zur Folge, dass wir Shaka ordentlich auf den Geist gehen, weil wir so nah dran sind, dass dann Krieg unvermeidlich wäre, sogar im Singleplayer. Das heißt, wir müssten uns dann hier wirklich aufstellen und Shaka dann auch noch umhauen. Aber ich denke, das ist in dem Spiel, wenn er nur eine Stadt hat, wahrscheinlich technologisch schon auf dem letzten Platz ist. Nee, das ist in der Tat Genghis Khan. Und dann durchaus denkbar. Aber schaut mal. Wir spielen auf König, das ist nicht mal neutral, die KI hat sogar leichte Vorteile und wir sind jetzt schon überall auf 1. Einfach, weil wir das Early Game so gut rausgespielt haben. Und das hier ist halt wirklich, so sieht das Early Game aus, wie es spielen soll. Das ist so ein bisschen so das Leben, wie es sein sollte. Das Early Game, wie es sein sollte. Oh, Antwerpen kassiert jetzt doch gerade ganz schön. Ja, aber die letzte Melee-Einheit stirbt da gerade. Ohne Melee-Einheit kann man eine Stadt nicht einnehmen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Genghis Khan. So, unsere Straße ist jetzt fertig. Jetzt haben wir nämlich gar nicht so viel Gold verloren, weil ab nächster Runde kriegen wir den Goldbonus. Das heißt, wir haben einmal 5, einmal 4, einmal 3, einmal 2 und einmal 1 Gold verloren. Das heißt insgesamt 9, 12, 14, 15. Insgesamt haben wir 15 Gold verloren jetzt nur. Und das wäre halt viel mehr gewesen, wenn wir immer ein Stückchen gebaut hätten, dann nochmal ein Stückchen, nochmal ein Stückchen. So hat man jetzt halt eine Straße gebaut irgendwie. So machst du das, wenn du Flachland hast. Über Hügeln baust du natürlich die Stücken, die auf Hügeln drauf sind, sofort fertig, damit du da halt rüberrennen kannst, ohne Bewegungsmalus. Aber wenn halt so Flachlandverbindungen gehen wie hier, dann einfach bauen, 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 gut ist. So. Religion hätte ich jetzt auch gern noch. Ja, Genghis Khan verliert er jetzt gerade seine Einheiten. Oh, scheiße, sein Krieger lebt noch. Ach du Kacke, vielleicht nimmt das ja wirklich. Das wäre ziemlich lächerlich. Hat einen Insta-Heal draufgehauen. Ja, Genghis Khan, das ist ja einfach der Profi. Ich stelle mich mal dahinter. So, generell will ich eigentlich mit denen verbündet bleiben, aber ich wollte Genghis Khan mal seine Gunst der Stunde hier lassen. Normalerweise hätte ich ihn jetzt von der Seite angegriffen und seine Milis gekillt, dass er die Stadt nicht nehmen kann, wenn ich mit denen verbündet bin. Das ist, was er eigentlich machen sollte. Aber ich wollte es gerade echt mal sehen, ob er sich das krallen kann. Es ist immer noch nichts sicher hier. Ne? Es kann immer noch sein, dass er da einfach jetzt stirbt. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich so angeschlagen, wie der Krieger ist. Wir schauen gleich mal. So, jetzt haben wir hier oben auch verbessert. Jetzt haben wir 8 Zufriedenheit. Wir haben jetzt Marmor in Lyon. Das heißt, Lyon kann jetzt 15% schneller Wunder bauen. Es dauert nur 72 Runden für normale Wunder und 97 für die hängenden Gärten. Das ist Geschwindigkeit, ne? Ich bin Speed, Leute. So, ja, wir nehmen gleich die Schafe mit, wenn wir gewachsen sind. Das sind Nahrung, 2 Produktion, das ist ziemlich gut. So. Jetzt haben wir 5 Nahrung, ein Wissenschaft, ein Glauben hier. Das ist ziemlich gut. Also alles ist ziemlich gut gerade. Ich freue mich wirklich, dass dieser Start schön aussieht. Na, Genghis Khan? Oh, er hat's! Jingi! Ja, genau, und das hätte sich nicht passieren lassen dürfen, wenn ich das jetzt hier ernsthaft hätte rausspielen wollen mit der Stadt. Aber das Early Game ist praktisch vorbei und wie gesagt, was ich hier hätte machen wollen, ist diesen Bogenschützen nehmen, diesen Krieger nehmen, ihn hier von der Seite reinfallen, das Katapult anknacken, seinen Krieger töten und dann wäre es gut gewesen, ja. Ich kann die Stadt sogar zurückerobern und befreien, dann kriege ich einen Befreierbonus. Alle Leute auf der Map mögen mich richtig gerne und Antwerpen ist auch wieder instant mit mir verbündet. Die haben 9 Verteidigungen, also wenn ich jetzt Genghis Khan nicht als Bedrohung wahrnehme und weiß Gott, das ist er nicht, dann könnte ich die Stadt wieder einfach zurückdrehen. Das wäre sogar ein wenn das jetzt so aussehen würde wie jetzt wirklich, ja, wäre der Midgame-Plan Antwerpen zu befreien und Krakorum einzunehmen, nachdem man die Bib gebaut hat. Und dann wäre hier Ruhe. Ja, das wäre sogar, glaube ich, jetzt in dem Spiel unser Midgame-Plan. Aber wie gesagt, hier geht es nicht ums Midgame, hier geht es gerade ums Early-Game. Aber jetzt so als Ausblick wäre das, denke ich mal, durchaus vertretbar. So, du verbesserst mir mal die Kühe hier. Den Trick benutzen wir übrigens auf Tundra nicht, weil man auf Tundra keine Bauernhöfe bauen kann. Und weil Tundra nur eine Nahrung hat und keine Produktion. Mistige Geländefelder aber auch. So. Denn dann, Religion hätte ich gerne noch. Straße haben wir gezeigt. Ja, du darfst mir gerne 7 Gold die Runde geben. Bin ich Fan von, Suleiman. Oh, Shaka, hast du jetzt doch Bock, mich anzugreifen? Glaube ich nicht, er schickt mir gerade eine Karawane in die Hauptstadt. Will lieber Wissenschaft leechen. Kann ich verstehen. Du bist wahrscheinlich auch ein bisschen hinten dran. Also, du verschanzt dich hier einmal kurz einmal Runde heilen kannst du. Ich kann mal gucken, ob ich inzwischen noch mehr Salz verhandeln kann. Ihr seid alle pleite. Mein Gott, was ist denn los mit denen? Alle pleite. Nur ich bin cool. So. So langsam darf der Prophet mal spawnen. Wir sind schon langsam drüber. Ich habe übrigens von Ginyu erfahren, wie sich diese Formel jetzt hier berechnet. Die ist ein bisschen komisch mit den
einen großen Propheten. Man hat jede Runde eine 5%ige Chance, dass der Prophet spawnt, plus so viel Glauben, wie man über 200 drüber hat. Das heißt, wir hatten jetzt gerade eine 29%ige Chance, dass der Prophet spawnt. Letzte Runde hatten wir 6 weniger, also eine, rechnen, 23%ige Chance. Nächste Runde haben wir dann eine 35%ige Chance. So langsam darf er dann mal spawnen. So, jetzt holze ich hier mal den Wald ab. Dann haben wir nur noch 4 Runden bis zum Artemis-Tempel. Und Halleluja, den wollen wir fertig machen. Jetzt sind wir wieder unzufrieden, ein bisschen ärgerlich. Aber hey, wir kriegen den Artemis-Tempel raus, also passt schon. Ja, wir müssen Antwerpen jetzt befreien. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, so das nächste, die nächste Amtshandlung, wieder an Antwerpen anzugreifen. Wir haben jetzt Currency durch. Ich denke, was ich jetzt machen wollen würde, ist kurz Construction, dass ich Kompos machen kann. Dann nehme ich Antwerpen und dann gehen wir zur öffentlichen Verwaltung. Wahrscheinlich Horseback Riding, Drama, Dichtung, öffentliche Verwaltung. Aber wir nehmen erstmal nur Construction, weil ich vielleicht irgendwo noch Segeln zwischenschiebe für eine zweite Handelsroute. Aber mein Plan ist jetzt halt, wie gesagt, Geld sparen, Kompos machen und dann da unten durch. Und dann kann der mich mal. Aber wir kriegen nochmal ordentlich Zufriedenheit durch Monarchie. So wie wir das jetzt gemacht haben, kommen unsere Wunder natürlich schneller raus. Was natürlich immer noch ein guter Plan war, weil schaut, wir kriegen das durch. Aber Zufriedenheit. Wir kriegen halt hier von jedem zweiten Einwohner in der Hauptstadt Zufriedenheit. Das heißt, wir kriegen jetzt hier 2, 4, 6, 8. Aber so funktioniert das nicht. Der zweite Einwohner in der Hauptstadt ist lustigerweise immer der erste, der dritte, der fünfte, der siebte und der neunte. Also wir kriegen 5 Zufriedenheit, wenn wir Monarchie einführen. Und das ist halt ganz, ganz toll. Und deswegen machen wir das jetzt auch gleich noch. Das ist halt die nächste Zeitbedingung, aber es dauert halt noch 17 Runden. 18 sogar, ärgerlich. So, da ist der Prophet. Wenn wir unsere Religion gründen. So, da kann man halt immer gucken, was noch da ist. Das Symbol ist völlig egal. Gründerglaubenssatz, ich gebe euch mal einen groben Überblick, weil das hier nicht der Religionsguide ist. So, Zehnt und Kirchengüter sind die besten, weil er dadurch extrem viel Gold generiert. Die Gimmicky-Dinger sind Papstprimat, wenn man viele Stadtstaaten spielen will. Und Peace-Loving, um Zufriedenheit zu spielen. Und Weltkirche, um halt Kultur zu generieren. Das ist aber alles ein bisschen schwieriger. Am einfachsten ist einfach Zehnt und Kirchengüter, dadurch machst du richtig viel Geld und das ist ziemlich geil. Papstprimat, wie gesagt, ist ein bisschen situationsabhängig. Wir nehmen auf jeden Fall 10. Zehnt ist besser als Kirchengüter. Kirchengüter ist early besser, Zehnt ist 8 Einwohnern pro Stadt besser. Das heißt, Zehnt ist durchgehend besser praktisch eigentlich. Und dann nehmen wir Pagoden, weil Pagoden somit das Beste sind. Da sind 2 Zufriedenheit für jede Stadt da drin, 2 Kultur für jede Stadt und 2 Glauben für jede Stadt. Und das ist halt sehr, sehr viel, wenn man das hochrechnet. Und außerdem durch diese ganze, durch diesen ganzen Glauben, den man dadurch generiert, generiert man halt auch insgesamt auch mehr Propheten dann am Ende und mehr Wissenschaftler am Ende, was sehr gut ist. Moscheen geben halt mehr Glauben, aber weniger Zufriedenheit. Zufriedenheit ist immer sehr kritisch im Spiel. Deswegen sind Pagoden besser als Moscheen generell. Aber Moscheen sind halt immer noch sehr gut. Wenn die beiden weg sein sollten, dann überlegt man sich so Sachen wie Weltwunder-Spam, falls man das wirklich tut. Ja, dann kriegt man jetzt bei Glauben. Oder halt vor allem Zufriedenheitssachen oder Produktion. Produktion ist eine super Religion, wenn man eine Religion kriegt, die sehr spät ist und die anderen ihre Religion schon verteilt haben. Man also seine Religion nur in der Hauptstadt halten kann. Dann hat man wenigstens Produktion prozentual in der Hauptstadt. Da macht es auch am meisten aus. Und dann nimmt man in den anderen Städten die Religion von den anderen Leuten und baut sich dann die Pagoden der anderen in die anderen Städte. Das ist ziemlich clever. Vor allem, wenn die dann zum was haben wie Pagoden und enhancen dann mit plus 2 Zufriedenheit von Tempeln, habt ihr 4 Zufriedenheit in allen euren Städten. Die kriegen zwar den 10 von euch, aber da könnt ihr eh nicht viel gegen tun, wenn ihr irgendwie die 4. oder 5. Religion habt. Aber in der Hauptstadt habt ihr 15% Produktion mehr. Das ist dann geil. Aber wir machen Zehnt und Pagoden, weil das ist halt so die generelle beste Religion, die man instant gründet. Und das ist auch genau, was wir jetzt hier machen. Wo sind Pagoden? Da, danke. Einmal gründen. Danke. So, haben wir auch direkt mehr Gold. Auch wenn es so eine Hauptstadt ist. Und was man als erstes machen will, wenn die gegründet ist, natürlich erstmal Missionar rausholen, dass man die Religion auch in seine anderen Städte reinkriegt. Machen wir hier eine Mine mal. Also du beobachtest mir mal den Genghis Khan. Ich stelle den jetzt hier hin, weil wenn er hier steht, blockiere ich praktisch den Nachschubsweg von Genghis Khan und kann ihn jetzt hier wirklich von der Seite angehen. Ich stelle den Krieger hier hin, dann können wir das Katapult angehen. Das ist nicht mein Scout-Bogenschütze. Das ist auch nicht mein Scout-Bogenschütze. Wo ist mein Scout-Bogenschütze? Da oben. Kommen wir mit runter. Ich meine Bogenschützen schon mal in die Richtung. Ich upgrade die gleich zu Kompos und dann werde ich Antwerpen einfach komplett zerlegen. Das ist so der Plan. So, genau. Und ich warte noch mal ein paar Ründchen. Ich kriege hier sogar noch einen gratis Bautrupp, wenn ich das mache. Und kill seinen General. Also der hat auch gleich keinen Spaß mehr, der Genghis Khan. Nein, du bist genau der, mit dem ich nicht handeln will. Er zieht sogar sein Militär zurück. Was ein Trottel, ey. Der schreit gerade danach, dass ich ihn einnehme. So, ich kann gerade eh nicht alle Archer upgraden, das heißt, du gehst schon mal vor, ohne geupgradet zu werden, du gehst dahin, du in die Stadt, da sparst du kurz Geld. Das ist der Scout, der kommt mal hier runter. Der Scout ist, glaube ich, auch der, den ich zum Kompo mache. Also, wir haben nicht mehr Geld als einen abzugraden, aber einer geht gerade. Das reicht auch hin. Für Genghis Khan reicht das hin. Definitiv. Außerdem, wenn die staatliche Hochschule fertig ist, dann können wir auch einfach noch Streitwagen bauen, also so manuell. Ja, du stehst hier. Ich blockiere mir jetzt praktisch den Rückhalt hier mit dem Scout. Mit dem Kriegsen kann er an dem nicht vorbei. Der ist außerhalb der Reichweite von Antwerpen.
Und wenn er sein anderes Militär auf den konzentriert, dann verschwendet er praktisch Ressourcen. Das hier ist Flachlandeisen, das heißt, ich kann meinen Bogenschützen hier hinstellen und hier rumschießen, was auch ziemlich gut ist. Und allgemein werden wir ihn ziemlich in die Zange nehmen, wenn es geht. So, nächste Runde. Also zwei, drei Züge warte ich noch, bis ich in den Krieg erkläre und dann geht's los. Da, Shakas zweite Stadt. Mensch, Shaka. Du bist der letzte Spieler. Und du hast Gold. Gold gegen Salz. Los geht's. Amerika, du rettest hier gerade den Tag. Du hast mir gerade eine Quest erfüllt. Du hast mich wieder zufrieden gemacht. Amerika ist wunderbar. Und außerdem sehe ich jetzt, welche Wunder du baust. Danke für die Botschaft. Amerika baut gar nichts. Das heißt, den Atemstempel haben wir nächste Runde safe. Wie schön. So. Jetzt sind wir Freunde mit Valletta. Sogar relativ lange. Das heißt, wir kriegen sogar noch eine Einheit. So, das ist unser. Ja, das ist unser Scout. Der wird mal zum Kompo. Und jetzt fallen wir halt hier ein, ne? Das ist so ganz gängig. Einmal nach unten, einmal so, einmal im Weg stehen, warten, bis das Katapult von ihm abfährt. Frage ist, ob Shaka mich jetzt angehen will. Da stelle ich mich hier hin, um das zu beobachten. Ich glaube es aber nicht, weil er hat eine Handelsroute zu mir. Das ist meistens ein Zeichen, dass er cool mit dir ist. Ich versuche mit ihm befreundet zu sein. Kulum. Ich will halt gerade mit ihm Ruhe haben und ich habe niemanden, mit dem ich mein Salz noch verhandeln kann. Also schenke ich ihm jetzt einfach ein Salz. Das verliert er, wenn er mir den Krieg erklärt. Das macht es absolut unwahrscheinlich, dass er mir jetzt den Krieg erklärt, während ich gegen Attila gehe. Attila sage ich schon, gegen Genghis Khan. Das war halt wieder so einer von diesen 1000 IQ-Moves. An sowas muss man halt denken. So, jetzt haben wir hier die Schafe, die werden auch als nächstes verbessert hier oben. Und das ist so der Punkt, wenn jetzt gleich der Kornspeicher ist, wo ich kurz Segel inzwischen schiebe, damit wir halt noch eine zweite Handelsroute durchschieben können. Weil wenn wir nochmal Nahrung in die Hauptstadt liefern, wächst Paris noch schneller. Und das ist halt auch so die Idee, von allen euren Städten einfach noch Nahrung in die Hauptstadt. Ich sollte auch eine vierte Stadt gründen demnächst irgendwann. Ich werde wahrscheinlich in Orleans einen Siedler bauen, nachdem der Artemis-Tempel fertig ist. Das kann ich parallel machen zum Militär in der Hauptstadt, was halt diesen Krieg hier unterstützen soll, obwohl dieser Krieg ja wahrscheinlich kein allzu großer Krieg werden wird. Oh, und Lyon baut sich erstmal Infrastruktur, weil Lyon kackt gerade ziemlich ab. Ne? Die wachsen nicht, die brauchen erstmal ihren Kornspeicher, die brauchen erstmal ihre Wassermühle. Und dann brauchen sie noch ihre Karawane. Also Lyon darf dann erstmal ganz in Ruhe irgendwie versuchen, mal eine halbwegs anständige Stadt zu werden, wie Orleans und Paris. Warum kannst du nicht normal sein, Lyon? Was ist eigentlich falsch mit dir? Ja, genau, das wollte ich sagen. So, und du, mein Freund, darfst natürlich mit runter zum Kriegsgeschehen. So, du verschanzt dich da mal. Nächste Runde. Wäre das übrigens ein anderer Spieler, würde ich mich nicht so bewegen, wie ich das gerade getan habe, weil der wüsste definitiv, dass ich da was vorhabe. Artemis-Tempel nicht der Hauptstadt durchgebaut. Es ist einfach so lächerlich. So, genau, genug Gold für einen weiteren Kombo werden wir nicht machen, also gehen wir jetzt einfach näher ran. So, wie lange dauert ein Streitwagen in Paris? Ich frage für einen Freund. Drei Runden nehme ich. Einer reicht auch, einen noch zu bauen. So, dann bauen wir hier noch einen Bauernhof. Komm her. Das machen wir noch fertig. Genau, und du beobachtest weiter, was Shaka treibt. Aber es steht alles in seinen Grenzen. Das sieht jetzt halt fies aus, weil er viel Militär hat, aber es steht einfach nur in seinen Grenzen. Solange es nicht rauskommt, ist es eigentlich safe hier unten. Und zur Not habe ich so viel Produktion, dass ich ihn ausproduziere mit sowas. So, du baust kurz einen Siedler. Können wir auch mal das Gelände neu einteilen. Bei den Siedlern, wie gesagt, immer gucken, dass sie so viel Produktion mitnehmen wie geht. Aber ich glaube, mehr als so geht nicht. Also passt das schon. Sechs Runden ist ziemlich schnell. Ich werde hier hinzetteln, denke ich. Das ist ziemlich gut. Aber vor allem mehr Druck auf den Mongolen, wenn wir jetzt sowieso diesen Krieg führen. Also Mitgehen-Plan wäre jetzt Antwerpen zurückzuerobern. Die haben neun Verteidigungen, das wird nicht sehr lange dauern. Und dann hier rumzurotieren, hier eine Stadt zu gründen und Krakorum zu nehmen. Dann haben wir hier solide Städte. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Antwerpen befreien wir, sind wir direkt verbündet, gründen hier unten vielleicht noch eine. Und dann haben wir unsere Ruhe, weil Shaka, der macht hier nicht viel und Amerika ist ziemlich weit weg. Und Schweden auch. Und ja, er ist dann wieder näher dran, wenn Karakorum uns gehört, aber hier ist ein dicker Wald dazwischen. Das heißt, wenn wir jetzt Genghis Khan ausschalten, haben wir hier unsere Ruhe. Das ist so der Midgame-Plan. Ich denke, wir sind auch 2 Stunden drin, das ist für ein Early-Game-Guide genug. Ich kann euch sagen, wie es jetzt aussehen würde. Ich würde jetzt hier diesen Streitwagen fertig bauen in der Hauptstadt. Das reicht mir, denke ich, auch hin. Ich glaube, ich brauche keine 2 Stück, einer reicht. Und dann werde ich in der Hauptstadt so Sachen machen, wie nochmal schnell die zweite Karawane bauen, weil die andere Stadt braucht da ein bisschen, oder weiter Wunder spammen. Weil schaut euch das an, wie schnell ich die Wunder hier baue. Und die anderen halten gerade echt nicht mit mir mit. Das macht der Salzstadt, das macht das gute Early Game. Ich kann jetzt wirklich noch Sachen durchwegen. Hängende Gärten, Orakel, Petra, das sind alles so die Dinge. Petra nicht, weil das Gelände hier nicht so gut ist. Petra würde ich hier in Orleans noch bauen. Ne? Bei Orleans wird jetzt wahrscheinlich der Plan Siedler Petra. Besser wäre wahrscheinlich jetzt schon Petra, aber man kann halt beobachten, kann der Petra bauen? Nein. Kannst du Petra bauen? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Du? Ist das Wüste? Nein. Und ich habe rausgetappt. Und kannst du Petra bauen? In der Tat kannst du, aber deine Petra wäre ziemlich schlecht. Und du hast keine Produktion da. Das heißt, ich outproduce dich garantiert mit meiner Zweitstadt. Also, da habe ich die Petra praktisch safe. Und kann den Siedler vorher noch bauen. Und den Siedler will ich halt haben, weil mehr Städte sind wichtig. Das ist, denke ich mal, klar. Und wenn wir Antwerpen befreien, haben wir auch genug Zufriedenheit dafür. Also der Plan, der jetzt weitergeht, wäre hier Siedler, Petra und dann mal schauen, ne? Dann Infrastruktur.
Hier wäre der Plan, das ist die eine Militäreinheit, dann vielleicht Bautrupps noch. Einen Bautrupp kann ich gebrauchen, eine Karawane, halt so normale Sachen. Danach Infrastruktur und Wunderspam. Und hier ist halt wirklich Lyon mal auf einen Punkt kriegen, wo die Stadt einfach ganz normal funktionieren kann, ohne so abzukacken. Halt vor allem mit dem Bautrupps hier Gelände verbessern, auch dann hier mal die zweite Straße noch zu bauen. Ne? Das wäre jetzt hier der Plan. Also der Plan wäre jetzt hier erstmal noch eine Farm hinbauen. Wir sind schon ziemlich nah an öffentlicher Verwaltung. Der Tech-Tree bis ins Mittelalter rein würde jetzt so aussehen. Ich mache das einfach mal kurz fertig. So, ne, ist klar. Und dann zum Bildungswesen. Und dann bauen wir hier diese Straße fertig, haben noch mehr Gold. Antwerpen wird befreit, hier wird noch eine Stadt gegründet, haben wir nochmal Marmor zum Tauschen, haben wir nochmal Salz, haben eine Küstenstadt. Eine nur, es ist ein bisschen ärgerlich, eine zu haben ist immer ein bisschen risky, aber Singleplayer ist völlig legitim. Im Multiplayer würde ich das nicht machen, da würde ich wahrscheinlich an den Berg hier rangehen. Mache ich vielleicht jetzt auch. Ja, einfach nur, um hier so ein bisschen Druck aufzubauen. Und ja, hier unten dann kann man später backfillen, weil hier unten das Legendäre hört keinem praktisch. Also das könnte jetzt gerade Genghis Khan, aber der wird jetzt einfach zurückgeschlagen. Ne? Also guck mal, ich habe hier ein Kompo. Bogenschützen, 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 drei Bogenschützen, einen Krieger, hier einen Scout zum Blocken, baue jetzt noch einen Streitwagen, er hat 9 Verteidigung. 9 Verteidigung ist praktisch Base, da hat keine Erhöhung da drin. Er hat zwar einen General, einen Bogenschützen, einen Krieger, aber ich demonstriere mal, wenn ich ihm jetzt den Krieg erkläre, ich komme nicht ran gerade, das ist das Problem. Ich muss mich halt erstmal so bewegen, dass ich rankomme. Ich drücke mal noch einen Zug raus, wartet mal. Die Kriegserklärung, die ich jetzt mache, ist nicht so, wie ich sie machen würde. Ich demonstriere einfach nur mal, wie viel Schaden ich machen würde. Ich würde die Kriegserklärung eigentlich 3-4 Züge später machen. Ja. Oh nein, will ich ihm den Krieg erklären? Mein Gott, was macht der denn da? Das war übrigens wieder diese Frage, wo er dich zwischen den Zügen fragt und du ihm den Krieg erklären musst, so dass er dich zuerst angreifen darf. Ziemlich schäbiger Move, ne? Würde ich nicht machen. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, wie viel Schaden ich Antwerpen mache. Das ist ein Bogenschütze. Jetzt überlegt mal, ob ich da mit dem Kompo oder einem Streitwagen drauf schieße. So. Ist ein Krieger tot. Ich kann einfach mal draufhalten, einfach nur mal was zu gucken. Mein Streitwagen ist nicht fertig. Wisst ihr was? Ich mach das eben noch schnell. Ich mach das jetzt absolut unoptimal. Du hast mir doch den Krieg erklärt. Ja, jetzt werde ich doch Militär bauen. Wie es jetzt manchmal so ist, ne? Den knallen wir ab. Danke für den Bautrupp. So, Shaka ist gerade ein bisschen besorgniserregender, denke ich. Halt nicht so richtig, aber so ein bisschen zumindest. Wie viel HP hast du? Mehr als 50? Ja, aber da ist ein Bogenschütze mit drin, ne? Genau, dann werde ich dich hier einmal rausziehen. Auf ein Feld, wo ich beides nicht abschießen kann, denke ich. Ja, einmal hier. Na, der Streitwagen ist gleich fertig. Ich werde den Kompo mal kurz in die Hauptstadt schieben. Also was ich jetzt hier machen würde, ist definitiv den Antwerpenkrieg ein bisschen delayen. Ich habe jetzt natürlich einen Doppelkrieg, die stelle ich hier rein. Den Siedler werde ich jetzt einmal kurz abbrechen. Und jetzt werde ich halt Militär bauen. Hier auch noch Chariot Archer, dass die halt immer zeitgleich existieren. Und danach werde ich halt Kombos spammen in der Hauptstadt. Der darf hier seinen Grundsprecher gerne fertig bauen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer zu verteidigen und ich denke, das würde jetzt auch einige von euch interessieren, deswegen machen wir das eben noch schnell. Große Mauer von Gustav Adolf, mein Gott. Naja, da ist mein Bautrupp weg. Macht nichts. Den hole ich mir gleich wieder. So, ich habe ja auch gerade einen selber geklaut, ne? Ich werde jetzt einmal kurz disengagen, um mir meine Ruhe zu haben. Den töten wir mal schnell. Genau, einmal raus, aus der Reichweite seiner Stadt. Ist hier schon verbessert? Lustigerweise ja. Ich werde aber trotzdem einmal disengagen. Weil jetzt muss ich einmal ganz kurz Shaka abwehren. Das klingt jetzt so, als wäre Shaka überhaupt kein Hindernis. Das liegt halt daran... Naja. Dass Shaka absolut kein Hindernis ist, ne? Das ist blöd. Das ist übrigens, was ich jetzt mache, das nennt sich Bautrupp baiten. Er muss über einen Fluss, um den Bautrupp zu nehmen. Das heißt, Einheiten, die den Bautrupp klauen, dürfen sich danach nicht mehr bewegen. Er geht da rüber, nimmt den ein, ich kill die Einheit und das wiederholen wir jetzt 2-3 Mal. Währenddessen baue ich mir noch einen Kompo. Funktioniert gegen echte Spieler manchmal sogar auch, weil die sehr, sehr gierig auf Bautrupps sind oft. Oh, wie haben wir es denn hier jetzt? Würde ich am Gelände verbessern? Ich glaube, ich will meine Bauernhöfe hier fertig bauen. Genau, und du heilst dich da einfach mal. Wir müssen gerade einfach mal so ein bisschen zonen. Aber wie gesagt, solche Early-Kriege interessieren euch ja auch. Ne? Ihr habt ja auch oft Fragen nach Kriegstutorials und so. Ah, er hat Katapulte. Ja, tu nicht so, als wenn das so schlimm wäre, dass mein Bautrupp jetzt einmal kurz übergeflippt ist. Genau, dich einmal hier hin, dann kannst du gleich mithelfen. So, das Wichtige ist, jetzt ist ja auch an Lyon rangelaufen. Weißt du, du machst es mir auch einfach, Shaka. Du machst es mir echt einfach. So, du kannst hier hoch. Nimm dich einmal mit. Den heilen wir kurz. So.
Genau. Wichtig ist, dass keine Melee-Einheit an eure Stadt rankommt, wenn sie halt halb kaputt ist. Und wichtig ist halt auch, dass Katapulte halt schnell tot sind. Aber das Lustige an Katapulten ist, schnell tot, naja, ist deren zweiter Vorname. Ich hab's gerade gesehen, wie schnell so ein Katapult einfach mal kaputt ist. So, du stehst da jetzt gerade in Reichweite von seinem Sperrkern. Das finde natürlich ein bisschen ungucci. Deswegen gehen wir mal hier oben rum. Zwei Wartungs verlieren ist nicht so geil. Ein verlieren ist absolut egal. Also es ist wirklich völlig egal. So, Schakasenmaste. Na, jetzt ist mit meinem Bautrupp. Dreht er schon ab. Es ist so ein Weicheis. Unglaublich, ne? Ey, Schaka, dein Katapult ist kaputt. So. Falls euch fragt, wie schlimm das ist, gar nicht. Es ist halt total dämlich. Ist halt Schaka. Wisst ihr aber, das was meine Mama früher immer schon gesagt hat, ne? Schaka spielt Kaka. Ne? Schaka spielt Kaka, ihr wisst, wie es ist. Return the unit. Bin ich mit dem Panzer Kongo befreundet. Das ist so ein Vollidiot, ey. Das ist unglaublich, wie schlecht der ist. So, können wir hier mal runter. Lass ich da einmal stehen. Jetzt mal das Eisen verbessern. Den Bartop hole ich mir gleich wieder. Ich werde ihn jetzt einfach kurz in die Zange nehmen. Ich kann auch um Lugudovu da mal kaputt hauen. Das ist wirklich gar kein Problem. Karawane? Will ich die? Wassermühle, Steinwerke? Steinwerke wären zwei Produktionen, eine Zufriedenheit. Nehmen wir erstmal Wachstum, weil das ist ja gerade euer Problem. Ja, ich demonstriere den Krieg jetzt gerne noch. Das Tutorial halt ein bisschen länger. So, jetzt will er mich in die Zange nehmen. Jetzt hat er mich reingelegt. Schau mal, wie er mich reingelegt hat, der Trottel. Der hat mich jetzt richtig fertig gemacht. Mein Kompo stirbt jetzt bestimmt. Oh nein. Hat er eigentlich gemerkt, dass er an meine Hauptstadt rangelaufen ist? Oder ist ihm das entfallen? Ich frage für einen Freund. Oh ja, er will jetzt hier oben rum. Das ist ja auch interessant. Vielleicht stelle ich mich hier mal auf die Bergkette auf, dass du nicht ran kannst. Vielleicht habe ich auch noch einen zweiten Streitwagenbogenschützen gebaut. Der gleich bei Antwerpen ein bisschen mithelfen darf. Vielleicht baue ich ja... Brauche ich noch ein Militär? Eigentlich nicht, nee. Also, gegen den echten Spieler würde ich jetzt einfach weiter Militär spammen. Also mache ich es auch wie gegen den echten Spieler. Gegen die KI bin ich meistens so ein bisschen lax, aber ich will es euch ja zeigen, wie man es eigentlich machen sollte. Also weiter Kompost spammen. So wie es eben ausschaut. So, einmal Produktion. So, plopp. Plopp. Hey, Schaka, ich will jetzt nichts sagen, aber dein Krieger ist gerade explodiert. Ja, mein Bartrop hat er jetzt entführt, dann muss ich um Lugulovuka einmal kurz kaputt hauen. Aber ist jetzt, es gehört jetzt nicht zur Kategorie, ist schwierig. Gehört eher zur Kategorie, passiert halt so nebenher. Weil, wenn man so early kriegerische Nachbarn hat, wie ich das hier jetzt gerade habe, dann baut man halt ein bisschen Militär so nebenher. Baut man halt keine Wunder. So wie ein Artemis-Tempel. Hust, hust. Ach, hast du Bock? Hat er Bock, jetzt engaged er. Jetzt engaged er. Pass auf jetzt. Soll ich auch engagen? Ach komm, wir schließen einfach mal ab. Großen General hat er da. Wie schön. Einmal hier hin. Kommt wohl einmal hier hin. Streitwagen einmal auf die andere Seite. Noch ein Kombo. Ja, noch ein Kombo. Und ihr merkt das schon, wenn man sich erstmal eine gute Infrastruktur aufgebaut hat, ist es auch ziemlich easy, einen Early-Krieg. Ich würde sagen, das ist noch ein Early-Game-Krieg, den ich hier gerade führe. Hier ist ziemlich defensible. Wenn ich dich da hinstelle, habe ich Ruhe. Dich heilen wir. Das ist in Reichweite von Umgu. Dann bleibst du da erstmal kurz stehen. Ja, dann kommen die nämlich zu mir. Das ist der Trick. Ob wir zufrieden haben? Das tut mir aber leid, das kriegst du nicht. Große Bib ist gebaut. So, guck mal, da hat ein Speerkämpfer stehen. Hm. Territory, Agent-Friendly Unit. Ach ja, ja, sein Stand-Together-Bonus, ne? Aha, das ist ein bisschen nervig. Nichts, womit man nicht leben kann, aber schon ein bisschen nervig. So, dann ziehen wir mal ein Kombo mal ran. Plupp. Plupp. Oh, guck mal, deine Einheit ist tot. Was ist denn das passiert? Was ist denn das jetzt gemacht? So, dich ziehe ich mal unten rum. Können wir ihn so ein bisschen von der Seite nerven. Plapp, 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 plapp. Ja, das ist jetzt dieser Punkt, wo man nur Militär baut, weil man sollte nur ein Militär bauen, wenn man in solchen Kriegen ist, wie ich hier gerade. Ich würde es eigentlich nicht machen gegen die KI normalerweise, aber ich mache es jetzt einfach mal effizient, wie es geht. Genau, wir bräuchten eigentlich auch noch ein paar mehr Pferde, wenn es geht. Aber das ist gerade nicht so leicht. Deswegen werde ich gleich auch noch mal einen Speerkämpfer bauen. Und man halt irgendwelche Capture-Units baut und da sind Reiter eigentlich optimal. Was hast du da? Ich kann mich hier hinstellen. Da kannst du mich nicht abschießen und dein Speerkämpfer ist tot. Du musst dich einmal heilen.
Du darfst einmal hier hin. Und du darfst dich eine Runde heilen. Mehr nicht. Ah, ich bin noch ein bisschen knickerig mit der Heilung. Und du darfst einmal hier hin. Ich würde ihn gleich so ein bisschen in die Zange nehmen können von der anderen Seite. Du gehst hier einmal komplett außen rum. So, das Gelände hier unten ist echt eklig zum Angreifen, aber die Stadt ist halt echt nicht stark. Also passt das schon. Ja, der nervt mich jetzt immer wieder mit seiner Botschaft. Ne? Das ist so sein Ding, das ist der Süleyman-Trick. Wenn er dann fragt, ob er eine Botschaft haben darf. Der geile Süleyman-Trick. So, ja, er hat dann nochmal einen Bogenschützen generiert. Ist zur Kenntnis genommen, dass du da einen Bogenschützen generiert hast. Hier stehst du ganz gut. Genau. Oh, das ist ein Barbarenlager. Sehr lustig. Das ist jetzt fertig. Ich hab's vergessen, das hier rauszudrücken, weil ich mich gerade auf den Krieg konzentriert habe. Das passiert übrigens, das ist auch so mein Tipp an euch. Versucht während dem Krieg trotzdem noch ein Auge auf andere Dinge zu haben. Ist meistens ganz dankbar. So, du mal hier runter, dann können wir da gleich engagen. Und hier können wir jetzt engagen. Du hast da einen Bogenschützen drin, ne? Dann plündern wir hier einfach mal und schießen. Dann stelle ich dich da hin, stelle ich dich hier hin. Und den hier hin. Ja, oh, da haben wir unsere Ruhe, denke ich. Da haben wir unsere Ruhe. So. Dann machen wir das so eben nochmal schön, ne? Zwei Frontenkrieg, das ist ja sehr anstrengend, ne? Zwei Frontenkrieg. Will man ja nicht führen, ist ja schwierig. So, du hast Upgrade, ist eigentlich egal welches. Oh nein, Antwerpen ist eine gut verteidigte Stadt. Wie nehme ich die nur ein? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott. Genghis Khan und Chaka haben mir den Krieg erklärt. Was mache ich denn jetzt? Diese Stadt wächst nicht, deswegen baue ich hier auch einen Bauernhof. So. Jetzt haben wir Tradition voll, da kriegen wir gerade das Aquädukt in den Städten, dadurch wachsen die noch schneller, weil die dann 40% jeden Bürger schneller generieren. Und gleichzeitig können wir damit dann halt später auch große Ingenieure kaufen. Und wir haben jetzt Monarchie, dadurch mehr Zufriedenheit und Gold. Das macht die ganze Situation hier durchaus sehr viel angenehmer. Hallo, Umguluwu. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin's, der True. Und eure Stadt ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, ihr solltet eure Stadt nochmal angucken. Es wird gerade so ein bisschen umgehustet. Reiter zu haben wäre jetzt mega cool. Upp. Kann nicht alles haben, ne? So. Du bist jetzt gerade mit dem geilen Movement, ne? Das ist ja leider keine Hügel, sonst würden wir hier einfach aus dem Nichts reinrennen. Aber mein Plan mit dem ist einfach hier rechts rum dann zum Einnehmen und den kriegert sich einmal raus. Wer ist noch gewachsen? Lyon. Produktion gerade. Ich glaube, Nahrung ist besser. Also so ein geteiltes Feld, was gleich aber mit öffentlicher Verwaltung noch sehr viel besser abgeht. Ja, da stehst du ganz gut. Ja, sehr gerne Schweden. Er will mir Umguluwu geben. Er will es mir einfach geben. Weißt du, Chaka? Ich glaube, du hast deine Lektion gelernt. Ja. Weißt du, Chaka? Ich will deine Stadt nicht. Ich will sie wirklich nicht. Die liegt mitten im Nirgendwo und ist ziemlich kacke. Ich habe gerade irgendwie einen General durch dich generiert. Normalerweise würde ich dich jetzt komplett wegklatschen, aber wir wollen dieses Tutorial auch zu Ende bringen. Gib mir dein Geld. Dann ist Ruhe. Ja, er hat richtig Angst, ne? Er hat richtig Muffensausen, der Schacker. So. Er hat natürlich jetzt nicht so gut für Genghis Khan, ne? Ich habe jetzt ein Militär aufgebaut, weil ich es musste. Ich habe einen General. Und ich habe die ganzen Boys hier. Die sich jetzt auf Genghis Khan konzentrieren können. Das ist ja ein bisschen blöd für ihn, ne? Die sagen, dass das jetzt ungünstig gelaufen ist für Genghis Khan, aber er hat schon ungünstig gelaufen für Genghis Khan. Blöd ist es. So, ja. Stärkkämpfer haben wir auch gleich. Nochmal einen Krieger mehr. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das kostet uns nur unnötig viel Geld. Genau. Hier wollen wir ein Feld, was auf Stelle anspricht. Also, so eine Stelle hier kein Ding von Wahl. Du baust. Ja, Petra. Petra baust du. Aber erstmal baust du uns den Siedler fertig, den ich noch haben wollte. Danke. So. Und du, mein Freund. Mein Kumpel, mein Chopedre. Wüstenhügel muss ich ja langsam kaufen, ne? Auch wenn sie teuer sind. Hey! Einfach weil da auch noch Glauben drauf ist. Ach, guck mal, das ist ein Barbarenlager, Mensch. Da haben wir ja lang keins von gehabt. So. So, Dido. Ja, und Antwerpen, ne? Die holen wir uns dann gleich. So, ich zieh dich mal hoch, dass wir da beim Lager helfen können. Antwerpen will ich noch befreien.
Ungavoma ugdaisa. Weißt du, Shaka, du kackst mich erst an und dann kommst du mir so. Nee, das kannst du vergessen. Salz kriegst du nicht wieder. Das ist jetzt meins. Nicht, dass das ohnehin meins gewesen wäre, ne? So, Mittelalter erreicht. Ja, Mittelalter mit Game, ne? Ein bisschen zusammenhängt. So, den fahren wir jetzt einfach mal kurz nach Hause, weil der ist halb tot. Ist ja nicht so, als wenn wir den noch brauchen würden, ne? Das Antwerpen ist gleich weg. So, ist das Eisen mal verbessert? Nein. So, machen wir hier eine Mine. Mit der Petra wird das gleich sehr schön. Da ballern wir gleich einfach rein. Sperrkämpfer in Paris, der darf da gerne einfach mal auf Standby stehen. Hängende Gärten bitte, außer die baut schon irgendwer. Nö. Hat überhaupt irgendwer von den Traditionen? Nee, also kann ich jetzt ja wundern, spammen, der Guide ist ja eh zu Ende. Und ja, du nach Lyon, weil dich brauche ich nicht unbedingt. Und du nach Orleans. Spart mich halt Geld. So, und ihr könnt dann mal, also mein Plan jetzt hier, ne, hier Stadt gründen und dann Krakow Rom einnehmen. Mit meinen ganzen Kompos, jetzt sollte das kein Problem sein. General darf gerne mit nach vorne. Ich kann es nicht verschanzen. Sieht der Militärscore jetzt aus? Bin ich auf 2 Amerikas vor mir. Und tut mir jetzt echt leid, dass ihr alle zu dumm zum Krieg führen seid. Ne? Das ist jetzt nicht mein Fehler. Habt euch ja leider irgendwie selber so zu schreiben. Jetzt mit dem Scout eine Stadt nehmen, einfach nur für den maximalen Disrespect. Perfekt. Antwerpen ist befreit, direkt verbündet. Super. Dann haben sie jetzt halt davon, ne? Ja, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. So. Und damit würde ich sagen, haben wir den Early Game Guide so mehr oder weniger zu Ende. Ihr wisst, was der Gameplan jetzt ist, ne? Hier spamme ich Wunder, hier baue ich die Petra und danach mache ich halt Infrastruktur, mache kurz den Siedler fertig für hier eine Stadt. Krakorum wird jetzt nebenher eingenommen. Ich habe 1, 2, 3 Kompos, 2 Streitwagen, 1, 2, 3 Bogenschützen, die ich gleich noch upgraden kann, weil das Geld haben wir inzwischen. Noch einen Speerkämpfer. Ich schaue noch zu, dass ich irgendwie Pferde kriege. Antwerpen wird mich jetzt auch gleich wieder gut für mich haben 13 Zufriedenheit. Hier baue ich dann demnächst noch eine Karawane, dass die dann auch noch laufen kann. Die Straße wird jetzt gleich noch gebaut. Und dann haben wir es eigentlich. Ich baue noch vielleicht einen Bautrupp mehr. Naja, mir wurde gerade einer abgezogen. Ich habe gerade nur noch 2, ne? Ich habe 3. Ich habe ja auch selber einen abgezogen. Aber einen Bautrupp nochmal mehr. Ich hätte ihn auch zurückerobert, wenn ich das jetzt hier durchgezogen hätte. Aber es hätte noch länger gedauert und ich wollte den Guide abwrappen. Was ich normalerweise gemacht hätte, ist diesen Frontenkrieg hier auch noch weiterlaufen lassen. Weil das hat jetzt hier auch gar nicht geholfen. Die hier wären eigentlich gerade damit beschäftigt, nachdem sie Umgulovu schon eingenommen hätten, ne, mit Erde das Gemilit, gerade Ulundi noch zu belagern. Und das wäre auch gefallen. Wir hätten Shaka jetzt komplett rausgehauen, wenn er normaler Spieler gewesen wäre oder wenn ich Singleplayer gespielt hätte. Und ja, Genghis Khan folgt dann auf dem Fuße. Und dann habe ich hier oben Ruhe und dann ist das Spiel praktisch schon gewonnen. Aber das war mein Early Game. Und so spielt man effektives Early Game. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jede Frage. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Das ist Civ 5. Das ist das Early Game. So sieht es gängigerweise aus. Wir hatten keine Vorteile wie mit Babylon. Wir haben keine Wunder gebaut, bis das Early Game eigentlich schon fast vor Ende war. Und uns wurde der Krieg erklärt und wir haben es effektiv abgewehrt, während wir Infrastruktur gebaut haben, weil wir eine gute Defense Line hatten. Ich denke, hier konntet ihr so sehen, wie so ein normales Early Game auszusehen hat und wie man sich dann auch gut verteidigen kann. Das mit Antwerpen hätte ich natürlich eigentlich direkt verhindern sollen, aber so war es ja auch ganz lustig, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer True sagt Tüdelü, bis zum nächsten Video.